Ein Segen für Mohammed, deswegen sagst du ja, Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, und dafür kriegst du dann 10 Segnungen zurück. Das ist wie so ein Tauschgeschäft, so 1 gegen 10. Hey, warum In der Übersetzung steht Praise, wie gesagt. Die haben richtig übersetzt. Das ist Al-Adab, Al-Mufrad 645. Und im Tafsir von Ibn Kathir zu Sure 33, Vers 56 steht ja, dass Allah betet. Es steht, Allah betet. Aber warum betet Allah? Weil Moses wurde gefragt, das steht im Tafsir von Ibn Kathir. Moses wird gefragt, betet dein Herr? Moses antwortet, ja, mein Herr betet. Und deswegen haben die gesagt, wenn der Herr für Moses betet, dann betet Allah auch. Das ist denn ihre Ausrede. Wie gesagt, wir haben alles hier. Hochkommen, debattieren. Mein Akku ist sowieso gleich leer von guck mal, was der schreibt. In meinem Live kommentieren viele, in deinem Live. Der hat drei Zuschauer. Alle drei kommentieren jedes Mal. Ach man, wenn die wissen, wie viele Ex-Muslime es bei uns in den Gruppen gibt, wenn die wissen, wie viele Ex-Muslime. Weißt du, was das Krasse eher ist? Ja. Einfach gefühlt 80% der in Bevölkerungsrechnung zu Muslimen zählende Leute sind einfach selber Muttert. Weißt du warum? Ja. Weil nach Ja. Hanbali-Rechtsschule zum Beispiel, wenn du nicht betest, begehst du ja großen Kuffer und bist aus der Religion Ja. raus. So, und Ja. jetzt guck dir mal die Shisha-Bars an und frag mal von denen, betest du regelmäßig? Ey, Nein. 90% sagen doch nein. Das heißt eigentlich, die Muslime, die wir haben, das sind so Anwar, wenige. wenn jemand bei uns konvertiert, wir machen keine Videos und stellen diesen Menschen nicht zur Schau. Das ist menschenunwürdig. Wir machen keine Werbung mit Menschen. Das macht ihr Muslime, weil ihr euch freut, wenn irgendwo ein armer Mensch konvertiert. Das ist menschenunwürdig. Wir machen sowas nicht. Wir lesen zusammen Bibel, wir erklären es ihnen. Sie nehmen den Herrn Jesus Christus als ihr Heiland und Retter an. Und wir machen damit keine Werbung. Verstehst du das? Wir sind Menschen. Wir bleiben menschlich. Jetzt sprich mir nach. Du bist jetzt hier gezwungen. Jetzt sprich mir nach. Genau, Bruder. Und teilen und dann Werbung machen und diesen Menschen zur Schau stellen, damit er gar nicht auf die Idee kommt, nächste Woche den Islam zu verlassen. Das ist auch der Ja, aber Unterschied. wir. Ja, das ist der Unterschied. Das ist unser Geist. Aber Bruder, meine Frage. Der Anwar, der macht sich immer sehr gerne drüber lustig, dass Jesus auf Toilette gegangen ist. Ich habe mal eine Frage. Im Koran steht, dass Jesus gestärkt durch den Heiligen Geist, also Jesus wurde durch den Heiligen Geist gestärkt. In Sure 4, Vers 71 steht, dass Jesus der Geist von Allah war. In Sure 58, Vers 22 steht, dass Allah durch seinen Geist die Gläubigen stärkt. Das heißt, im Endeffekt, wenn Jesus auf Toilette ging, ging Allahs Geist mit ihm auf Toilette. Mascha. Oder verlässt ihn dann Allahs Geist und kommt wieder in ihm rein. Wie ist das denn? Wenn Anwar hochkommen würde, ich will ihm eine einzige Frage nur stellen. Eine einzige. Ja, sie sind Atheist, merkt ihr das? Weil wir sagen, der Geist Gottes wohnt in Jesus und die sagen, Jesus war auf Toilette. Aber was ist mit euch? Was ist? Und jetzt wollen die sagen, ja, bei uns der Heilige Geist Jibril. Falsch. Beweisen mir anhand des Korans, dass der Jibril der Heilige Geist ist. Können sie nicht. Na, das geht nicht. Weil das steht da nicht. Ruh el-Qudus ist nicht Jibril, laut Koran. Das schreiben sie in der Übersetzung, ja. Aber. Und dann liest du die Hadithe und fragst die Gelehrte, was ist der Geist von Allah? Sie sagen, das ist ein großes Geheimnis. Nee, Da da muss steht in Hadith. ich Guck korrigieren mal, der wollen. sagt, da steht in Hadith. Ist Hadith höher oder ist Koran höher? Jetzt auf einmal ist wieder Hadith höher als Koran. Jetzt, wenn es ihm passt. Dieser Switch-Knopf. Atheist, Muslim, Christ, die switchen so. Auf einmal ist Hadith höher als Koran. Ich dachte, Hadithe werden nur angenommen, wenn es nicht dem Koran widerspricht. Ah. Oh. Live-Debatte heute im Auto mit Urban. Heute Live-Konvertierung. Heute 10:52 Live-Konvertierung. Jalo, sprich mir nach. Aschadu?
Ziel sei mit dir. Guten Morgen. Carlo, sprich mir nach. Wir machen Live-Kommentierung. Escher, du? Möchtest du reden oder möchtest du Blödsinn machen? Nein, du musst kommentieren heute. Guck mal, wir sprechen nur die Schahada zusammen. Willst du nicht die Schahada sprechen? Willst du nicht die Schahada sprechen? Als Muslim bist du doch schon stolz auf deine Schahada. Oh, Alter. Escher, du? Mehrmals als du ausgesprochen. Ich brauch die nicht von dir. Allah, Ilaha. Du kannst sie noch nicht mal aussprechen und du solltest dich auch nicht darüber witzig machen, okay? El Yeshua wa Ashadu Yahya Rasul Yeshua. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Jesus Christus und Johannes ist sein letzter Gesandter. Der ist raus. Komm, hol ihn hoch. Sind wir mal ehrlich. Nein, Bruder, ich kenne ihn. Bruder, ich kenne ihn. Der kommt jedes Mal hoch. Der kommt jedes Mal hoch. Ich sage, warum darf man im Koran Frauen schlagen? Der so, kannst du mir bitte die Sure geben? Ich lese nach und komme wieder. Und dann gebe ich ihm die Sure und dann kommt er nie wieder. Wenn er zurückgekommen wäre, ich hätte ihn gefragt, warum gibt es Kinder-Ehe im Islam? Er hätte gesagt, gib mir die Sure. Ich hätte ihm die Sure gegeben, er wäre nicht wiedergekommen. Also meine Zuschauer kennen ihn, wissen, kommt immer. Also mit ihm, deswegen habe ich diesen Spaß mit ihm gemacht, weil ich wollte eh nicht mit ihm reden. Ich rede mit jedem ganz entspannt, ich bin da immer. Ich kenne, Bruder, aber wenn du zum 100. Mal mit jemandem redest, ich verschwende meine Zeit nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel letztens war Yassin hier, ein Türke, der, ich habe ihm das in Ruhe erklärt, er hat die Quellen gesucht, wir haben zusammen gelesen. Da habe ich wirklich gemerkt, da gibt es Hoffnung, da habe ich mir auch die Zeit genommen. Ja, sollte man auch. Aber mit Leuten, die 100% weiß, das ist für beide. Euer Gott hat Füße gewaschen. Du weißt, ne? Du weißt, dass die Gebärmutter am Gewand von Allah zieht. Ach, ich verstehe nicht, warum man so 24/7 auf. Du weißt, ne? Wenn Allah auf seinem Thron sitzt, dann ätzt der Thron so. Sagt, oh Allah, du bist so schwer. Oh Allah, du bist so schwer. Der meiner dies darüber. Dass der Thron sich beschwert, dass Allah zu schwer ist. Wer macht jetzt Gott zum Menschen? Ich oder die? Wie wiegt Allah, wenn er zu schwer ist? Bruder, hör doch auf. Ey, Bruder, bitte. Ja, wirklich. Wirklich, es gibt diese Hadithe. Ihr kennt mich doch. Wenn ich was sage, zeige ich das auch. Der Thron von Allah ätzt, weil Allah zu schwer ist. Ich habe nicht Allah zu Menschen gemacht. Das, aber weißt du, was ich gemacht? Weißt du, was ich mich immer noch frage und keiner kann antworten? Ja. Wenn die Hand von Allah nicht das Bein oder der Fuß von Allah ist, darf ich dann diese Hand um einen Segen oder so bitten? Weil ist die Hand, entweder ist sie ja Allah, also ist sie Gott, ja, oder halt nicht. Ich meine, weil wenn ich das, dann kann ich ja irgendwie Gott teilen, weil die Hand ist ja, also ich verstehe es nicht. Leute, like mal den Stream bitte auf 20k. Warte. Anwar sagt, nächstes ihm gleich. Das habe ich doch gar nicht negiert, dass das im Koran steht. Aber die Frage ist doch, bleibt doch dann immer noch bestehen. Dürfte ich dann sagen, oh, nichts und niemand ähnliche Hand von Gott, bitte schenke. Also, ich verstehe es nicht. Dürfte ich das denn? Weil entweder ist ja die Hand, ist sie Gott oder sie ist nicht Gott. Ist egal, ob die Hand jetzt menschengleich ist oder nicht. Das ist völlig egal. Kann auch eine fünfdimensionale Hand sein. Wegen meiner. Alles ist symbolisch gemeint. Ja, dann sagt Atabari etc., die sagen zu dem, man soll mit dir weiter nicht diskutieren, weil man ein Jahil ist. Oder du kennst doch die Überlieferung, dass Allah joggen geht. Ne, wenn du auf Allah zuläufst, läuft Allah dir entgegen. Ibn Taymiyyah schreibt in seinem Buch über diesen Hadith, weil ich habe mir die Erklärung von Ibn Taymiyyah geholt. Ibn Taymiyyah sagt, man muss das wörtlich nehmen. Also Allahs Joggen ist nicht metaphorisch gemeint, man muss das wörtlich nehmen, schreibt selbst Ibn Taymiyyah. Und du weißt, Ibn Taymiyyah ist der Dings, der Gelehrte der ganzen Salafis.
Ja, Allah geht joggen. Und Ibn Taymiyyah sagt, das muss man wörtlich nehmen. Das haben Bukhari und Muslim überliefert, beide. Ach so, Ibn Taymiyyah, also du hast den Islam besser verstanden als Ibn Taymiyyah, sehr gut. Ibn Taymiyyah ist kein Ahlul Sunnah. Der Schiite, Bruder. Das habe ich auch noch nie gehört. Der ist nicht Ahlul Sunnah. Der heißt ja nicht Sheikhul Islam, ne? Der heißt Sheikhul Daif Islam. Weißt du, was Ibn Taymiyyah falsch gemacht hat, Bruder? Als er sein Buch geschrieben hat, hat er vergessen, die TikTok-Muslime zu fragen. Das stimmt. Er hätte davor das leiden ihn, müssen. Ja, das ist das Problem aller Gelehrten. Bukhari, Muslim, sie haben leider alle vergessen, die TikTok-Muslime um Erlaubnis zu fragen, was sie schreiben sollen. Vielleicht müssen wir einen neuen Koran fragen mit Erläuterung der TikTok-Muslime. Und da schreibst du so rein, Tafsir TikTok-Muslim. Alles ist daif, der Koran ist daif, alles ist nicht authentisch. Bukhari-Muslim haben keine Ahnung. Ibn Taymiyyah war Schiite und Oban der Zweite benutzt nur schiitische Quellen und ist ein Lügner. Man obwohl er alles beweist, was er sagt. Boah, man müsste mal so diese ganzen Aussagen von Joker, von diesen ganzen Dauergandisten müsste man mal so nehmen und dann da so eigene Tafsire schreiben und dann immer mit Quellenangabe, Joker, so und so und so weiter. Das wäre wirklich wild. Und Urban ist ein Jahil, genau. Dann kannst du so schreiben bei der Kreuzigung, es erschien ihn nur so. Tauhid hat ja gesagt, es erschien vielleicht den Aposteln so, das heißt, dann sagen wir einfach, es erschien ihnen so, Allah hat die Apostel selber alle getäuscht. Ach ja. Genau, und Urban ist der größte Jahil, der seit einem Jahr streamt und noch nie in seinem Live widerlegt wurde, außer dass Müslis hier flüchten. Ne, und das kann ich vor 105 Zuschauern hier offen sagen, weil es ist einfach so. Meine Fragen wurden bis heute nicht beantwortet. Warum Ibn Taymiyyah sagt, man muss das wörtlich nehmen, dass Allah joggt? Bitte, kommt, klärt mich auf. Außer Fake-Videos, ja, das könnt ihr von mir schneiden. Aber wie gesagt, wo sind eure Dauerleute? Jeder sagt, debattier mal den. Ja, aber warum kommen die nicht her? Ich will die doch alle debattieren. Bitte, mein Kanal ist offen. Ich debattiere alleine. Anwar ist, glaube ich, der Meinung, dass Menschen und Tiere gleichrangig sind, weil er sagt, wo ist ein Unterschied, wenn Gott in eine Kuh oder in einen Mensch inkarniert? Ja, Bruder, weißt du, warum er das sagt? Weil Mohammed zu SCX-Fragen zu seinem Esel gegangen ist und seinen Esel gefragt hat. Bei SCX-Fragen. Kein Spaß. Ja, Bruder, sag doch nicht sowas. Ja, wirklich. Mann, das ist so. Das ist so. Er ist zu seinem Esel gegangen, hat mit seinem Esel gesprochen, hat sogar Offenbarung von seinem Esel bekommen. Da musst du ihn fragen, war Allah in dem Esel oder nicht? Ich weine gleich, ja. Ja, Leute, bitte. Deswegen könnt ihr sagen, Allah war sogar in einem Tier. Von wem hat er sonst die Offenbarung? Wie konnte er Offenbarung von einem Esel bekommen? Oder sie haben alles bei ihnen. Du findest alles in diesen Hadithen. Ja, so, komm hoch und debattiert mit mir über das Thema. Verein, du meinst der Jafur, das ist der Esel von Dingsa, der hat mit ihm gesprochen. Jafur. Ja, seht ihr Leute? Habe ich gesagt? Danke, Shikario, danke. Von Mohammed. Ja, das ist ja nur, weißt du, das Problem ist bei diesen Vollpfosten, die da unten, die da schreiben, dieser einer wie Anwar, der schreibt, pass mal auf, mein Junge, dein. Mohammed, was er alles gemacht hat, wenn du darüber gelesen hast in den ganzen Ahadithen, dann wirst du gar nicht mehr hier erscheinen, erstmal das, weißt du? Und außerdem, wenn du sagst, es ist, ob der jetzt hier in ein Tier oder ein Mensch, wieso? Dein Gott ist doch in ein Baum erschienen. Dein Gott ist in einen Berg erschienen. Ja, also das ist Gott und dein Berg zu Musa. Hinama dhahara li Musa ala shakli shajara. Ja, also wenn du Arabisch kannst, dann komm bitte hoch und dann lass mal uns mal ein paar Wörtchen reden, dann weißt du, wo du hingehörst. So, also wenn dein Gott als in Götzen da, als Baum erschien zu Musa, dann kann er auch dein Gott als Esel erschienen für Mohammed, weißt du? Das ist Dings da hier, dein Problem.
Ja. Du bleibst einfach. Was jetzt? Weißt du, das Einzige, guck mal, er zeigt dir ein Schwein, guck mal, der zeigt dir ein Schwein. Ich sag dir eine Sache. Weißt du, der einzige Geschöpf auf dieser Erde, der eigentlich sagt, Gott sei Dank für den Islam, ist eigentlich dein Schwein. Ja, Verstehst du? Das ist der einzige Geschöpf, der einfach dankbar ist für den Islam. Weil der ist der Einzige, der ihn einfach in Ruhe gelassen haben. Verstehst der du? Der war gut, ey. Der war gut, der war gut. Das ist ja. Leute, macht mal die 30k bitte voll. Macht mal die 30k voll, Leute. Genau. Die haben, also der ist der einzige Dankbare für den Religion, ist der Schwein bei euch. Der einzige dankbare Geschöpf auf dieser Erde ist der Schwein. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Sie haben ja zum Beispiel Kamelfleisch, ist ja sogar jetzt Sunna geworden, ist aber nicht koscher. Das heißt, wenn Hamdi hat sich ja zum Beispiel hingesagt und meinte, ich esse genauso wie Jesus gegessen hat. Hä? Seit wann essen Muslime koscher? Nee, weil Kamele sind Djinn. Weil in den Kamele sind einfach die Djinn, weißt du? Deswegen sind die damals Halal und Haram und jeder streitet sich. Einer sagt Halal, einer sagt Haram, einer ist koscher, einer ist nicht koscher. Die wissen selber nicht. Ihre ganze Religion ist einfach, weißt du, einfach eine irrelevante einfach Religion. Das ist ja keine Religion, das ist einfach der Teufelsreligion, weißt du? Ich wollte eigentlich mit irgendeiner, der ein bisschen was reden kann, weißt du, fragen, eine Frage stellen, einfach irgendein Muslim. Anwar, wo ist er denn, diese Pfosten da? Ja, Bruder, nicht beleidigen, nicht aufs gleiche Niveau. Auch wenn er das. Das Problem, die sind ja so, da kannst du ja nichts anderes sagen, weil die verstehen ja sowieso nicht. Du zeigst denn einen Vers vom Koran, du zeigst Tafsir dazu und er leugnet immer noch. Was willst du denn hier? Kalim Allah oder wie der heißt da, wo ist er? Der ist einfach verschwunden. Kalima. Leute, ich mach die Kommentare bei 40k an, ja? Like mal bitte, wir sind über 100 Leute, das geht sehr schnell. Like bitte den Stream hoch. Und ich möchte mal was fragen, ne? Die sagen, Schwein ist haram, aber sie dürfen Abtrünnige essen, Shikario. Sie dürfen einfach Menschen essen. Bei ihnen ist Menschenfleisch halal, aber Schwein ist haram. Das ist krank, ja, natürlich. Das ist Satanismus, das hat nichts mit Gott zu tun. Deswegen hab ich dir gesagt, das einzige Geschöpf, der einfach dankbar ist für den Islam, ist der Schwein, weil der ist der einzige Geschöpf, der von ihren Händen einfach in Frieden leben kann, verstehst du? Alle anderen sind die allerdings da, ja. Ihre Frauen dürfen sie essen, die Hunde? Hunde, die, schwarze, guck mal, schwarze Hunde werden auch einen Kopf kürzer gemacht. Nee, schwarze Hunde ist der Teufel, sagt Mohammed. Ja, deswegen, also deswegen hat er die ja auch alle umbringen lassen. Und das Geilste ist dazu, das Geilste ist, die Frauen würden verglichen mit schwarze Hunde, ja, und mit Scheiße verglichen, also mit Kacke, so. Verstehst du? Das ist ja das Problem. Und dass die Frauen noch dieses Religion verteidigen, das ist das mir ein Rätsel, verstehst du? Die haben in den Islam null, null, null. Also die haben gar nichts in den Islam irgendwie was zu lachen, verstehst du? Und trotzdem verteidigen sie diese Teufelsreligion, verstehst du? Sie werden geschlagen, sie werden misshandelt, sie haben ja gar nichts zu sagen in den Islam. Ihre Wort zählt gar nichts. Von Erbe kriegen sie Tilt davon, verstehst du? Sie haben nichts, nichts, verstehst du? Und trotzdem verteidigen sie diese Religion. Und die Frage ist, wieso? Weißt du, wieso? Ich kann dir sagen, wieso. Weil die hier in Europa leben und sie haben den richtigen Islam nicht erlebt. Wenn die in Afghanistan leben würden, weißt du, oder Pakistan leben würden, dann möchte ich mal sehen, dass sie den Islam verteidigen würden, weißt du? Das möchte ich mal sehen. Das die fällt Frauen hauen da ab. Bitte? Das fällt auch auf bei diesen ganzen Konvertiten, die damals zu Daesh gegangen sind. Die sind ja jetzt alle wieder hier teilweise und haben dann gesagt, oh Deutschland, bitte rette mich, bitte rette mich, bitte rette mich. Warum? Naja, und an die Jugendliche hier, die, wenn die den Islam so toll finden, wieso leben sie einfach in diesem Kuffarland? Die sollen doch noch hier, der Biste, die leben doch nach Scharia. Geht noch nach Afghanistan, die leben noch nach der Scharia. Was sucht ihr denn hier? Da ist doch wunderschön. Da könnt ihr gerne da leben und lasst euch in Saus und Raus da weiterentwickeln. Ist doch alles so schön da. Ach, Bruder, ich bin immer auf arabische Streams. Und da diskutiere ich mit den ganzen Leuten, weißt du?
Ja, wenigstens die Araber, die da, also die sind auch alle erwachsen, das sind ja keine Kinder, so wie hier in Streams, weißt du, so immer 18, 20, 17 oder was, die haben keine Ahnung. Wenn du hier diskutierst, ja, zeig mir, welche Dings da hier, zeigst du den Vers hin und her. Da er auf arabische Stream, die kennen schon die Ahadithe, weißt du? Also wenn ein Moslem kommt und der will verteidigen, er weiß ganz genau, wenn du ihm einen Satz sagst, zum Beispiel das und das, der weiß ganz genau. Wenn du sagst, okay, lese mal diese Hadith, der weiß ganz genau, wovon er spricht. Der kann dir nicht sagen, nein, das ist nicht sahih und zeig mal hier, ist das sahih oder nicht sahih, der weiß ganz genau, dass es sahih ist und hin und her. Wie der andere, der ja gerade in Dings da hier sagt, dazu dir, Ibn Taymiyyah ist kein Sunnite, weißt du, so. Der Da sagt, könnte, Ibn Taymiyyah gehört nicht zu Ahlus-Sunna. Ich habe mich kaputt gelacht. Genau, dass er nicht Sunni ist. Da könntest du deinen Kopf gegen eine Wand hauen, weißt du, also Ehrlich? wenn, und der will den Koran verteidigen und den Islam verteidigen. Also, weißt du, so eine Leute, was willst du mit denen denn unterhalten? Was willst du so, kannst du einen Esel neben dir stellen und jeden Tag mit ihm stundenlang reden? Würde er dich verstehen? Der würde auch nicht verstehen. So genau sind so eine Leute. Der hat noch nie seinen Koran gelesen. Geschweige von sehr verstanden. Weißt du? Das ist das Problem. Das ist der wichtigste Punkt. Nicht nur lesen, du sollst auch da verstehen. Und die meisten, die da verteidigen, sind alle Türken, Albaner, irgendwelche Osteuropäer oder sonst irgendwas, die einfach diese Religion, die haben noch nie Arabisch gesehen in ihrem Leben. Sie haben den Arabisch noch nie verstanden. So, wenn du den Koran liest, da gibt es doch einen Befehl. Du sollst den Koran auf Arabisch lesen und verstehen. Wieso lesen die denn auf Deutsch? Das ist Haram, Bruder, Haram. Du sollst den auf Arabisch lesen. So, und dann liest du den auf Arabisch, da siehst du ganz genau, was auf Arabisch gemeint ist. Weil das alles auf Englisch und auf Deutsch ist Sicaro, alles verschönert. Sicaro, du mit der großen Klappe, Mann. Hör zu. Du halt dein Du Mund, willst rede mal ganz debattieren, dann normal. habe ich mal gegen Hallo, wir haben hier Murat, wir haben Lag hier du mit deinem Hamdi, Sitzung. warte, mit dieser Hamdi-Gequatsche da, diese kleine Kind da hinten, dieser Hamdi, der zwei Worte nicht mal reden kann. So, ich war da bei denen, weißt du, ich habe versucht da ranzukommen, die haben mich gar nicht reingelassen. Ich habe als Anfrage gestellt, weißt du, die haben mich da unten warten lassen, die haben mich nicht mal angenommen. Ich habe da ein paar Kommentare geschrieben, die haben mich genau gestummt. Da Bruder konnte ich gar nicht mehr schreiben. Sicario, guck mal, Bruder, Sie debattieren mich nicht mit Leuten, die Arabisch können. Auch Babu Ex-Muslim wollte mit Ihnen debattieren. Ahmad Ex-Muslim will mit Ihnen debattieren. Sie Ich war debattieren doch mit nicht Babo mit da, Leuten. die sind, guck mal, Großer, die suchen sich immer so einen Idioten, weißt du, die um sich Ich sammeln, weiß. die nie Ich lesen weiß. können, die nie Ja. richtig irgendwie verstehen und dann sagen sie nur, oh, echt, guck mal, der hat so viel Wissen, der Typ hat null Wissen, der verarscht sie von vorne bis nach hinten, der holt dir eine Sura, ich habe noch ein bisschen beobachtet, der holt dir eine Sura von da und dann wieder von Ja. woanders und dann wieder woanders und schmeißt sie den zusammen, weißt du, damit einen Sinn Ja. hat. Der hat überhaupt gar Ja, keinen Sinn. Und die Shikari, Leute, oh. der Hamdi hat mit Elia Nathan debattiert auf TikTok vor ein paar Tagen. Das Video ist drin. Hamdi ist geflüchtet. Weißt du, was der für ein Tafsir gebracht hat zur Erklärung? Ein Israelit, ein nicht anerkannt. Du weißt, was Israelit sind, Ja, ne? ich Werden weiß. nicht Sie sagen anerkannt. Israeliert. Ja. Er wollte damit sein Islam verteidigen und der Bruder wusste das. Der war sehr stark. Und hat ihn dann offen exposed, dass er eine falsche Erklärung bringt, und er ist aus dem Live abgehauen. Und Na trotzdem klar, wird er die kennen gefeiert, dich. ne? Guck Trotzdem mal, wird er gefeiert, das Wahnsinn. ist doch das Problem. Genau das ist das Problem. Deswegen habe ich auch keine Lust, immer auch mit diesen kleinen Kindern zu diskutieren, Nein, nein, weil nein. die haben selber keine Ahnung. Die sollen mal endlich mal hingehen und ihre Koran richtig mal lesen, weißt du, und anstatt zu sagen, hier lügen, mal lügen, geh, lies doch den Koran, Ja, hol mal ja. deine Ahadith. Lies doch mal und guck mal, ob man lügt oder nicht. Wenn man dann lügt, dann komm und sag, pass mal auf, hier hast du Ja. gelogen, so sieht es aus, wieso erzählst du anders? Verstehst du? So, aber diskutier mal wie ein Mensch. Verstehst du? Komm, setz dich mal hin und sag, pass mal auf, eins, zwei, drei, ich zeig dir eins, zwei, drei und dann seh mal, wer recht hat und wer nicht. Verstehst Shikare, du? Sie wissen, dass Sie lügen. Und wenn Sie normal debattieren würden, normal anständig, dann werden Ihre ganzen Lügen exposed. Schreien, beleidigen, stumm, kicken. Das ist denn Ihre Taktik. Das machen Sie mit jedem. Aber lass uns bitte nicht über so unwichtige Menschen reden, weil wir reden mit Menschen, wo es Hoffnung gibt. Wir haben Aslan, einen hi. Gast. Wir haben einen Gast. Gottes Segen. Assalamu alaikum, Arif. Aslan, hallo. Aleikum salam. Wie geht's? Du bist hochgekommen, hast deine Frage? Nein, ich habe nur eine Frage. Ist es in Ordnung, dass sie hier live geht und den ganzen Tag über eine andere Religion so schlecht redet? Ist es in Ja. Ordnung? Ja, es ist Aslan, in Aslan, guck Ordnung. mal, ich antworte Okay. dir. Guck mal, wir reden Ja. nicht schlecht. Wir lesen von dem Koran und von Tafsir. Wenn du Ja. das als schlecht findest,
dann musst du dein Koran und Tafasir wegschmeißen. Wir bringen nicht Sachen von uns hier. Guck mal, ja, du bist ein vernünftiger Mensch, wie ich von deiner Stimme höre. Du bist ganz ruhig, du kannst dich unterhalten. Guck mal, wenn ich eine Sura bringe, قاتلوا الذين لا يؤمنون بيوم الله ولا الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب, ja? إلا أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Was heißt denn diese Ayah? Ich weiß es gar nicht. Das heißt, du sollst die Ungläubige töten von Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab sind die Christen und die Juden, verstehst du? Es sei denn, die zahlen Jizya, ja, und die sind ja auch gedemütigt, mit den Jizya zu zahlen, weil Gott so will. Wieso will Gott die Leute töten, weißt du, die nicht an ihn glauben? Wenn du ein großartiger Gott, wieso hast du diese Leute dann erschaffen, wenn du die töten solltest? Was hat das für einen Sinn? Hast du dich warum, haben dann die, warum haben dann die Osmanen nicht alle Christen und Juden getötet? Erstmal, man stellt sich erstmal vor, weißt du, das ist unhöflich, dass du da so redest. Zweitens, die Osmanen haben schon genug Leute umgebracht. Die haben die Armenier umgebracht, die Aramäer umgebracht, die haben genug schon Kurden geschlachtet, also die haben schon genug getan, weißt du? Ganz also kurz. Dina Alas, warte mal bitte, wir reden erst mit Aslan und dann mit du, sonst gibt es hier ein Chaos. Ja? Aslan, willst du dich ja dazu äußern? Guck mal, ich hab jetzt zugehört, jetzt lass mich mal bitte reden, okay? Ja, rede. Erstens, guck mal, ich habe mal in der Bibel selber was gelesen, dass man die Ungläubigen töten soll. Wo steht das, Aslan? Stimmt wenn nicht, du was, warte, mal, wenn du was sagst, bring den Punkt. Wenn du was sagst, bring mir den Vers. Guck keine mal, Philosophie. Lass mich doch ausreden. Jetzt lass dir mich nicht ausreden. Nein, du darfst nichts Falsches über meine Bibel sagen. Das gefällt mir nicht. Nein, du sagst nichts Falsches. Lass ihn ausreden. Nee, warte doch mal, lass ihn ausreden. Guck mal, Aslan. Guck mal, was habe ich denn gemacht erstmal, wo ich mit dir geredet habe? Ich habe erstmal eine Sura gebracht vom Koran. Und wir haben über diese Sura geredet. Wenn du sagst, ich habe über den Bibel was gelesen, der soll mal die Leute umbringen, dann bring mal den Vers von der Bibel und sag pass mal dir, auf, hier steht. Nein, pass mal auf, dann bringst du den Vers, was du gelesen okay, hast, von der Bibel. Ich sag's dir, ja, ich sag's dir. Bitte schön, gerne. Gerne, mein Lieber, komm. Ich sag's dir gut. Wenn du auf Suche in YouTube schreibst, Koran oder Bibel, dann kommt das, wie zum Beispiel, da wird Frage gestellt in der Stadt, tötet die Ungläubigen, dann fragen die in Deutschland Bibel oder Koran, dann sagen die alle Koran und dann heißt, und dann wird die richtige Antwort doch Bibel, dann geht jeder mein in den Kopf. Das ist eine Verarschung, glaub es mir. Das war, guck mal, und außerdem, guck mal, Aslan, ich sag dir nur eine Sache zu deiner Information, weil du, wenn du nächstes Mal über, also so redest, dann musst du wissen, über was du redest. Guck mal, in der Bibel, es gibt Alttestament, Neutestament. Hallo. Weißt du, was der an die Christen, wieso heißen sie den Christen? Weil die Jesus Christus folgen, verstehst du? Das heißt, wir glauben an den Neuen Testament. Weißt du, was Neue Testament ist, Aslan? Der Neue Testament ist, seit Jesus gekommen ist, wir Christen glauben an den Neuen Testament. Weißt du, wir akzeptieren das Alte Testament, wir folgen ihm, aber für uns zählt das Neue Testament. Das ist ja Jesus Dings da. Dann zeig mir bitte von dem Neuen Testament. Wenn du mit einem Christen diskutierst, musst du ihn von dem Neuen Testament rausholen. Du kannst auch von dem Alten Testament holen, wir können ja darüber antworten, ist ja kein Problem. Aber für uns Christen, deswegen heißen wir Christen, verstehst du? Und nicht Mosisten oder sonst irgendwas. Wenn du Alte Testament und Taurat machst, dann musst du den zu den Juden gehen und kannst du mit denen diskutieren. Wenn du was fragen willst über den Christentum, über Dings da hier, dann komm und sag, pass mal auf, im Neue Testament steht so. Wieso steht denn so, weißt du? Aber wenn du einen Vers bringst, zum Beispiel von Alt Testament, wir können dir antworten, ist kein Problem. Es war damals ganz anders. Wir glauben, wo Jesus gekommen ist, hat sich alles geändert, verstehst du? So, ich kann auch nicht zu dir kommen und sag, pass mal auf, wieso hat denn Mohammed damals Allat wal Izza zum Beispiel, der Gott sind angebetet? Sei du mal ruhig, ich rede gerade mit Aslan. So, Aslan, ich komme nicht zu dir und sag, pass mal auf, dann grüße ich sag zu den, sei ruhig, kick ihn bitte raus, der mit dem kann man, da siehst du schon, mit dem kann man nicht reden, weißt du? Lass aber Bruder, ich bin dir ehrlich, ich habe ganz kurz nicht fertig geredet, jetzt hast du viel mehr geredet wie ich. Nein, ich sag dir wieso, wo du rankommst, wenn du mir eine Beweise bringst, dann musst du auch die richtige Beweise bringen. Lass mich doch reden, bitte. Bitteschön.
Leute, like den Stream auf 50k. Lass mich doch, bin schon fertig. Du hast ja gemeint, dass die Osmanen Kinder getötet haben und so weiter. Ich habe mal jetzt nur eine Frage an dich, nur ja-nein antworten. Wer war der Gründer von Osmanen und wer war der letzte Sultan? Kannst du die Fragen beantworten? Ahmed, Sultan Ahmed war der. Nein, stimmt nicht. Sultan Osman war der erste Sultan und der letzte war Vahdettin. Vor ihm war Abdulhamid. Also kennst du dich mit Osmanen nicht so gut? Nein. Du hast gesagt, wer hat denn da? Die Osmanen hatten sogar ein Gesetz, die dürfen Frauen und Kinder nicht töten und die haben die christlichen Kinder zu sich genommen und als Prinz erzogen. Das stimmt. Richtig. Sultan Abdulhamid, die haben doch 400 Jahre die ganze arabische Welt erobert. Abdulhamid, ja. Die haben 400 Jahre. Und die Araber haben sogar zum Schluss gegen die Dings da hier gekämpft, weil die haben die richtig misshandelt. Und sie haben auch gesagt. Ein Hadith wegen Istanbul und das Hadith hat auch gestimmt. Da gibt es sogar ein Hadith, da heißt es von unserem Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Istanbul wird irgendwann erobert von einem Moslem. Wie schön ist dieser Kommandant, wie schön ist diese Armee. Und dieser Hadith, ja, aber das ist falsch. Von daher kommt auch meine Skal 1453. Okay, und daher kommt auch meine Skal 1453. Ihr redet immer und schlägt, Aslan, aber schaut mal Aslan, eure eigene und da steht, katholische Aslan, Fahrer, jeden Tag mit... Aslan, und in diesen Überlieferungen steht, wenn Konstantinopel erobert wird, wird der jüngste Tag eintreten. Das ist nicht passiert. Das war eine absolut falsche Prophezeiung. Er ist selbst rausgegangen. Ich habe ihn nicht gekickt. So, Dina Alas, bitteschön. Du kannst jetzt offen reden. Was sagen wir? Ja, also hört mir zu, mein lieben Geschwister. Und zwar, ich habe mal eine Frage. Ihr sagt die ganze Zeit, dass der Islam die Ungläubigen und die Untrünnigen und die Andersgläubigen befiehlt zu töten, richtig? Du kannst sogar Muhtadin essen. Selbst Muhtad darfst du essen. Okay, dann habe ich mal eine Frage an dich. Als der geliebte Prophet, der letzte Gesandte, der als Barmherzigkeit für die gesamten Völker und Menschheit gekommen ist und Mekka zurückerobert hat, die Eroberung von Mekka, wie viele Leute wurden da aufgegessen von den Muslimen? Wie viele Leute wurden da getötet, weil die ungläubig waren? Sag mir mal bitte die Zahl. Wenn du so gut Bescheid weißt über die Geschichte. Ja, sag ich dir. Ja, dann sag mal bitte. Und zwar, als er den Stamm der Benu Quraysh angegriffen hat, die absolut friedlich waren. Sie waren am Feld am Arbeiten. Friedliche Menschen waren das. Hat der Mann der Barmherzigkeit 600 bis 800 Juden einen Kopf kürzer gemacht. Ich frage nicht über Juden oder über die von Korea. Ich frage, als er Mekka erobert hat, eine Millionenstadt, als Ach, er Mekka eingenommen hat. Warte mal. Ganz kurz. Als er Mekka eingenommen hat, wie viele Menschen haben die da aufgefressen, die keine Muslime waren? Und wie viele Menschen haben die da getötet? Sag mir das mal bitte. Okay, das sind von. Okay. Also erstens, ich würde wissen gerne, wo Mekka eine Millionenstadt ist. Bring mal gerne dafür den Beweis. Zweite Sache ist, das mit dem Mutadin essen und so weiter, das bezieht sich im Dschihad auf bestimmte Verse. Heißt jetzt nicht, dass du es generell machen solltest, aber es ist so. Nach einer Fatwa von der Al-Azhar-Universität, kannst du ja selber nachgucken, haben die sich ja auch im ägyptischen Fernsehen drüber... Ich wusste gar nicht, dass du Islam studiert hast, Kollege. Was hat das mit Islam studiert zu tun? Abi Shuja. Und das wird in Al-Azhar auch gelehrt eigentlich, wenn du Al-Azhar studierst. Ach so, okay. Mashallah, ihr habt ja richtig Ahnung. Ja, natürlich haben wir Ahnung, im Gegensatz zu dir. Sollen wir das Buch aufschlagen? Du hast aber ja gar warte, lenk doch jetzt nicht vom Thema ab, Kollegen. Ich habe euch eine Frage gestellt. Warum gibt es keine Antwort? Bevor ich dir komplett antworte. Okay, dann gib mal die Antwort. So. Jetzt hast du gefragt, wie viele wurden umgebracht. Dort wurde der ganze Stamm, der Banu Quraysh, wurde umgebracht. Lüge. Stimmt das Lüge. Nicht? Nein, zeig mir den Beweis. Danke, dass du da warst. Es gibt sogar einen Hadith, wo ein Überlebender sagt, dass sie die angeguckt haben, ob die Schambehaarung hatten die Schambehaarung Kopf ab. Ich weiß schon, was er will. Wo Mohammed Makkah wieder erobert hat,
da haben sie ihn einfach reingelassen. Weißt du, in Friedlich, der ist reingekommen, da waren noch paar Hunderte, das waren nicht mal paar Hunderte so, weißt du, erstmal das. Zweitens, der hat gesagt, der hat drei Leute befohlen zu töten, hat er gesagt, wa in ta'allaqu bi athqafi al-Ka'ba. Also das hat gesagt, auch wenn diese drei Leute sich an den Kaaba, also an den Kaaba sich anhalten, die sollten diese drei Leute umbringen, weil die haben an ihn ein bisschen schlecht geredet über ihn, weißt du so. Und zwei davon waren sogar Dings hier, wie heißen die nochmal? Jawari, wie heißt das nochmal? Jawari, also Dings da hier, dass sie gegen, der wurden die befohlen, dass sie einfach gegen Muhammad das sagen. Der hatte sie umbringen lassen. Aber die anderen, also die Makiten, die haben gegen ihn gar nicht gekämpft. Der ist reingekommen, haben sie ihn einfach okay gesagt, da ist er reingekommen, hat er gesagt, okay. Der hat es erobert, also übernommen und fertig war's, verstehst du? Aber diese drei Leute hat er die nicht mal verziehen. Und damals, in den arabischen Zeiten damals, wenn jemand zu den Mekka gegangen ist, also zu Kaaba, und hat sich an den Kaaba festgehalten, dann wurde ihm verziehen. Also okay, dann hat man, egal was er gemacht hat, hat ihm verziehen. Sogar das hat er gebrochen, Muhammad, weißt du? Hat er diese drei Leute befohlen zu töten, obwohl sie in den Asfarul Kaaba, der hat sie auf Kaaba festgehalten und trotzdem hat er sie umgebracht. Verstehst du? Das meint er. Wie viele Leute hat er dann umgebracht? Ja, wenn die gegen ihn nicht gekämpft haben, wieso soll er die denn einfach umbringen? Weil das war sein Qaum. Das war seine Leute. Verstehst du? Die ihn einfach damals auch unterstützt. Abi Jahl zum Beispiel, wo er sagt, Abu Jahl. Kannst du doch Abu Jahl, ne? Verein? Hast du schon mal gehört? Ja, ja. Abu Jahl. Ja, ja. So, es gibt sogar Ayah gegen ihn. Diese Abu Jahl hat sogar Muhammad damals sogar unterstützt, wo seine eigenen Leute gegen ihn aufgestanden sind. Da hat dieser Abu Jahl, sein Onkel Abu Jahl, hat ihn unterstützt. Das musst du dir mal vorstellen. Und trotzdessen hat er gegen ihn danach irgendwann mal diese Sura aufgehört im Koran. Wir haben einen neuen Bitte. Jo, hallo. Und zwar, da haben wir schon mal den ersten Fehler. Erstens, der Abu Jahl war nicht der Onkel von dem Propheten, sondern Abu Lahab. Das ist schon mal... Abu Lahab, Afwan. Okay, es tut mir leid, Abu Lahab, nicht Abu Jahl. Abu Jahl war diese Abu al-Hakam. Mazbut, hast du recht. Ich entschuldige mich, habe ich verwechselt. Nicht Abu Jahl, sondern Abu al-Hakam heißt der auch eigentlich. Eigentlich heißt der Abu al-Hakam, jetzt haben sie ihn Abu Jahl genannt. Der andere ist Abu Lahab. Mazbut, Abu Lahab, nicht Abu Jahl. Abu Lahab. Ja, so. Und... zu der Eroberung, Mohammed, ihr redet die ganze Zeit von der Eroberung von Mekka. Die Frage der Fragen ist jetzt, Mohammed, wie wurde er auch mit freundlich von Mekka getrieben? Der wurde nie vertrieben von Mekka. Guck mal, der hat 13 Jahre lang da gelebt. Wenn er vertrieben wurde, der hat doch den Islam versucht zu verbreitern. Keiner hat ihnen zugehört. Weil damals haben viele Leute da gelebt. Da haben Leute Götzen angebetet, da waren Christen da, da waren Juden da. Also keiner hat sich interessiert dafür, für seine Religion. Also der wurde nicht so wie erzählt. Wenn du die Sünder und die ganze Hadith liest, dann siehst du schon zum Beispiel, dass er überhaupt gar nicht vertrieben. Der ist selber rausgegangen, weißt du, der ist zu Medina gegangen und hat sich die Sa'alik zur Seite genommen und dann wurde dann stark. Aber vertrieben, wenn er vertrieben wurde, dann hätten sie ihn schon längst umgebracht. Wenn du so auf deiner Meinung bist, dass er wirklich, wie die erzählen hier, diese ganze Sheikh und Hajjis, die euch alles Lügen verbreiten, lies mal zum Beispiel, lies mal die Sirat ibn Hisham. Wenn du liest Sirat ibn Hisham, ja, und das ist der, du weißt, wer ibn Hisham ist, glaube ich, Isa, ne? Okay, weißt du, wer ibn Hisham ist? Lies doch Sirat ibn Hisham, dann verstehst du die ganze Geschichte, wie das war. Der wurde nie vertrieben. Und wie gesagt, der wurde nie vertrieben, der ist ja selber rausgegangen und ist zu Medina gegangen, verstehst du? Der war in Mekka und dann wurde zu Medina weggegangen. Also wenn er vertrieben wurde, dann hätten sie ihn gegen ihn gekämpft oder so. Hast du gehört, dass sie gegen ihn gekämpft und haben sie ihn geschlagen oder irgendwas getan haben? Nein. Und das sagt, ja, wie konnten sie nicht? Der hätten sie ihn platt gemacht, wenn die wollten. Nein. Weil du sagst, die haben ihn vertrieben. Keiner hat ihn vertrieben, mein Lieber. Lies, doch, die haben ihn vertrieben. Die Ahadisse sind wichtiger als dem Gelehrte oder sonst irgendwas. Das ist die Ahadisse. Und die Ahadisse sagen dir ganz genau, was da drinnen steht. Okay. Lies mal und dann siehst du ganz genau. Ich habe dir gerade gesagt, welche. Ich sag dir nicht, guck mal, Ibn Hisham ist der Cousin von den Dings da hier. Und der hat schon die Hälfte den Koran Dings da hier bestätigt. Also das heißt, du weißt doch, wer Ibn Hisham ist.
Nee, wenn dir aber dieser Ibn Hisham diese ganzen Sachen erzählt. Warum gehst du jetzt nicht und kaufst das Buch von Ibn Hisham, der die Biografie von deinem Propheten Mohammed geschrieben hat? Weil dieser Ibn Hisham, der diese Biografie erzählt hat, von dem ihr da gerade redet, das ist Schwachsinn, das ist Lügerei. Warum ist das der Lügerei? Der hat mit Mohammed damals gelebt. Was heißt denn, ich glaube, dein Imam, warum der im Moschee mir Rede? Irgendwas Scheiße erzählt, oder ich glaube was jemanden, der... Denkst du, ein Moslem glaubt Ibn Hisham oder glaubt den Propheten oder glaubt den Koran? Von welchen drei würde ein Moslem... diese Gespräche hier sind so niveaulos und so dumm. Würde das akzeptieren? Also glaubst du was willst, lass ihn kurz. Okay, dann sagen wir mal, du glaubst nicht Ibn Hisham. Was willst du glauben jetzt zum Beispiel? Du sagst zum Beispiel entweder den Koran oder was willst du nochmal? Was hast du gesagt? Den Koran oder was hast du gesagt? Es gibt's jetzt für einen Moslem. Ich bin jetzt ein Moslem und jetzt kommt ein Ibn Hisham und erzählt eine Geschichte. Dann kommt der Prophet und erzählt Geschichte. Und dann kommt das der ist Koran überliefert, und erzählt mir eine Geschichte. Ja, Habibi, hör mal zu. Dieser Ibn Hisham hat überliefert über Mohammed. Der ist von seinem Wort. Warte mal, Überlieferung von Mohammed, direkt von ihm. Nicht von irgendjemand anderem. Dann bring uns jetzt eine Aussage von deinem Propheten, wo er sagt, er wurde vertrieben. Jalla, bring. Guck mal. Ich will mit Quelle kommen, aber ihr lässt mich doch gar nicht ausreden. So. Erstens, ihr sagt gerade, dass Mohammed freiwillig von Mekka rausgegangen ist. Er wurde nicht vertrieben und die Ungläubigen in diesem Zeitpunkt, die Götzendiener, wollten ihm nichts antun. Richtig? Richtig. Okay. Welcher normale Mensch geht erstmal von seinem Zuhause raus, ne, wenn niemand ihn vertreibt? Das macht kein normaler Mensch. Erstens. Natürlich. Okay? Natürlich. Zweitens, warte kurz. Ich wette dir, das alles, was du ja sagst, ne? Du kannst mir Ibn Hisham sagen, du kannst mir diesen Hadith holen, du kannst mir das holen. Der Punkt ist aber, es gibt's im Koran, das wurde beschrieben. Okay? Das was heißt, gibt es? Erzähl mir. Ja, das heißt, das, was du sagst, ich weiß ja nicht, warum du das alles so drehst und verwendest, keine Ahnung. Du drehst, sag mir den Vers, den Koran. Isa, jetzt bring den Vers. Bring den Vers im Koran. Was steht im Koran? So, welcher Vers? Da steht die Sure, wo die Ungläubigen den Propheten angreifen wollten zu Hause, sie wollten ihn umbringen, ne? Und dann ist der Prophet von seinem Haus rausgegangen, ne? Und die Ungläubigen in diesem Zeitpunkt standen vor dem Haus. Die haben weder gesehen, und Mohammed ist von seinem Haus rausgegangen. Die haben weder gesehen, wie Mohammed rausgegangen ist. Gar nichts, ne? Und Mohammed das heißt, Gott hat die in diesem Zeitpunkt blind gemacht, so zum Schlafen gebracht, dass die nichts bemerken, dass Mohammed rausgeht. Und Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, nimmt Sand, und legt den Sand auf jeden Kopf von diesen Ungläubigen. So. Dann, wo er weggegangen ist, mit kannst Abu du mir Bakr das, Siddiq, kannst du mir, warte mal, kannst du mir das zeigen, wo das steht? Kann ich reden. Nein, zeig doch mal zeigen. Fakten. Du redest irgendwelche 1001 Nacht. Du redest von 1001 Nacht, Alter. Wo sind denn die? Wo steht die da? Chikaria, warte mal bitte, warte mal. Er soll den Koran suchen nennen. Zeig ich dir, aber lass mich nur zu Ende reden. Rede. Und im Endeffekt, er ist da rausgegangen von zu Hause und hat halt seinen Sand gelegt und weiß was ich. Und dann ist er mit Abu Bakr in die Wüste geflüchtet, weil die wollten ihn umbringen. So, die Kuffars, also die Ungläubigen, die Götzendiener, sind in diesem Zeitpunkt dann aufgestanden und haben gemerkt, okay, Alter, die haben Sand auf ihren Köpfen. So, hey, von wo kommt dieser Sand jetzt her? So, egal. Und dann sind die reingegangen zu dem Haus von dem Propheten, wollten ihn umbringen, haben das Bett, also wer lag in diesem Bett in diesem Zeitpunkt? Sein Cousin Ali ibn Abu Talib. Okay? Ali. Okay, so. Und jetzt nenn uns bitte die Sure im Koran dazu. Wir wollen nachlesen. Okay, warte kurz. Oh
Oder? Der wird nicht, es gibt, ich habe den ganzen Koran ja, tausendmal gelesen. Das ist alles ein Fehler. Das ist schon mal gut, dass du den Koran tausendmal gelesen hast. Sag mir den Vers. Welche Sura? Du hast zu viel geredet. Ich wusste von Anfang an, da kommt nur dünnes Bei raus. Jetzt zeig bitte die Sura im Koran, bitte. Das ist gut, dass du den Koran tausendmal gelesen hast. Weil jetzt dann sag mir die Sura. Sag mir diese Sura. Sag mir diese Sura, bitte. Hol ich dir doch. Ja, dann mach mal. Chill. Hol ich dir. Die Ziege hat diese Sura gegessen, weißt du? Die existiert jetzt nicht mehr. Ziege hat diese Sura gegessen. Shikari, welchen Koran hast du gelesen? Weil in meinem Koran stand er nicht drin. Vielleicht gibt's den deswegen, in meinem Koran stand auch nicht drin, den ich gelesen habe. Ich weiß nicht, welcher Koran der gelesen hat, da wo drin steht. Also. 172 Zuschauer, Leute, bringt den Stream hoch, like den Stream auf 80.000 Likes, das kriegen wir schnell zusammen hin. Umso höher wir gehen, umso mehr Zuschauer bekommen wir, umso mehr Leute. Also der Bruder, der wird schon irgendwie ein paar Tage suchen würden, weißt du, oder ein paar Jahre suchen würden. Ich glaube nicht, dass er irgendwas findet. Bruder, das passiert gerade. Ja, genau. Ja, und das wird auch ein paar Jahre passieren, weil diese Sura existiert nirgendwo, ein Sura im Koran oder Ay im Koran, die sowas existiert überhaupt. Es gibt sowas überhaupt nicht. Diese 1001 Nachtgeschichten, da kann er irgendjemand anders erzählen. Weißt du? Und es ist ja diese Gequatsche da, was sie da alle erzählen. Shikari, das kommt bei raus. Warte, ich kenne die Geschichte, wo dann Ali da drin, die kenne ich aber aus Ahadith, aus Koran, mit dem Schlaf. Ahadith sagt er dir, die haben versucht, den damals umzubringen, dann hat er Ali da in seinem Bett geschlafen, damit er ihn nicht, dann ist er eher selber abgehauen. Wenn er so große und so mächtige Prophet und Gottes Segen hat, wieso haut er den ab? Wieso war er doch nicht? Dann lässt er so ein kleines Kind, weil Ali war noch ein Kind, lässt er ein kleines Kind für ihn schlachten. Stell dir vor, hätten sie einfach geschlachtet, ohne zu gucken, wer da drin ist. Verstehst du? Ja. Was ist das vom Prophet? Der lässt einfach seinen Cousin da, anstatt er da, damit die ihn schlachten oder was? Aber Shikari, das ist noch schlimmer, was er da sagt. Verstehst du? Wenn das stimmt, dann ist er noch schlimmer. Der lässt ein kleines Kind in sein Bett schlafen, damit ihn umlegen. Verstehst du? Das ist ja noch schlimmer. Shikari, wenn der Prophet die Macht hatte, den Mond zu spalten, warum ist er vor ein paar wilden Götzendienern geflüchtet? Du siehst doch, dass der Mond gespaltet ist. Wir haben doch zwei Monde da. Du weißt doch, ist alles. Ja, ich weiß, das sind die verschiedenen. Du siehst ja bloß Teile. Nein, manchmal ist Vollmond. Wenn die Erde sich dreht, da kommen die Teile wieder zusammen. Manchmal hast du Halbmond, dann ist wieder diese, was sich dann wieder trennt. Das trennt sich und geht zusammen, das weiß ich ja. Deswegen haben wir mal Halbmond, Vollmond und sowas, das weiß ich ja. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Aber wenn man die Kraft hat, den Mond zu spalten, warum flieht man da vor ein paar Götzendienern? Ach, wenn dir ich erzähle. Guck mal, die nehmen diese Koran, was sie in ihren Hand, und sie sagen, in dieser Koran wurde nicht verändert. Das ist von Gottes. Da wurde niemals ein Punkt geändert. Und da gibt es schon fast 39 Korane, die existieren. Hafs, Qalun, Najafi. Da gibt es 39 Korane. Und jeder Koran steht was anders. Verstehst du? Wenn du schon die meisten verbreitendsten, zum Beispiel Korane, Hafs und Dings da hier, wie ist nochmal an? Mein Kopf. Also die beiden Korane vergleichst, eine ist zum Beispiel in asiatische Seite, zum Beispiel wie Syrien und nach Osten da verteilt, und der andere ist zum Beispiel in Marokko, Dings da hier. Wenn du die vergleichst, da stehen so viele Gegensätze gegenseitig, da wird dir schon schwindelig. Shikari, weißt du, dass ich ein Buch habe von einem Gelehrten aus dem 10. Jahrhundert, Weißt du, was er schreibt, wie viele Koranversionen es im 10. Jahrhundert gab? Na, wie gesagt, 70 Koranversionen hatten die im 10. Jahrhundert, und er schreibt in seinem Buch, sie waren höher angesehen als die 7 anerkannten Lesearten. Guck mal, das Problem ist bei den Muslims, was sie nicht kapieren. Guck mal, das Problem ist bei diesen Muslims, was sie nicht kapieren, ist zum Beispiel,
dass der Koran, wo er geschrieben wurde, ja, der wurde zum Beispiel auf Altaramäisch geschrieben und nicht auf Arabisch, weil damals existierte keine arabische Sprache, also keine arabische Schrift. Verstehst du? Damals hat die halbe Welt Aramäisch geschrieben. Verstehst du? Weil da war wie jetzt zum Beispiel Englisch jetzt auf der Welt, so war die aramäische Sprache damals. Verstehst du? Die haben die da fast alle auf Aramäisch geschrieben. So, und da, wenn du zum der Beispiel Birmingham die älteste Koran, Koran ne? Genau, wenn du den liest, wenn du den siehst, der ist doch schon auf Aramäisch. Und der Koran war nicht gepumptet. Verstehst du? Der war nicht gepumptet. Gepumptet, wer hat denn ihn gepumptet damals? Al-Hajjaj und Abu Aswad al-Du'ali heißt der, der Koran gepumptet hat und dann auf diese arabische Sprache geschrieben hat. Und diese arabische Sprache hat die entwickelt damals, die Zeiten von Abbasin, die haben schon damals entwickelt, diese Schrift, der, wo die damals damit geschrieben wurde, weißt du? So, und davor zum Beispiel, wer hat denn die Korane verbrannt? Der erste Mensch, der Korane verbrannt hat, war doch Uthman. Verstehst du? Der hat doch die ganze Korane verbrannt. Und jetzt kommen sie und drehen sie hinter diese Salwan Mumike, dass er der Koran verbrennt und haben sie so tralala. Dann geht man und verklagt Osman. Der hat doch die erste Korane erstmal verbrannt. Wo bleibst du, Mensch? Die Sura konntest du nicht finden oder was? Musst du den ganzen Koran lesen? Isa, wo ist die Sura im Koran? Du hast doch nur 114 Suren, das ist so ganz schnell zu finden. Ey, weißt du, was das Problem ist? Sie gehen zu Imam, die Imam erzählen ihnen die schönsten Geschichten. So, die, ja. Ja, die Sure 36, 36,9. Und zwar, da geht das auch Sure, so, ihr habt ja was. Wie heißt die Sure? Yasin. Sure Yasin, yes. Ja, yes, da habt ihr ja gerade gesprochen von Ali, der hat in seinem Bett geschlafen. Was wäre, wenn die Kuffars, also die Ungläubigen, da reingegangen sind, die hätten nicht da hingeguckt und hätten ihn einfach umgebracht. Isa, warte mal, lass uns das, Isa, lass ganz mal kurz, Isa, bevor du redest, was ist lass das, uns die Koran Sure lesen. Prophet? Ja, ja. Ja, warte, nicht reden, du redest zu viel, lass mal die Koran Sure lesen. Ey, ihr legt irgendwelche Sachen, Geschichten und ich muss doch... Isa, du sagst zu mir Sure Yasin. Ich ja. Guck mal, Yasin, wal Quran wal Hakim, innaka liman al mursalin ala sirat al mustaqim. Innaka was? Innaka liman al mursalin. Li was? Liman. Lamina al Mursa, wo ist denn das? Ich kann nicht, warte mal, ich muss mal größer machen, meine Brille, warte. Lamina al Mursalin, innaka liman al Mursalin. Lamina al Mursalin, ala sarat al Mustaqim, warte, ich mach mal ein bisschen größer, dass ich lesen kann. Tadurru qawman man anzara aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqa al qawla ala aktharihim fahum la yu'minun. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لا إلا الأثقال فهم مقحون. Was denn? Zeig mal, welche Vers machst du denn? Mach ein bisschen größer. Und jetzt weiter, den nächsten Vers. Besser. إن جعلنا في أعناقهم den nächsten وجعلنا من بين أيديهم سدا وفي خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. Was ist denn damit? Okay. Wir haben von ihnen so. ein Dingser und hinten und die können nicht sehen. Ja, was können die nicht sehen? Okay, super. Am Anfang redet hast du immer gesagt, Kuffar, dass sie nicht sehen. Ja, ja. Weißt du was? Wir kommen zum ersten Vers. Ja, sin. Was heißt denn ja, sin? An wen betet denn hier dein Mohammed? Wen betet er? Weißt du, wer ja, sin ist? Das ist Gott, das wie heißt es nochmal, das Mondes. Das ist in den alten Dingsen das Gott des Mondes. Der heißt ja, der heißt Sin. Ja, Sin. Er ruft ihn. Ja, Sin. Also er, dein mal, Gott betet, der betet, der Götter. Zeig mal. Was? Das ist das Ja, Sin, Gott der Monde oder weiß was ich für ein Gott. Ich zeige dir, Habibi. Schreib mal da zum Beispiel, wer war Sin? Nicht yes. Sin, ja, Sin. Ja, ja, was heißt denn ja? Ja, ja, Mohammed. Ja, Khalid, was ist denn ja? Ach so, jetzt fantasierst du auch noch. Ja. Das ist keine Fantasie, du schreibst die, guck mal. Yasin war der Mondgott in Kanaan. Das heißt, genau ist es. Das ist ein Gott von Kanaan.
Hör mal zu, yeah, das heißt nicht, sie. Guck mal. Okay. Ja, alleine, siehst du das? Guck mal, du bestätigst selber. Ja ist alleine und ziehen ist alleine. Nein. Wenn es Yasin hieß, hör doch mal jetzt zu. Wenn es Yasin hieß, Yasin schreibt man I-S-N, okay? Yasin. Okay, Yasin. Das heißt, der schreibt man ganz Aussage? Anders. Aber die hier steht, ja, heißt das ein Aufrufzeichen. Ja, okay. Zum Beispiel, ich sag, das heißt jetzt... Ganz kurz, ja, sieh, das ist ein Götzen von den Kanaaniten. Okay, damals haben sie den angebetet. Schreib mal den. Ich will dich nur verstehen. Ganz kurz bitte. Ganz kurz. Ich will dich nur verstehen. Das heißt, du sagst, ja, ist, hier, siehst du doch, da steht doch drauf. Er zeigt dir. Guck mal, er zeigt dir. Er zeigt dir Gott des Mundes. Genau wie ich dir gesagt habe. Ich will nur was verstehen. Ich will nur was verstehen. Ja. Guck mal, du sagst, ja, ist was anderes, so wie ja, Mohammed, ja, Allah, ne? Und ziehen, Sin ist Gott des Mondes, richtig? Ja. Okay. Aber du kannst ja Arabisch lesen. Wird Sin zusammen gerade im Koran geschrieben oder wird das einzeln getrennt geschrieben? Nein. Guck mal, im Koran wird Yes geschrieben. Keine Yasin und Allah wird auch zusammen Gott, geschrieben. Der Muslime oder sogar Englisch. Allah. Jetzt steht Yes drinne. Wenn du auf Arabisch, drinne. Du wolltest doch auf Arabisch lesen, oder nicht? Ich zeig dir auf Arabisch. Guck mal, auf Arabisch steht JS. Was heißt denn JS? Guck mal. Was heißt denn JS? Was heißt denn JS? Yeah. Guck mal, diskutier mal nicht mit mir auf Arabisch. Guck mal, da bist du nicht, da hast du keine Ahnung von Arabisch. Arabisch ist meine Sprache und ich weiß ganz genau. Yes, es wird Yes geschrieben. Yes. Deswegen ja. Yes, das wird. Biduni fathatin wa damma maktub Yes. Ayatu yes, yes seen. Ja, aber die fuq ich zeige dir, ich mach dir doch auf. Al-mad اللي fuq al-sin, ya seen. Okay? Ma fiish la mad wa la damma ya habibi. Fut ali, انت بتحكي عربي. Fut طلي, fut al Quran. Zeig ihm bitte auf Arabisch. Aber ganz kurz bitte. Guck mal, wie die geschrieben ist. Guck mal. Ja? Ist das guck mal, Sure. Zusammen oder nicht zusammen? Yes, mich wo ist denn nun, wo ist denn i? Okay, wo steht denn nun und wo ist denn okay, i? Du als Araber verstehst ja gut Arabisch. Was sind denn diese Zeichen über diese Buchstaben da oben? Was bedeutet Dhamma das? Dhamma und Fatha und Kaza. Ich sehe schon Dhamma und Fatha, ja. Aber das hat überhaupt keine Bedeutung in dem bisschen. Guck mal, da steht doch auch übersetzt für dich. Aussprache. Isa, Habibi, guck mal. Diese Zeichen im Koran sind einfach nur so als Design da. Nein, die geben den Ton. Diese Zeichen geben den, hör mal zu, das ist dieser Ton, diese Bedeutung, die deuten das an, diese Töne. Töne. Guck mal, Suret, guck mal. Ja, bleib mal so, Bruder, guck mal. Isa, lies mal. Yes, es gibt da keine I, Kasra, Mafi Kasra, Habibi. Yes. In. Es gibt kein Lofi Kastra, ja, sin. Und der Abtrun, ja, sin. Ja, sin. Das sind der Buchstaben. Wenn el i. Da gibt es doch keine Kastra und gibt kein Punkte darunter. Kannst du nicht lesen? Kannst du Arabisch? Warte, erstmal, die Frage erstmal, warte. Bevor wir weitermachen und einfach so eine sinnlose Diskussion. Kannst du Arabisch lesen? Kannst du Arabisch lesen? Ja, ich kann Arabisch. Cool. Ganz kurz. Mach ihn diese Sura ein bisschen näher. Mach mal Isa ein bisschen diese Sura näher. Du hast doch gesagt, dass er lesen kann. Das I, ne? Du hast doch guck mal, diese Fatha, zwei Fatha da Gott, oben. Alter, siehst du zwei Fatha? Du bist. Du hast guck mal, siehst du zwei Fatha da oben? Das I. Ja. Okay, wenn ich dir jetzt sage, der Buchstabe L, wo ist das E im L? Sag mal, willst du mich verarschen? Nein, du sprichst doch Yasin. Wo ist denn Yasin? Das ist Surat, die sprechen die Yasin. Aber die wird, S, die wird doch bei dir, ja, normal, ja, die ist geschrieben, ja, ist geschrieben. Aber sie sagen zu dir. Wo ist das T im Z? Was? Wo, wenn ich dir jetzt im Buchstaben Z sage, wo ist das T im dem Z? Das ist ein Buchstabe, der wird so betont. Okay? Du kannst mir nicht sagen, wo ist das T in den Z? Wo ist das E in den L? Verstehst du? Sag mal, du kapierst immer noch nicht. Du redest jetzt hier von T und L. Wir reden von arabischer Sprache. Arabische Sprache wird ganz normal geschrieben und genießt da hier. Ist egal. Lass mal Arabisch. Du verstehst sowieso kein Arabisch. Wir gehen zu den deutschen Sprache oder irgendwie englische Sprache. Guck mal, wo 36 steht. Wieso wird sie, wenn die so, wie du sagst, geschrieben wird? Surat Yasin. Warte, lass mich kurz ausreden. Wenn du sagst, wie du sagst, ja, sie ist Yasin. Wieso schreibt man die getrennt? Ja und Sin.
geschrieben. Wenn die so übersetzt wird, wie du sagst, das kommt die ganze Lüge raus. Guck mal, ich kann ja, das Ding ist, wenn ich kein Arabisch kann, dann kannst du mich ja verarschen mit, die sind getrennt geschrieben. Aber du kannst kein Arabisch, mein Junge. Ich zeige dir, ich sag zu ihm extra, der soll sich vergrößern, du kapierst immer noch nicht. Du kannst nicht mal lesen. Das ist Surat, guck mal, zwei Fatha. Wenn es Sin ist, verstehst du, da musst du doch einfach, ja, guck mal, wenn du sagst Yasin, Yasin wird mit A geschrieben. Ja, Sin. So, hier wie die unten geschrieben. Ja, Sin. Verstehst du? Ja, alleine, Sin alleine. Egal wie du mit mir diskutieren willst, deine Lügen kannst du erzählen für die deutsche Bevölkerung, die nie Arabisch verstehen. Mir brauchst du nicht zu erzählen, Junge. Ich habe den Koran durch und ich kann diese ganze tausendmal besser Arabisch lesen als du. Verstehst du? Yasin, erzählst du Yasin. Das ist der Gott. Yasin, genau. Wird Yasin geschrieben. Genau, King of King. So wird Yasin geschrieben, wenn du Yasin schreiben willst. Ja? Wenn du jetzt jemanden hast, der Yasin heißt, dann geh mal und guck mal in seinen Ausweis auf Arabisch, wie wird denn Yasin geschrieben? Und komm und erzähl mir nicht, wie meine eigene Sprache sprechen soll und Arabisch schreiben kann. Wartet mal. Lass mich bitte, mach mich nochmal groß, Urban. Ich zeige jetzt mal was richtig Krasses. Warte mal. Ich bin zwar auch nicht der arabischen Sprache mächtig, aber ich kann auf jeden Fall viele Übersetzungen vergleichen. Und naja, dass vielleicht ein Übersetzer sich vertan hat. Okay. Lesen wir mal. Oder schauen wir mal. Das hier ist der Koran von der DTIP. Das ist die deutsche Übersetzung von der DTIP. Die ist aber Schrott, die Übersetzung. Die ist wirklich Katastrophe. Okay. Also wir hören dich nicht. Es hängt bei ihm, oder? Hängt, ja. Du hängst, ja, es hängt. Aber das Problem ist, der Bruder, der da oben war gerade, der hat uns sowieso trotzdem nicht den Vers gezeigt, wo drüber geschrieben wurde, dass er einfach Dings her. Ich habe nichts gesehen, komischerweise. Shikari, er wollte ablenken. Er wollte ablenken. Aber guck mal, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, mit Menschen zu reden, die krampfhaft es leugnen wollen. Da kriegst du Kopfschmerzen, weil er will das einfach nicht einsehen. Also man zeigt es ihm. Und Sin, es war schon der Mondgott in Kanaan. Das weiß jedes Kind. Kanaan, natürlich. Ja. Aber die wollen, ja. Guck mal, ich zeig den auf Arabisch. Guck mal, Isa, null geliefert. Guck mal, du hast doch null geliefert, Junge. Du warst halbe Stunde unten, du wolltest eine Sura suchen und du hast nicht mal die Suche, Surat Yasin, da steht überhaupt nichts drin, wo du da irgendwas gelabert hast, von wegen, dass es jetzt hier, dass er gezeigt hat, dass er versteckt ist und die wollten ihn bringen. Wo wollen denn umbringen? Da sagt er zu mir, Nummer 9. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. Was ist denn das hier für ein Quatsch, was du da erzählst, Mann? Das hat mit der Sache überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Daran sieht man schon, dass ihr überhaupt gar keine Ahnung habt. Ihr schnappt von irgendein Gelehrter von euch hier, der euch verarscht und dann blabert ihr nur weiter. Zeig mal vor allem, was wolltest du denn zeigen? So, er sagt, ja, sind getrennt. Der Leute, Koran like sagt, Stream auf 100 ja, Leute, 180 getrennt. Leute, like. Bubenheim, Sheikh Bubenheim, was sagt der hier? Yasin. Ahmadiyya Koran. Ja, dann kannst du oben sehen. So, ich bin gerade rausgeflogen, weil mein Akku leer ist. Ich gehe gleich nochmal kurz. Wallah, mashallah, Bruder, mashallah, du hast ja richtig viele Korane, mashallah, ja, mashallah. Bruder, ich wollte das wissen. Ich Gott leite dich, recht leiten, Bruder. Oh, du bist gut, Bruder. Du musst nur noch die Shahada. Also, habe ich leider schon. Das war ein Reinfall. Bruder, weißt du, was ich habe? Warte mal. Guck mal, ich habe sogar hier Mini-Koran für die Hosentasche. Guck mal, das ist so ein normaler. Hier. Ja. Aber du bist gut ausgestattet, mein Lieber. Selbst da können wir auch mal gucken, wird wahrscheinlich schon mal rein. Ja. Also ich habe nur ich muss mir so eine zulegen lassen, also mit den Übersetzungen von dieser Deutsche. Da, ich habe noch nie so deutsche Dings, ich habe nur auf Arabisch, weißt du? Deswegen, ja. Ich muss mir so eine holen. Da jetzt auch als Lautsprache. Ist aber auch von DTIP. Ja.
Bruder, egal was du suchst, er kann verleugnen, wie er will. Das ist halt so. Weißt du, er verleugnet seine Augen. Er sagt zu mir, diese Fatha und Dhamma, Fatha und Dhamma. Wenn er Yasin sprechen will, diese Fatha, Fatha heißt das Ja, weißt du, ah, nach oben. Il Kasra wird dieser Strich nach unten gemacht. I, das wird so wie ein I, kleines I gezeichnet. Verstehst du? Das heißt Kasra. Kasra kommt noch unter ein Buchstabe, dann macht es als I draus. Wenn es ein unten so ein Kasra wäre, dann hätte ich gesagt, okay, es wurde mit Kasra gemacht. Ja, Sin zum Beispiel. Aber der wurde nicht mal. Es gibt alles nur oben. Verstehst du? Fatha, Fatha und dann die Rufezeichen. Das gibt es nicht. Wir haben keine Ahnung von ihrer Religion, mein Lieber. Keine Ahnung. Ich fand das lustig, dass ursprünglich, wir sind ja komplett vom Thema abgedriftet, ursprünglich ging es ja darum, dass das mit dem Sand und so im Koran steht. Und dann das steht doch nicht, er hat zu mir gesagt, vielleicht ein Tafsir darauf bezogen hat, mag sein, dass es im Tafsir steht, aber... Verein, guck mal, ich habe ihn Surah 8, die Vers 8 gelesen, hat er gesagt, nein, der nächste, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَخَلَقْنَا سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا. Das, wir haben vor ihnen eine Mauer und hinter ihnen Mauer für die Kuffar, damit sie uns, damit die, weil ihre Augen, die sehen nicht die Wahrheit. Die sehen nicht die Wahrheit. So, Allah yubsirun. At-Tafasir sagt zu dir, der hat den einfach, Gott hat die Dings da hier einfach geblockt, weil die damit die Wahrheit nicht mehr sehen. Verstehst du? Was willst du denn damit mir sagen? Was hat denn damit mit der Geschichte von Mohammed zu tun? Der hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Die kennen nicht, die können den ganzen Koran durchsuchen, die würden niemals was finden. Und wenn du ihn eine Dings da bringst, dass er von Dings her bringt, Tafsir, von Ibn Kathir oder von At-Tabari, von Qurtubi, egal was du bringst, die verleugnen sogar das. Ja, nein, das stimmt nicht. Das ist doch Tabari. Ja, der ist doch fehlerhaft, der ist doch ein Mensch, hat er geschrieben. Mann, diese Menschen, wenn du den einfach ablehnst, die haben dir den Koran geliefert. Und sie sind einfach, normalerweise für diese Tafasir, die das geschrieben, die sind ja wichtiger als der Koran. Weil die sind schon von, weißt du, also die haben ja mehrere Zeuge. Der Koran hat nicht so viele Zeugen. Es reichte zum Beispiel zu den Koran zu schreiben, zwei Zeugen, die das schreiben. Verstehst du, Verein? Ja, ich verstehe. Aber für den Tafasir musst du schon mehrere, musst du mindestens so 6 oder 7 Leute und die müssen auch alle Dings da hier sein, auch richtig, wie heißt es nochmal, richtig gelehrt sein und die richtig, Siqat, sagt man, Siqat, also das vertrauensvolle Personen sein. Das heißt, die Ahadithe sind vertrauensvoll wichtigere als der Koran sogar. Darf ich fragen, wenn du so willst? Wie läuft das eigentlich in der arabischen in der arabischen TikTok-Bubble, sag ich mal, ab, sind die da eher so, stimmen die dem zu, versuchen die da schön zu reden? Guck mal, es gibt verschiedene. Guck mal, in Arabische, die meisten, die können ja Arabisch lesen. Das heißt, wenn du denen ein Vers zeigst, die verleugnen ja nicht. Und die sagen zu dir, wo. Natürlich sind die einfach stur, ist genau wie hier. Manche sagen Ausdrücke und down ab. Manche geben zu. Zum Beispiel, guck mal, das ist das Schöne zum Beispiel bei den Salafisten. Wenn du mit den Salafisten diskutierst, das ist das Schöne bei denen. Wieso? Weil der Salafist, er schämt sich nicht für deinen Koran. Der kommt und sagt zu dir, ja, so ist mein Koran. Weißt du so? Stimmt, so, dann ja. Kannst du mit ihm, kannst nochmal, bitte? Stimmt, ja, deswegen genau. Verstehe ich mit dem, kann mit dem quatschen. Weil genau, dann sagst du, okay, pass mal auf, 1, 2, 3. Genau, und dann sagst du 1, 2, 3, 4, 5. Er kann nicht leugnen, weil er, wenn er das leugnet, was er vor ihm steht, verstehst du? Dann heißt das, der hat den Koran geleugnet und der ist einfach Kafir. Das heißt, der kann das nicht verleugnen. Und wenn er sieht, okay, du hast Ahnung davon und du hast die Sura gelesen und die Ayah und dazu den Tafsir und er verleugnet, dann ist er einfach ungläubig, einfach der hat den Islam verlassen. Das heißt, er kann nicht. Also was macht er? Entweder sagt er Ausdrücke und haut er ab, weißt du, zu dir, oder er tretet aus dem Islam. Also ich habe die letzten paar Monate, war ich da, da sind so viele Leute aus dem Islam raus. In den arabischen Streams. Hallo. Und so viele Kurden sogar aus dem Dings da hier. Ich gehe zum Beispiel in atheistische Streams, zum Beispiel meistens, weißt du? Und da waren alle zum Beispiel richtig gelehrte Moslems und manche von denen auch richtige Dings da, die sind von Islam zu Koraniten, von Koraniten, was weiß ich, in schiitische Dings da. Und bis irgendwann mal haben sie gesagt, das ging ja gar nicht mehr. Und die kennen den Koran auswendig, verstehst du? Und mit denen zusammen und wir holen immer Leute hoch und dann diskutieren wir mit denen. Und da haben so viele Leute den Islam weggeschmissen. Weißt du?
Weil da gab es viele Sura zum Beispiel, viele Sura, die kennen die gar nicht. Und die haben die noch nie gelesen. Und viele, die haben zum Beispiel welche gelesen, aber die haben die nie verstanden. Dann zeigst du ihnen den Hadith dazu, den Tafsir dazu, und dann war er erstmal schockiert. Verstehst du? Die waren schockiert. Er sagt, nein, aber der Scheich im Moschee sagt was anders. Dann fragst du ihn, ist der Scheich der Moschee Gelehrter oder ist Ibn Taymiyyah und Tabari? Wer ist denn wichtiger für dich? Sheikhul Islam Dianet. Siehst du, deswegen ja. Und deswegen, da kann er gar nichts mehr sagen. Dann steht er da und dann kann er nicht mehr sagen. Aber diese Leute, die hier zum Beispiel, die Deutschen, die hier geboren sind, die haben noch nie den Arabisch gelernt oder die haben irgendwo Arabisch hier in Deutschland gelernt haben, die haben keine Ahnung von Arabisch. Der erzählte dir vorhin, ja, guck mal, was da oben und Aufrufezeichen. Ja, da sind Aufrufezeichen, aber jeder Aufrufezeichen hat einen bestimmten Ton. Verstehst du? Wenn es eine Kasra ist, heißt das betont als I. Da oben ist A nach Fatha. A, Domme U. Anstatt U zu schreiben, also U wie ein O, schreibst du U. Das heißt kleine. Verstehst du? Aber die kann das nicht. Kann und hier jemand das Sura? Ja. Sicario, kannst du Arabisch? Ja. Ja, klar. Das hier ist der Fund aus Mekka, der gerade veröffentlicht wird, 200 Jahre vor Mohammed. Über 119 Kapitel und zehntausende Suren. Ich habe hier die, also viele gespeichert schon. Kannst du das lesen? Ja, der ist echt viel zu weit für mich. Also ich kann es kaum auf Deutsch sogar fast lesen. Nee, das ist... Warte mal kurz. Ja, das liegt an meiner Kamera, die ist ein bisschen... Boah, jetzt noch schlechter. Boah. Warte. Handy ist ein bisschen kaputt. Jetzt. Ist viel zu klein, mein Lieber. Wie soll ich denn das... Warte, ist das Word oder wo bist du da drin? Nee, das ist... Ja, ich habe gespeichert bei Word, ja. Mach mal Schriftart größer. Schriftart, ich kann nur vergrößern vielleicht, warte mal. Markier das, wähl das aus und dann mach einfach nicht Schriftart, mach Schriftgröße, da Font kannst du einstellen. Ja, warte. So. Und jetzt drehen wir das Rad richtig groß. Reicht nicht? Nein, die sieht man nicht. Siehst du das auf Deutsch? Weil ich brauche meine Brille und trotzdem sehe ich nicht, ja? Was steht denn da? Ich kann nur da oben Bismillah ar-Rahman ar-Rahim so erkennen, gerade mal. Ja, ayyuhal. Mach mal groß. Mach mal Schrift, Schriftgröße. Ja, Johannes steht drauf. Ja, Johannes. Ah, jetzt. Ja, Johannes. ضررا نظير إذا لم تعرفوا على الطريق الفلاح والمحبة يقول الله المظهر إن جهنم آه شايزة جيت نو بيسن كروسة جهنم Das Problem ist, ich kann es nur quer halten. Mach mal quer, ich guck mal, ob das quer geht. Ich guck mal, mal kurz. تعرف على طرق الفلاح والمحبة مظهر إن جهنم ليست جهنم عقوبة بل طريق لتطهير القلوب التي ضلت عن طريق الحق. Ja, er sagt zu dir hier, die Hölle ist nicht die Hölle, das ist nur ein Weg, um die Herzen zu reinigen, dass du wieder auf den richtigen Weg bist. Ja. Auf dem richtigen Weg bist, weißt du? Ich habe noch mehr. Unten. Und unten. Ja, und die stehen ja gar nicht im Koran. Also die sollen jetzt ein Sword im Koran sein. 119 Kapitel. Ich habe ganz viel. Ich habe ganz viel gespeichert. Es ist eine komplett andere Lehre. Es ist... Ja, ja, da steht ja zum Beispiel Mahabba. Guck mal, der Wort schon, was ich gerade gelesen habe, oben schon alleine, hat schon Punkt gemacht. Weil in den ganzen, zum Beispiel die erste Dings, was du mir gerade gezeigt hast, ja. Geh weiter zurück. Da steht in der... Wo waren da? Zeig mal. Hier. Mach mal nochmal wieder rüber. Guck mal, ich lese jetzt mal. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuhannas.
افهموا ضرورة التطهير اذا لم تتعرفوا على طريق الفلاح والمحبة. Er sagt, oh, ihr Leute, ihr sollt verstehen, dass die Reinigung, طريق الفلاح, also euer Weg, ist die Liebe. Und diese Mahabba, weißt du, die gibt es nirgendwo im Koran. Wenn du den ganzen Koran durchliest, gibt es dieses Wort Mahabba, gibt es nicht. Mahabba heißt Liebe. Und die gibt es nie in einer Sura im Koran. Inna jahannama laysat jahannam, also die Höhle ist nicht die Höhle. Jahannama, er beschreibt einfach Ubatun. Fegefeuer hier. Das ist eigentlich Fegefeuer, was er beschreibt. Inna jahannama laysat jahannama. Uqubatun, also in Jahannam ist nicht Jahannam, also als Strafe, sondern der Weg als Weg zu Reinigung eurer Herzen, schreibt ja, er. Da wird Fegefeuer beschrieben, 1:1, auch wenn mir das Deutsche da oben. Naja, du, auf Deutsch wird sowieso alles hin und her geschrieben. Ich kann dir noch eine Sache zeigen. Zeig mal. Ich zeig dir mal eine so krasse Sure. Aber die existiert so nirgendwo. Viel. Also die habe ich zum ersten Mal gelesen, ehrlich gesagt. Ja, sowas existiert nicht mehr im Koran. Das sind alles die, wo gerade veröffentlicht werden. Aber Bruder, guck mal, wenn du sowas zeigst, zum Beispiel hier, die Muslimen, die sagen zu dir, ist alles fake. Die glauben sowieso ja, nicht daran. Genau. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du, guck mal, du zeigst denen selber von ihre eigene Koran, wo sie nachschauen sollen und dann trotzdem verleugnen sie das. Was willst du noch dazu sagen? Also das, egal wie du rum und drehst, das ist sowieso, machst du alles sowieso falsch. Verstehst du? Pass auf. So. Warte kurz, woher hast du das? Kannst du das lesen? Warte mal kurz. Von hada kitab min shay'in lam. Anakwa nash. Ja. Oder du musst mal die komplette Geschichte dazu erzählen, weil du bist reingeplatzt und hast nicht mal erzählt, was du gesagt hast. Ja, ich weiß. Erzähl doch erstmal den Leuten, was gefunden wurde und was das für also, in Mekka, in Ausgrabungen haben also Gelehrte bei einer Ausgrabung in irgendwelchen Höhlen diese Schriften gefunden. Und das sind zwei Großgelehrte, die jetzt auf der Flucht sind. Dieser Artikel wurde bei der Welt veröffentlicht und wieder gelöscht. Wahrscheinlich auf Druck der Muslime, ich weiß es nicht genau. Und dann bin ich durch einen Kolleg. Der hat mir das Ganze geschickt gehabt mit dieser Welt und der hat die Gruppe gefunden bei Telegram. Diese Scheichs, die sind jetzt irgendwo und veröffentlichen über Telegram und über arabische Kanäle den kompletten Übersetz, also die ganzen Funde halt, Stück für Stück. Und was aktuell bekannt ist, sind halt 119 Kapitel und 10.585 Suren. Sag mir, was hier bitte steht, auf Deutsch bitte, da wo du gerade bist. Genau da, wo du gerade bist. Das hier meinst du? Genau da, zum Beispiel. Warte. Innama ja'a fi at-Tawrati wal-Injil qad ghayyaratuhu ta'alimul bashar. Da zum Beispiel. Das, was in den Taura und in Injil die Leute, also die ganz normale Leute haben versucht, den zu ändern. Qira'at al-Risalati hanifati walakin al-Jawhar, aber der Inhalt lam ya'ud يمكن فهمه بالقلب. Der Jawah, also der Innen, der versteht man mit dem Herzen, weißt du so, was es okay. gemeint ist. Was steht denn da auf Deutsch? Also wie ist das auf Deutsch übersetzt? Auf überhaupt? Deutsch, ich kann ja die ganze Sure mal hier, das geht ja noch weiter, das sind ganzes, das okay. sind zwei Abschnitte. Also im Namen des Allbarmherzigen, des Allgnädigen, des Verkünders. Die Verkündigung dieses Buches ist kein Faden der Rechtleitung, sondern die Bestätigung dessen, was vor euch zuvor gegeben wurde. Was einst in Tora und Evangelium erfüllt wurde, wurde von den Menschen durch menschliche Vorschriften verändert, sodass die wahre Botschaft noch lesbar ist, jedoch der Kern nicht mehr vollständig mit dem Herzen verstanden werden kann. Dieses Buch stammt von dem, dem ich durch meinen Geist in Isa verlauten ließ. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber er spricht mit Weisheit und bleibt im Verborgenen. Durch meinen Geist der Weisheit wird er niederschreiben und keine Gruppe können behaupten, er sei ihr Diener oder gehöre zu ihnen. Meine Botschaft war von Anfang an für die Gläubigen, die Ungläubigen, die Blinden, die Tauben und Heidenvölker, für all diejenigen, die ich erschuf. Es ist und sei, aus dem Wort ist alles und alles ist aus dem Wort. Wenn ich meinen Willen tue, so tue ich ihn, weil ich euch wohlgesonnen bin. Möge diese Offenbarung Licht und Klarheit in die Herzen der Suchenden bringen. An diesem Buch gibt es keinen Zweifel, weil ich es war, der es zu jener Zeit offenbart, wenn die Stunde gekommen ist, wo alle Herzen geöffnet werden müssen.
Und seid ihr im Zweifel, so findet Zweifel an den Worten, die ich verlauten lasse. Wenn nicht wir wissen es am besten, was für euch vorbestimmt ist. Ja, hast du verstanden, was sie damit meinte? Ja, wenn ich das mir jetzt so angucke, dann ist es so, wie wenn jemand hat was verändert früher und die Leute haben es nicht verstanden, dann Isa... Er sagt die Menschen, die Menschen haben versucht, das zu verändert die Aussagen. Es geht ja immer noch über die Aussagen, wie die das auslegen, weißt du? Mhm. Aber der Wort Gottes ist immer in den Dings da übrig geblieben, im Herzen. Also er sagt, im Herzen noch geblieben, so wie der ist. Also der Wort Gottes zum Beispiel in Bibel und Torah kann man gar nicht ändern. Weißt du, was die Moslems sagen? Ja, ihr habt doch alles verfälscht. Das ist nicht der richtige Bibel und nicht der richtige Koran. Deswegen, die kapieren ja sowieso nicht. Der sagt, die Leute haben das verändert. Also ihre Dings da hier, verstehst du? Das ist genau der Unterschied. Aber wenn du sagst, du deutest was anders, aber da drinnen steht wortwörtlich, den kannst du nicht ändern. Aber weißt du, was mir gerade auffällt, wenn ich mir jetzt die Suren anschaue? Alle anderen Schriften sind aus der Perspektive der Propheten geschrieben. Aber das hier sieht aus, wie wenn Gott selbst verkündet. Darf ich ganz kurz mal was sagen? Da habt ihr aber gerade was falsch verstanden. Der sagt doch, dass der Text geändert wurde und daraufhin man ihn nicht mehr mit dem Herzen verstehen kann. Ja, da steht ja, was einst in Tora Evangelium erfüllt wurde, wurde von den Menschen durch menschliche Vorschriften verändert. Sodass die wahre Botschaft noch lesbar ist, jedoch der Kern nicht vollständig. Mit dem Herzen verstanden werden kann. Ja. So, weil ihr habt das gerade anders gedeutet oder verstanden. Also man kann ihn, der wurde geändert, der Kern ist zwar noch da, aber nicht mehr mit dem Herzen aufnehmbar. Ich finde die krass. Also übrigens erstmal hallo zusammen alle. Hallo, was heißt denn eigentlich dieses Wort? Alter Kick. Weiß es jemand? Al-Tahqiq. Das ist ein Vers, den gibt es. Al-Tahqiq heißt Tahqiq auf Arabisch, also wenn du dann irgendwas, Überprüfung, der Überprüfer, okay. Also Tahqiq, iza aradta an tuhaqqiq bi shay, wenn du dann irgendwas übermittelt oder Dings, da musst du erstmal, weißt du, tahqiq bihi, also das heißt forschen, so, der forschen, der Tahqiq, also. Und was heißt das? Al-Ma'rifa, das heißt die Wissen. Al-Ma'rifa heißt die Wissen. Ja, hier geht es um die Wege, jede Frau, jede Kind und Freund kann Teil eines göttlichen Plans sein, der dich in eine bestimmte Richtung führt, damit du schließlich zur Erkenntnis gelangst. Beim Rückblick wird der Weg Gottes verstehen. Also es ist ganz anders, verstehst du? So ganz andere. Das ist sowieso, guck mal, das ist ja sowieso ganz anders. Es gibt keine richtige Koran. Der Koran wurde von mehreren Leuten dann halt bezeugt. Die sagen zu dir, ja, der ist Hafiz. Was Hafiz? Die haben immer mehrere Leute und jeder hat dir den Koran anders interpretiert. Verstehst du? Deswegen hat Osman damals den Koran auch verbrannt. Verstehst du? Weißt du, was krass ist? Hier ist die Embryologie, die angebliche, ne? Mhm. Wird hier ganz anders da beschrieben. Leute, like den Stream auf 100.000. Wir sind 150 Leute, es geht ganz schnell. Ich weiß wieder nicht, was das heißt. Lass mal das Thema beenden, weil das werden die Muslime eh nicht anerkennen. Aber schick mir das bitte privat. Das ist natürlich was sehr, sehr Gutes. Ich hab ja deine Nachricht bekommen, ich werde dir darauf antworten. Schick mir das mal bitte privat. Das werde ich mir mal in Ruhe anschauen. Und Muslime werden das eh nicht anerkennen. Das habe ich doch auch gesagt. Wenn du zeigst denn ihre eigene Koran, die erkennen nicht mal an. Weißt du, wirst du denn von denen hier anerkennen? Das ist immer so. Oi, Kallo! Warum ich das im Hintergrund habe, der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Ich komme rein, sage, gibt es im Islam Kinderehe? Die sagen nein. Da sage ich, Sure 65, Vers 4 heißt Kinderehe, die sagen, aber das hat nichts mit dem Islam zu tun. Punkt. Das sind Muslime. Mein Lieber, es gibt sogar Prostitution im Koran. وَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتِيهُنَّ اِجْرَتَهُنَّ فَرِيضَةً اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. Weißt du, was das heißt? Wenn ihr... Sure 4, Vers 24. Ja, auf Deutsch ist so, aber Surat al-Nisa heißt das bei uns, also das heißt ganz anders. So, aber wie gesagt, das heißt, wenn ihr
euer Lust und ihr Dings da gemacht habt und fertig gemacht habt, dann bezahlt den, weißt du? Was der Unterschied zwischen denen und Prostitution ist, genau dasselbe. Genau. Ich hab noch eine Frage, Leute. Ja. Wenn es jetzt diese Texte gibt, dann heißt es ja im Koran, ne, wer eine Sure hervorbringt, die so gleich ist oder irgendwas. Mhm. Was bedeutet das bei denen? Dann ist der ganze Koran. Omar hat diese Challenge schon längst erfüllt in ihren eigenen Hadith-Büchern. Ja, Omar hat das. Sahir Anakwana, ich weiß nicht mal, wie dein Name aussprechen kann. Schreibt ihm auf Bukhari 402. Da hat Omar al-Khattab die Challenge von Allah gewonnen, weil er hat wortwörtlich in den Koran reingeschrieben. Wortwörtlich. Natürlich. Der hat dann zum Beispiel diese Hijab, die kam Dings hier. Von Omar. Die Dings, das Sura, die Unzilat, wo er gesagt hat, wo sie mit seinen Frauen gestritten hat, wo er mit Maria geschlafen hat und dann hat Hafs Aisha gesagt, okay, hat die gepetzt und so und danach hat er gesagt, sautalliquhunna, das kam auch von Omar. Es gibt viele, es sind vier Versen, die von Omar kamen eigentlich im Koran. So, dann ist es Omar der Gott. Sikario. Ja. Diejenige, die Sura Corona geschrieben hat, die ist in den Knast, ne? Nein, echt? Ja. Wegen die Sura haben sie denn im Knast reingemacht? Ja. Wo ist sie im Knast? In Ägypten. Ja, aber. Ägypten ist ganz schlimm, Alter. Ägypten ist sowieso ganz schlimm. Hast du dir Sura Corona angehört? Ja, ich kenne das, ja. Ist im Knast? Ja. Boah. Ja, das ist doch. Die Challenge endet mit Knast, Junge. Ja. So, du darfst nicht reden, Mensch. Guck mal, die meisten, die nicht austreten aus dem Islam, nur weil die Angst haben. Das hat auch die Gelehrten gesagt, zum Beispiel der Al-Huwaini, weißt du, das ist ein ganz großer in Carlo Candel, Al-Huwaini, ja, Al-Martar von Carlo, ja. Der sagt zu dir, ohne diese Ridda, weißt du, Qatl, also ohne das diese Nackentherapie für die. Genau, ohne diese Dings da hier wäre der ganze Islam schon weg. Ja. Ich habe mal noch eine Frage, Leute. In diesem einen Vers, da steht was ganz Interessantes. Darf ich das noch kurz vorlesen? Ja, klar. Al-Jamal heißt die Sure, was auch immer das bedeutet. Al-Jamal heißt die Schönheit. Schönheit. Ja. Ist die Schönheit der Frau jede in ihrer Art, die für jeden von euch zur Wahl steht? Doch eure Gelüste waren es, die sie zu Sklaven machten? War es nicht so, dass jede Seele einen eigenen Körper hat? Warum vergehst du dich an Dinge, die dir nicht gehören? Der Leib der Frau ist ihr, so wie der Leib der Männer. Erinnere dich daran, dass ich euch sagte, ihr sollt nicht begehren, was einem anderen gehört, sein Hab und Gut oder Leib eines Menschen. War ich es nicht, der sagte, der Schleier der Frau ist in dir ihre Haare? Waren es nicht deine Furcht und Besitzgier, die über die Frau ergriff? Ich finde es krass. Weißt du, wenn das du das halt liest, dann sagen sie, dass du liest von den Bibel, sagen sie dir gleich, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt wie 1. Korinther 10. Genau, so ist es, weil wenn du das liest, und das war das Problem. Guck mal, der Koran wurde damals, also dieser Koran, was du jetzt in der Hand hast, die haben damals die Abbasin geschrieben für ihre Gelüste, verstehst du? Ich glaube nicht, dass dieser Koran überhaupt mit Dings da zu tun hat, weil der Koran von Osman, den haben wir auch nicht. Den kannst du auch nicht haben. Der existiert nicht. Der erste, der raus existiert ist, haben die Osmaniten geschrieben und die haben sie so konzentriert, wie sie wollten. Verstehst du? Weil die haben doch diese Sabaya und die haben die Gelüste und alles, was die machen wollten, haben sie selber daran geschrieben. Verstehst du? Aber so. Wenn ich das halt lese, dann ist es wie so eine Korrektur, dass jemand darauf hinweist, was eigentlich richtig ist. Weil die schreiben, du behandelst deine Frau mit Gelüsten, aber deine Mutter tust du anders da behandeln, obwohl sie selbst eine Frau ist. Normal. Aber guck mal, das ist deswegen ja. Und das ist eigentlich ist schöne Worte. Wenn es so der Islam wäre, wenn das hier der wahre Islam ist, ja, was du gerade gelesen hast, wenn das der wahre Islam wäre und so gelesen hätten, weißt du, dann hätte kein Mensch mit dem Islam irgendwelche Probleme. Dann würde keiner darüber fragen oder keiner irgendwie was machen. Aber das ist das Problem. Das ist aber leider nicht so. Der Islam ist die einzige Religion, der ist die einzige Religion von 6000 Religionen, der einfach Hass verbreitet und einfach Menschen einfach diskriminiert. Verstehst du? Das ist die einzige Religion, die einfach diese Hass verbreitet gegen andere Leute.
Guck mal, es gibt viele Religionen gegen ihre eigene Leute zum Beispiel, ja? Dass sie einfach so Hass verbreiten gegen ihre eigene Leute, ja? Ihre eigene Leute oder so zum Beispiel, wenn du abtretest von da und da oder Dings, dann bist du nicht, gehörst du ja nicht zu uns und bla und hin und hier. Okay, ist ihre Sache. Aber die kommen nicht hin und bringen diese Leute um, die einfach ausgetreten sind. Oder die kommen nicht zu dir und sagen, wenn du einmal bei uns reinkommst, kommst du nie wieder raus. Wir sind ja hier, weißt du, Mafia. Ja. Du kommst bei uns ja nicht raus. Es gibt keine, oder die gehen dahin und dann sagen sie, entweder wirst du einer von uns oder wir schlachten dich. Das ist der Einzige, der das macht, ist der Islam. Verstehst du? Ja. Weißt du, was da noch steht? Das ist das ganze Problem. Dies ist das Buch der Weisheit, das von meinem auserwählten Schreiber zu euch kam. Ihr kennt ihn nicht, ihr könnt ihn nicht sehen, damit ihr nicht sagt, er gehöre zu uns. Nein, er kam, um alle Stämme zu vereinen, die Gläubigen und die Ungläubigen. Öffnet eure Herzen für Weisheit, die in dieser Botschaft zu euch gekommen ist, und erkennt die Weisheit und die Rechtleitung darin. Und das ist genau der Gegensatz, was da Mohammed sagt. Qatilu alladhina la yu'minuna biyawmillah. Also das ist genau der Gegensatz für diese Verse von Surat at-Tawbah. Genau das Gegensatz von denen. Ja. Siehst du? Und das ist was, das ist doch nicht normal. Ich muss dir das schicken, Urban. Das ist so hart. Hammer, ja. Jungs, ich gehe jetzt runter. Ihr habt schon Carlo, der kann auch sehr gut Arabisch. Wenn ihr was habt. Danke, dass du oben warst. Ich danke dir von Herzen. Ja, gerne, Urban, mein Lieber. Und an euch alle einen schönen Tag noch. Ja, wir sehen uns noch. Alles klar, meine Lieben. Ciao. Ciao. Die Leute, 100k, kommt schon. Tippen. Ich gehe jetzt auch wieder runter, weil ich muss noch ein bisschen was kochen. Ja, dann guten Hunger. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, kein Problem. Ich schicke dir das gerne per Telegram. Was bedeutet eigentlich dein Name? Das ist ein Kunstname eigentlich, so aus Star Wars und World of Warcraft gemixt. Da müssen wir mal auf Dings schreiben. Ich schreibe dir mal privat. Ja, mach das. Gut, Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao, ciao. Brudi, habe ich das schon mal mit Beschneidung und so rausgekramt? Das hatte ich einmal angesprochen, das wollte ich auch mal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon einmal gesagt hatte, weil das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache, dass die Beschneidung eigentlich nach Koran vom Satan ist. Bitte, zeig. Okay, ich hoffe, ich habe noch 3% Akku. Ich versuche mal gerade, ob ich vielleicht das iPad aufladen kann. Wenn nicht, switche ich gleich wieder auf Handy. Oder warte, ich gehe kurz raus. Dann mache ich das auf iPad, hole ich die ganzen Sachen raus. Dann ich bin sofort in 3 Minuten wieder da oder so. Bis gleich. Abu Talab, Abu Tuba, Abu Turab. Hört ihr mich? Ja. Gutes Siegen, geht's euch? Ganz gut, danke dir. Siegen. Ist bei Urban. Urban? Ja. Emily? Oder was sind das für Geräusche da im Hintergrund? Oh mein Gott. Oh nein, haben wir wieder so einen Typ hier drinne? Ah, wir haben wieder, glaube ich, so einen Troller drin. Das sind doch die Geräusche bei Carlo, oder? Ich weiß nicht. Jetzt sind sie weg, aber vorhin hat es ja gestumpfer. Nein. Ist nicht bei mir. Oha. Ja, aber ich glaube, die sind jetzt raus. Das waren diese Alibi, ja. Die du kurz hochgeholt hattest. Ja, genau.
Keine Ahnung, hoffentlich ist weg. Danke für die Kartoffel. Haben wir jetzt nicht mehr Glücksschweine, jetzt haben wir Kartoffel. Naja, auf jeden Fall. Wir können gerne über das Thema reden, dass der Gott des Islams in den Ahadith-Büchern einfach der Satan ist nach dem Koran-Maßstab. Weil, also fangen wir erstmal an. Beschneidung, wie sieht es im Christentum aus? Beschneidung ist das Zeichen des alten Bundes mit Abraham. Und die Beschneidung soll der Herzen sein, wie es auch schon in Büchern des Alten Testamentes ist. Im Herzen sollst du beschnitten sein, Gott Gehorsam quasi leisten. Das ist der Sinn der Beschneidung. Es ist ein Bundeszeichen und eine Beschneidung des Fleisches nützt halt nichts, wenn du im Geist nicht beschnitten bist. Das ist die christliche Perspektive dazu. Ganz einfache Sache. Warum das jetzt vielleicht damals war, das kann hygienische Gründe haben, aber per se, Gott hat nichts umsonst erschaffen. So, das ist erstmal der Grund des Grundkonstrukts. So. Im Koran selber finden wir nichts über die Beschneidung. Ich küsse doch dein Herz, Sektatorus. Wir finden nichts über Beschneidung. Gar nichts. Kein Vers darüber, gar nichts. Die Beschneidung finden wir nur in den Ahadith. So. Dort lesen wir, dass es fünf Dinge gibt, die von der Fitra sind, also von der natürlichen Veranlagung. Und diese Dinge sind Nägel kürzen und so weiter. Und die Beschneidung. Jetzt frage ich mich, wie das von der natürlichen Veranlagung ist, dass Menschen sich auf einmal, ne, so, keine Ahnung, okay, nach den mohammedanischen Maßstäben ist das wohl natürliche Veranlagung. Ich weiß nicht, warum ich das nicht in Uramerikanern gefunden habe, warum ich das nicht bei den Eskimos finde. Egal, es gehört zu Fitra, okay. Deswegen beschneiden sie. Aber jetzt gucken wir doch mal, was der Koran dazu sagt. Übrigens, die Frauenbeschneidung ist auch Sunna. Man darf da zwar dabei nicht wehtun, aber das ist eine Sunna-Sache. Nach fast allen Rechtsschulen. Übrigens, auch in der Hanafi-Rechtsschule ist die Beschneidung nicht mal Pflicht. Sie ist nur dort eine mit Nachdruck empfohlene Sunna-Handlung und auch keine Pflicht. Aber jetzt gucken wir doch mal, was im Koran steht. Jetzt muss ich noch kurz aufschlagen. Da. So. Wir lesen im Koran in Sure 4, Vers 119. Da spricht der Satan: Und ich, der Satan, will sie in die Irre führen und Wünsche in ihnen wecken und befehlen, dem Vieh die Ohren einzuschneiden und die Schöpfung Gottes zu verunstalten. Wer den Satan anstatt von Gott zu Beschützer nimmt, der ist gewiss verloren. Es gibt in anderen Übersetzungen, wird das auch übersetzt als die Schöpfung Gottes verändern. In den Tafasir sagen sie dazu, dass das auf Heidenrituale mäßig zurückgeht. Ja, das ist quasi die Interpretation davon. Okay, sagen wir, das bezieht sich nur auf Tiere. Okay. Lesen wir Sure 3, Vers 119. Beziehungsweise erst am besten Koran Sure 95, Vers 4. Dort heißt es: Wir erschufen den Menschen in bester Form. Bester Form. Okay. Aber trotzdem müssen wir die Schöpfung irgendwie abändern. Okay. Lesen wir jetzt Sure 3, Vers 119. Unser Herr, du hast dieses nicht umsonst geschaffen. Gepriesen seist du. Und dort geht es, wenn man eine Eier auf Feuer liest, geht es darum, dass die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken, wenn du darüber nachdenkst und sagst, unser Herr, du hast dieses nichts umsonst erschaffen. Das heißt, Gott hat nichts umsonst erschaffen, aber trotzdem ist Frauenbeschneidung Sunna. Und der Satan will die Schöpfung verunstalten. Es ist ein kompletter Widerspruch. Also, ich habe da auch mal mit einem Koraniten drüber gequatscht gehabt. Der meinte dann so, ja, stimmt. Volle Kante. Das ist sehr, sehr interessant eigentlich. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch noch nie jemanden gehabt, der mir das irgendwie erklären konnte. Ich habe da gefragt, aber naja. Findest du auch nicht. Ja, ich denke, keine Ahnung. Was sagen die Koraniten zu Thema Beschneidung? Die haben mir recht gegeben.
Es steht nirgendwo im Koran. Mhm. Vielleicht, wenn es medizinischen Nutzen hat, dann ist es halt so mäßig, ja, als Medizin, dann nimmst du an. Aber per se, ich habe auch mit einem Koraniten darüber gequatscht gehabt, der meinte, ja, es ist vom Satan. Ne? Weil es steht halt ganz klar, ich, der Satan, will sie irreführen, sie sollen dem Vieh den Ohren abschneiden und die Schöpfung Gottes verunstalten oder verändern. Sure 4, Vers 119. Ja, das ist genau, Urban ist genau die Koraniten, die haben auch alle nicht selber Meinung. Gibt es viele, die sagen, nein, Alkohol ist nicht haram. Und da gibt es viele, die sagen, nein, ist haram. Aber ein Koran ist nicht haram. Es ist Sünde, aber es ist nicht haram, Alkohol zu trinken. Hallo Bruder, hast du den Gelehrten gehört aus Ägypten? Der hat gesagt, wir müssen die Sunna über den Koran stellen, weil wir im Koran nichts über das Leben vom Propheten wissen und auch nicht danach leben können. Also die sind so bereit, die Sunna über den Koran zu stellen. Und das haben sie schon lange gemacht, nur nicht offiziell. Das ist ja aber die Wahrheit. Guck mal, wenn du ein Hadith ablehnst, ne, dann bist du kein Muslim mehr. Und bist du aus dem Islam getreten. Ein Hadith, authentischer Hadith, wenn du ablehnst. Und ich habe das gestern auch erlebt auf kurdische Lives. Ne? Und die haben gesagt, ich komme mit dieser Hadith nicht klar, dass Gott Ende des Nacht kommt runter. Und du sagst, Gott ist immer in der Himmel, aber wenn du nach Ende der Nacht kommt immer runter, Gott. Letzten Drittel der Nacht, ja. Dann ist er 24 unten. 24 Stunden unten. Verstehst du? Das ergibt keinen Sinn. Weil es immer Ende der Drittelnacht ist, gibt es woanders. Verstehst du? Das läuft ja immer. Die Erde läuft ja immer rum. Verstehst du? Also, der ist nie oben, sondern nur unten. Das ist dann auch irgendwie lustig, weil, wenn ja, das ist ja immer das Argument, was zum Beispiel gegen die Christen verwendet wird von islamischer Seite. Er sagt, sie sagen, ja Gott, alles was in der Schöpfung ist, kann nicht Gott sein. Ja okay, aber ist der unterste der sieben Himmel keine Schöpfung? Oder? Und da ist doch in jedem Drittel der Nacht, deswegen sollst du ja da aufstehen und Dua etc. machen. Ja, es gibt viele Widersprüche. Carlo, hast du gehört, der Kommentar sagt, du musst auch die Gelehrten fragen. Du musst dich von den Gelehrten bitte nochmal anlügen lassen. Ja, die sind auch Götter für die, verstehst du? Die sind ja Götter. Ich muss ja Gelehrte fragen. Was steht im Koran? Ihr habt Rabbiner, Mönchen zu euren Herren genommen, anstatt Jesus Christus und Allah. Ja. Muss ich Gelehrte fragen. Auch die Frau, die sich mit ihrem Mann nicht klarkommt nachts, ne? Weil er nachts nicht was machen kann. Die Frauen gehen auch so Gelehrter. Ja, mein Mann, da kriegt er nicht hoch und sonst was. Verstehst du? Die fragen auch Gelehrter. Guck dir die Bescheuerten an. Eine Frau ruft Gelehrter an. Ja, mein Mann ist alt und kann nicht mehr. Und Alter, was machst du da? Ich soll Gelehrten fragen. Gelehrten, ja. Angeblich Gelehrten sind mit einem Meter Bart und ich soll ihm fragen, ne, was, und er findet was raus, ne, das ist ja auch nicht aus dem Bücher, was er mir erklärt. Ich sag, wo steht doch, das? Doch, nein, doch, das ist warte mein. Warte mal. Doch, Carlo, Mohammed hatte doch Erektionsprobleme und Allah hat ihn einen Fleischtopf heruntergesandt. Vielleicht schickt Allah auch ihren Mann einen Fleischtopf. Ja, genau so. Soll ich mal zeigen, wie du bei Sheikh Hassan al-Hakim eine Frage stellen kannst? Komm, ich such das mal raus. Es ist ja irgendwie keiner oben, dann. Bruder, vereintes Christen, weißt du, dass Anas Islam 4 Euro ich pro weiß, Frage aber warte, ich kenne das, warte, boah, ich kenne das, ich war selber auf dem Server von Sheikh Hassan al-Hakim. Ich habe einfach erstes Video eingegeben. Warte, guck mal. So. Wo kennen wir? Warte, so, gucken wir, ich habe einfach Sheikh Hassan al-Hakim eingegeben, so.
Egal, du kannst jedes Video von ihm anklicken, es ist völlig egal. Guck, wie soll ich das mal durch? Das ist doch. Tape. In different sessions. Kannst dann für 100 Euro eine halbe Stunde buchen, Junge. Und dann erklärt er dann da schön. Oh. Das ist auch der meinte hier, wenn du. Dino. Das ist auch der meinte. wenn wir in einem Status sind, vielleicht in 30 Jahren, dann machen wir mal Jihad at-Talab, also mal ein bisschen offensiven Jihad. Das ist genau der ganze für 100 Euro. Der Anas Islam hat, glaube ich, von dem gelernt. Und hat einfach Geschäftsmodell gemacht. Und dann nimmt man auch ein bisschen Geld für Fragen, dann passt das schon. Shlomo Rothschild. Oh, wer ist denn da? Ich hab dich nur eingeladen, damit du hier ein bisschen Geld verdienst. Weil die Leute lieben dich auf TikTok. Du kannst jetzt, ich kriege 30%, Bruder. Ich weiß, du machst es nur deswegen, Bruder. Ich weiß. Ja. Erstmal Gottes Segen alle. Bruder, ich bin gerade auf der Arbeit, eigentlich ganz, ganz schlecht. Aber ich bin gekommen, weil die Rose wollte, dass ich hochkomme und du hast mich eingeladen. Und ich bin für Hallo gekommen. Dankeschön. Danke. Ihr seid die Besten, ehrlich, ihr seid die Besten. Bruder, das war aber krass, was dieser Anakawa, wie heißt der nochmal? Anakawa, wie heißt der Typ? Keine Ahnung, ja. Ich kann seinen Namen auch nicht aussprechen. Ich kann dir das schicken, er schickt mir das auf Telegram, ne? Diese Ausgrabung und alles. Schick mir das, Bruder. Das war schon sehr, sehr interessant. Oban! Heimliche Oban! Genau, ich bin gerade im Auto. Ich will das auf Wasir lesen über Sura Banana, bitte, vor Toni. Ey, Bruder Shlomo, der denkt nach, war bei Aref oben. Und er wollte beweisen, dass er Arabisch lesen kann, hat eine Koransure rezitiert. Und soll ich mal abspielen, wie er sie rezitiert hat? Denk nach, war bei wen? Er war bei Aref. Ja, bitte, Bruder, das. Aripta, ich war auch dabei, ne, und der liest Koran vor und ich habe gesagt, ey, wo steht Banane? Guck mal, Leute, ich spiele das mal ab, wie der denkt nach Koran rezitiert. Und ich habe dazu ein Tafsir auf altafsir.com geschrieben. Ich habe Tafsir geschrieben zu Sura Banane. Mach mal, Bruder, das interessiert mich. Guck mal, hör mal zu. Bruder, man versteht das gar nicht. Man versteht nichts, Uwe. Oder der hört sich an wie so eine verstopfte Ente. Warte. Was? Banana? Hier, hör mal. Banane? Was verstehst du? Banana? Banane. Oder was soll Banana bedeuten? Bruder, wirklich, der hört sich an wie so eine Ente. Was soll denn das bedeuten? Was war denn das? Bruder, ich krieg das komplette Video, das geht erstmal viral auf TikTok. Und Bruder, ich habe das in Tafsir geschrieben, auf altafsir.com habe ich dann die Seite kopiert, Tafsir zu Sura Banana geschrieben. Bruder, wenn du Erektionsprobleme hast, musst du dich auf ein Bein auf ein Kamel stellen. Da musst du einen Eimer Kamelurin auf deinen Kopf stellen und musst 80 Mal die Sura Banana rezitieren. Dann kriegst du wieder maximal Manneskraft. Bruder, wirklich, der hat sich angehört wie so eine Ente, Bruder. Was war denn das? Was war denn das? Banane? Bruder, möge Gott seinen Hass mal wegnehmen, Junge. Der will christliche Frauen zu SEX-Sklaven machen. Was ist los mit dem? Der holt mich hoch in ein Live. Ich rede mit dem nicht. Ne? Trau sich nicht. Ich so, Junge, du willst Frauen, die dir nichts getan haben, zu deinen SDX-Sklaven machen, du stehst dazu und dann... Bruder, weißt du, das Schlimme ist, Bruder, nicht nur das, sondern es gibt christliche Frauen, die schreiben sogar, beziehungsweise er schreibt die an, manipuliert die und die machen das auch noch mit. Ja. Mhm. Überleg mal, die machen das auch noch mit. Die haben sogar gestern erwähnt beim Bruder Denker. Ey, das ist Wahnsinn. Das sind zwei, drei Frauen, die machen es auch noch mit. Komplett gestört, Digga, shortly. Bruder, ich verstehe die Welt nicht. Ich bin gestern oder vor ein paar Tagen, wo ich es mitbekomme, ich bin vom Mond gefallen. Das gibt's doch gar nicht. Vom gespaltenen Mond gefallen. Genau. Oder Frauen,
Frauen fühlen sich von Psychopathen eh angezogen. Also da gibt es sowieso eine Verbindung. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du, sag ich mal, einen Intensivstraftäter hast und der ist im Knast oder so und dann hast du eine Psychologin oder so und dann fängt die an, irgendwie Sympathie dafür zu erregen. Das ist genau das Gleiche. Zumal das Ding ist, man muss ja auch mal ehrlicherweise dazu sagen, dass der Westen ja eh verweicht ist, häufig bis zum Geld nicht mehr. Das und, ist so. Dann hast die du kennen dann das da, auch gar nicht. Bruder, ja. Die kennen das auch gar nicht mehr. So dieses Männliche kennen die ja gar nicht. Und dieses Verweichliche. Ja. Und wenn die dann so eine Kultur sehen, die sehr viel, also sehr oft über dieses Männliche, über dieses Macho-mäßige spricht, ja, ist dann für die Frauen was ganz Neues. Die denken, oh, ja, das kenne ich ja gar nicht. Weil hier wird sie ja immer als negativ dargestellt. Macho ist ja gleich Narzisst. Das Ding ist, diese gesunde Mitte, genau, ne, dass man Maskulinität hat, aber dass man gleichzeitig auch, ne, liebt Christus, liebt die, in der Bibel steht zum Beispiel, liebt die Frauen so sehr, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Richtig. So, das ist Maskulinität. Und ihr Frauen ordnet euch dafür unter. So. Und ich sag dir, wenn das beide sich zu Herzen nehmen, dann hast du eine wundervolle Ehe, dann hast du... Aber im Islam wird es anders definiert, Bruder. Bitte. Ja. Geht mit Schlagen, schlag die Frau. Da ist dann eher so Miswak die Antwort. Bruder Schlomo, gestern hatte ich doch in meinem Live ein Mädchen. Und ich habe gesagt, im Koran steht, dass man Frauen schlagen soll. Die hat gesagt, der Koran wurde vom IS geschrieben. Was? Ja. Was? Ja, das ist genau das Gleiche wie dieser Typ vorhin, der gesagt hat, Ibn Taymiyyah ist nicht alles Sunna. Ich meine, was willst du denn da noch weiter? Was willst du da noch weiter reden? Bruder, ich bin ehrlich. Aber sie hatte doch recht, der wurde doch vom IS geschrieben, nur von dem ersten IS auf der Welt. Aber sie hatte genau. Ja, das stimmt. Ja. Also, aber, Bruder, ich finde es traurig, echt. Aber guck mal, das Ding ist, ich als Beispiel, ne? Ich habe in meinem beruflich mit mehreren Jugendlichen auch zu tun. Und da ist zum Beispiel jetzt einer, der geht jetzt immer zum Koranunterricht. Und ich sag dann immer so, erzähl mal, ne? Einfach ist ja für den auch gut. Dann ruft er nochmal in Erinnerung. Ich bin da auch gar nicht wertend oder sowas, ne? Sollen die machen wegen meiner, juckt mich nicht. Ne? Ich habe meine eigene Meinung. Ne? Auf jeden Fall, da sagt er, ja, Allah wohnt in einem Haus und dieses Haus ist in Mekka und die lernen da Sachen teilweise. Guck mal, was für so Sachen die erzählen. Und denkt mir, vor allem dann kam ein Kollege von ihm zu ihm, ja wie, hat Gott jetzt, wohnt er in einem Haus, kann man dann zu Gott hingehen? Ja, den kann man da besuchen. Hat Kabelanschluss oder DSL? Nein. Hat Netflix? Nein, Glasfaseranschluss. Nein, der dieses Starlink von Elon Musk hat. Der, dieses der hat sogar Solar auf dem Dach. Photovoltaikanlage, oder? Der hat Glasfaser. Ey, ich kenn wirklich einen, ne? So, ich meine, wir alle wissen, Gebäude sind Gebäude und Tiere sind Tiere. Wir wissen das alle. Ne? So, ich kenne wirklich einen, der dachte so, die ganzen Tiere und so, ne? Die ganzen Tiere, die fliegen auch so. Digga, oh, ne, ich flatter jetzt so. Junge, ich will was erzählen, ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht lachen muss. Auf jeden Fall, der hatte auch hier diese Videos gesehen, ne, wo so irgendwie eine Taube Sujud macht vor der Kaaba, ne? Guck mal, was ist denn das, Bruder? Und pass auf, dann war der in Mekka und da hat er gesehen, dass die ganzen Tauben da drauf, ne? Die haben das halt als, wie Brücken bei uns in Deutschland, haben die halt die Kaaba benutzt, ne? So, und dann ist er aus allen Wolken gefallen. Der so, es kann doch nicht sein. Bruder, ich sehe sogar Videos, wie die so zeigen, ein kleines Kind läuft da zur Kaaba, steckt seine Hand da irgendwo rein, ne? Und da sagt einer so, oh, Mashallah. Ja, was war jetzt, Mashallah? Ja, keine Ahnung. Ja, was hat er jetzt gemacht? Was war jetzt an dem, wirklich, ich habe das Video 3-4 Mal angeschaut, ne? Da habe ich gedacht, hä, was macht denn der da so besonders, dass er sagt, Mashallah? Ich gucke in den Kommentaren. Auch nichts Besonderes. Einfach ein Video, wie ein Kind dahin läuft und da irgendwie seine Hand da reinsteckt, da wo das Schwarze da quasi unten so aufgehängt wird. Er hat einfach so berührt.
keiner konnte mir irgendwie beantworten. Ich hab überall so geschaut. Hä? Und jetzt? Oder es gab noch eins von Ilenatan, der hat es hochgeladen. Du siehst alles auf dem Boden, ne? Und auf einmal, da rennt einer und steckt seine Hand in den Ding rein, da wo der schwarze Stein ist, ne? Und dann sind alle hinterher. Die wollen alle ihre Hand wirklich bis zum Ellenbogen da reinstecken. Jetzt frage ich mich, was ist denn das? Und jetzt ehrlich, jetzt Leute, wirklich, was soll das bedeuten? Was ist denn das? Was habt ihr davon? Die rennen da so wirklich wie, manchmal denke ich mir, Tiere sind sogar intelligenter als manche Menschen. Was macht ihr? Das Problem ist, wenn du etwas einer Heiligkeit zuschreibst oder ein segenhaftes Ereignis oder so, dann ist das halt irgendwas Besonderes in dem Moment, weißt du? Und wenn du das berührst, als hätte irgendeine Energie dich berührt oder du hättest irgendwas. Oder ich, die irgendwas Erklärung von ihnen, hätte. Die Erklärung von aber ihnen kenne ich schon. Ich frage mich aber so menschlich, ne? Das ist absolut erstes Mal aus. Ich habe mal so eine Frage, ne? Götzendienst. Ja, aber Jimmy, ist das. Ja, bitte. Ja, das ist Götzendienst. Das ist wirklich Götzendienst. Ja, eigentlich schon so. Theoretisch könntest du jetzt sagen, eine Puppe, die ich hier habe, die ist heilig und wenn du sie berührst, wirst du gesund. Das ist genau das Gleiche. Aber ja, so ja. Nur weil du daran glaubst. Oder das eine ist so eine ganz andere der schwarze Stein, der Kaaba, Bruder, das ist erstens mal esoterisch. Ja, das ist esoterisch, dass sich im Islam quasi nicht eingeschlichen hat, sondern das gab es schon vorher und ist im Islam einfach nur übernommen worden. Das heißt, in der Zeit der Jahiliya gab es das und als der Islam dann entstanden wurde, haben sie einfach übernommen. Warum? Der Islam ist Arabismus, Mohammedanismus, weil das ist keine Religion, die sich konzentriert auf einen Gott, sondern die konzentrieren sich auf Mohammed. Deswegen nennt man den Islam eigentlich Mohammedanismus. Es dreht sich alles nur um die Sunna von Mohammed, nicht um das. Vor allem, wenn es um Hadithe geht, ne? Also ich sag mal, vor allem, wenn es um Hadithe geht. Wenn du den reinen Koran so nimmst, dann geht es eigentlich gar nicht um den Propheten so. Doch, Bruder. Nein. Nicht so stark, wie du Hadithe nimmst. Jimmy, im Koran steht, er darf mit jeder Frau Sex haben, den er will. Genau. Ja, okay, aber Mohammed wird nicht so oft thematisiert wie im Koran, wie jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn du die Namen alleine nur anguckst. Es geht aber nicht um den Namen, guck mal, wenn du jemanden... Nein, guck mal, das geht ja nicht um Namen. Du musst nicht immer den Namen schreiben, Bruder. Shalom, guck mal, es gibt unter jeder Vers, ne, jeder Vers, der hochgekommen ist, zum Beispiel im Koran steht, da gibt es eine Geschichte. Und wenn du zu Tafasir gehst, die Geschichte steht da. Und das geht nur um den Prophet. Eckstein gesagt. Wirklich. Leute, ohne jetzt irgendwie vorbelastet zu sein, weil man was gegen Islam hat oder so. Ich war gestern in so einem Livestream gewesen, da ging es halt um so Beziehungen zwischen Mann und Frauen und da waren halt 150, 200 Leute drin, was die Menschen, also was Männer von Frauen denken, was Frauen von Männern erwarten, weiß ich nicht was. Und da war einer drin, der hat sich halt als Muslim bezeichnet, der meinte, wenn eine Frau die Mehrehe verbietet, dann ist ihm das eigentlich legitimiert. Er darf ihr fremd gehen quasi, weil sie das halt verbietet hat. Bruder, eine Frau darf im Islam nicht mal ihr Mann verbieten, ob er eine zweite Frau tritt. Die darf es gar nicht verbieten. Sie darf das nicht. Also er meint halt, wenn sie das verbietet, so ist es ihm sogar legitim und das ist keine Sünde, wenn er dann fremd gehen würde, weil sie hat ihm verboten, weitere Frauen zu nehmen. Dann das Problem ist, sie kann es ihnen nicht verbieten. Das ist ja das Problem. Ja, nee, ich verstehe, was du meinst, wo du hinaus willst, aber sie kann ihn und darf ihn nicht verbieten. Es gibt kein Hadith, es gibt keine Quelle, kein Tafsir, egal von welcher Rechtsschule. Es gibt nichts, wo steht, dass die Frau... Gibt's auch nicht. Herr Bruder? Gibt's auch nicht. Deswegen steht im Koran, ne, wenn zweite Frau oder dritte Frau oder vierte Frau und danach kommt Milkel Yamin. Was ist Milkel Yamin? Milkel Yamin... Die Kriegsbeute und Geschenke und Sklaven. Sklaven, du kannst heute Sklaven kaufen, morgen verkaufen. Und das ist gleich wie Sinne. Und das ist aber halal. Das ist halal. Aber die erzählen viele Lügen. Jimmy, guck mal, die erzählen auch sehr viele Lügen, auch in Social Media, die sagen, nein, die Frau muss einverstanden sein, wenn er eine zweite. Das stimmt nicht. Es gibt in gar keine Rechtsschule, es gibt nirgends eine Quelle, wo das bestätigt. Eine Frau muss, ob sie will oder nicht, es akzeptieren. Es gibt kein Hadith oder irgendeine Quelle oder ein Vers, wo sie sagen darf, ich möchte nicht und er muss quasi einverstanden sein. Gibt's nicht. Null. Sie muss einverstanden sein, ob sie will oder nicht. So. Oder was sagt Aisha? Aisha sagt, Mohammed, ich sehe, dass Allah damit beschäftigt ist, deine Gewissen zu erfüllen. Genau, Bruder. Im Koran.
Richtig. Der Koran ist da, um seine Gelüste zu erfüllen. Oder sie hat es gemerkt. Weißt du, wo welcher Vers ist das? Weißt du, wo welcher Vers ist das? Das ist Surat al-Ahzab, Vers 50. Das geht, er darf so viele Frauen haben, er darf Sklaven, Kriegsbeute und dann noch eine Frau, die ihn nur einmal mit ihm machen will. Das geht um dieser Vers, weil das im Koran steht. Ja. Bruder, ich sag dir sogar, Aisha hat es selber gemerkt. Ne? Sie hat sogar selber gemerkt, alles, was er sich wünscht, erfüllt jedes Mal Allah. Kurze Zeit danach, ja, er kriegt eine Offenbarung. Das ist doch, Bruder, das ist doch Wahnsinn, dass sogar seine eigene minderjährige Frau es selber sogar schon gemerkt hat. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch Wahnsinn. Seine eigene Frau, guck mal, sie war jung, aber trotzdem Kopf ist schon sehr weit. Sogar sie hat es gemerkt. Jetzt überleg mal, lass jetzt mal die Erwachsenen, wenn schon ein Kind, hör zu, wenn schon ein Kind es gemerkt hat, dass da irgendwas nicht stimmt, wer sind dann wir? Wir sind Erwachsene, wir sagen ja von Anfang an, hey, mit diesem Prophet stimmt irgendwas nicht. Seine Gelüste, alles, was er sich wünscht, alles wird ihm irgendwie erlaubt. Und ich sag ihr, seine eigene Frau, sie selber ein Kind war, hat es sogar gemerkt. Deswegen, Muslime, schaltet mal euer Kopf ein. Wir sind ja nicht dumm. Wir sind doch nicht, ihr seid auch nicht dumm. Aber ihr habt Angst, es zuzustehen. Bruder, ich bin mir sicher. Das ist das größte Problem, du hast ein Stichwort gesagt, Angst. Das ist das Kernproblem überhaupt, was ein Mensch, ich sagte, ich war ein Mensch, ich hatte wirklich Angststörungen gehabt, ich konnte nicht mal in die Bahn einsteigen, in die Stadt gehen, zwischen Menschen rumlaufen und irgendwann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Angst zu befassen, Bruder, und immer mehr habe ich alle Probleme aufgelöst und irgendwann kam ich an den Punkt mit Religion, ich dachte mir, ey, woher weißt du, wie Gott überhaupt ist, so, die haben dir irgendwas erzählt, du hast Angst, irgendwas zu tun, weil du denkst, es wäre eine Sünde und du wirst bestraft, du weißt es gar nicht, du hast keine hundertprozentige Bestätigung davon. Aber ich meine nicht nur die Angst wegen Religion, Bruder, ich meine, vielleicht hast du mich falsch verstanden, ich meine nicht nur die Angst wegen Religion, ob die in die Hölle kommt, sondern nein, sie haben Angst, weil sie in einer Kultur, in einer Religion geboren sind und sie wissen ganz genau, wenn sie das hinterfragen, haben sie eventuell große Probleme in der Familie und auch in ihrem Umkreis, weil sie alles, weil die Muslime, Bruder, die sind ein bisschen anders als Europäer. Das heißt, wenn du zu deiner Mutter sagst, ja Mama, sagen wir jetzt einen Deutschen, ja, oder einen Pole oder wie auch immer, also sag jetzt, Mama, ich möchte in eine Religion wechseln. Ich will jetzt Muslime. Dann sagt die Mutter vielleicht, ah, oder Vater, ah, ist halt nicht so, jetzt, ja, Mom, ja, okay, wir lieben dich ja trotzdem. Kannst sein, was du willst, vielleicht Hindu auch, okay. Wenn du Muslim ist, ein bisschen anders. Und das kommt aber auch von ihren Schriften. Wenn er als Muslim geboren ist und er verlässt den Islam, ist er ein Murtad. Und ein Murtad ist in der Scharia, wird er zu Tode verurteilt. Und hier, wo keine Scharia ist, Bruder, wird er was? Er wird ausgestoßen aus der Familie. Er wird von jedem, jeder distanziert sich von ihm. So richtig sektierisch. Jeder distanziert sich von ihm. Warte, ich hab, warte ganz kurz. Hallo zusammen, guten Tag. Ich hätte eine kurze Fachfrage wieder an euch, weil ihr euch ja auskennt im Islam, also zumindest wesentlich besser als ich. Ich habe gestern wieder eine Diskussion mitgekriegt bei, keine Ahnung, war wieder ein muslimischer Channel, ging es wieder um Glaubensfragen hin und her. Und dann hat mir jemand vorgeworfen, unten in den Kommentaren, dass ich ja ans Injil zu glauben hätte. Und dann habe ich gesagt, das Injil ist das Evangelium. Nein, ist es nicht, das ist was anderes. Da habe ich gefragt, was ist denn das Injil? Jetzt ist meine Frage an euch, was verstehen die Muslime unter Injil? Und haben die dieses Buch, haben die Zugriff da drauf? Oder ist es für die nur fiktiv irgendwas, wovon sie mal gehört haben? Weil niemand von denen sagt mir, was das Injil ist. Was meinst du mit Injil? Was Injil ist? Was meinst Injil, du? Warte, lass mich aufreden. Ich habe schon verstanden, was er macht. Evangelium. Injil heißt übersetzt einfach Evangelium. Genau. So. Welches Injil die islamischen Apologeten jetzt meinten, da kannst du einen Würfel machen und kannst dann würfeln und bei geraden Zahlen machst du es so und bei ungeraden machst du es anders. Ja, ob sie darauf Zugriff haben, ist auch ein großes Fragezeichen. Beziehungsweise sie sagen, ob sie damals zur Zeit von Mohammed Zugriff haben. Heute sagen sie, alles ist verfälscht, nur unser Koran zu erhalten. Und unsere Abhadithe, die sind alle authentisch, die hast du alle zu glauben, aber alles andere ist komplett verfälscht. Das ist alles Menschen, Torah, Injil, alles komplett verfälscht. So. Das Lustige ist, es gibt eine Überlieferung, die authentisch ist. Ich meine, die ist bei Bukhari. Da wird berichtet, dass Waraka, das Evangelium, das Englische, da wird es einfach falsch übersetzt, weil im Arabischen steht das Evangelium, Einzahl, nicht Plural, das Evangelium, solange es Allah ihm gewährt hat, ins Arabische übersetzt hat. Das war ein
ebionitischer Christ, der aber auch irgendwie konvertiert ist, ganz komische Sekte damals gewesen, so. Und jetzt ist natürlich die Sache, wenn Whitaker das sagt und er erzählt auch über den Engel des Herrn, der Moses erschienen ist, der ja Gott selber ist, er erzählt da kompletten Schwachsinn, was niemals stimmt, was auch nie gestimmt hat. Und daraufhin sagt dann ja auch Mohammed, dass es quasi Jibril gewesen ist, und dann fängt das ja erst alles so richtig an. Ob sie damals dann zu der Zeit tatsächlich noch teilweise Zugriff drauf hatten, bleibt hier ein dickes Fragezeichen. Keiner kann es dir beantworten. Ja, ich sag immer, zeigt mir mal bitte den Injil, was die Leute rezitiert haben, was von Jesus gekommen sein soll. Die haben das ja dann weiterzitiert, ne? Koran weiterzitiert. Genau. Zeigt mir das doch mal. Im ersten Eben. Jahrhundert, ich habe Kirchenväter, ich habe alles im ersten Jahrhundert da. So. In den ersten 100, 200 Jahren habe ich da. Ich finde es nirgendwo in der Geschichte, dass sie etwas genommen haben. Ich finde die Gnostiker, die Basilides-Sekte, die Kreuzigung abgelehnt hat. Ich finde, aber das kann man ganz klar sehen, dass das erfunden ist. Das ist ganz simpel, das zu recherchieren, dass es einfach erfundener Schwachsinn war, was die da gemacht haben, weil die ganzen Kirchenväter haben ja auch alle dagegen argumentiert. Mhm. Du hast dann so Sekten wie Ebioniter, die sich quasi von Paulus abgegrenzt haben und weiter im mosaischen Gesetz verbleiben wollten. Die hattest du. Die haben dann zum Beispiel aber nur das Matthäus-Evangelium gelesen. Und selbst wenn Waraka nur das gelesen hat, dann ist es auch ein Widerspruch, weil im Matthäus-Evangelium hast du auch die Gottheit Jesu Christi, weil dort steht, ich bin der gute Hirte. Und wer ist der gute Hirte? Lest Psalm 23. Vorne und hinten, das macht keinen Sinn. Eben, also wenn ich frage, was das Injil ist, mir antwortet keiner von denen. Die sagen immer nur, ja, für Christen gilt das Injil. Ich sage, was ist denn das Injil? Wo ist es denn? Wo kann ich denn das lesen? Das ist auch sogar falsch, die Aussage, weil Jesus ist nach islamischer Theologie nur für die verlorenen Schafe des Volkes Israel gesandt. Ja, genau. Das heißt, alle Christen, die mal Heiden waren, dürfte es nach islamischer Theologie nicht geben. Gibt's nicht. Ja, so eigentlich ist es. Alle durch einen Trick von Allah sind die ganzen erschaffen. Das ganze römische Imperium, was das Christentum angenommen hat, alles Trick von Allah. Die ganzen konvertierten deutschen Heiden, alles Trick von Allah. Alles. Wie gesagt, mir ist halt nur aufgefallen, dass sie halt oft von Mythen sprechen. Die sprechen oft von Sachen, die gibt's überhaupt nicht. Wenn du danach fragst, wo ist denn das Buch oder das Buch? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn das Original? Wenn du sagst, das und das ist gefälscht, dann musst du ja wissen, wie es Original aussieht. Wie willst du sonst Original von Fälschung unterscheiden? Da antwortet mir keiner drauf. Das ich möchte was sagen, mein Bester, ganz kurz. Alles, was du auf diesem Planeten findest, was ansatzweise versucht, Gott zu beschreiben, ist eine Lüge. Mehr ist es nicht. Und alles, was du hier auf diesem Planeten hast, ich will niemanden angreifen, ne? Das ist das, was ich am Ende für mich als Weg gefunden habe. Ich habe anfangs halt mich mit Gott beschäftigt, mit einem Schöpfer, und irgendwann kamen diese ganzen Menschen, mit denen ich diskutiert habe, haben mir versucht, eine Version in meinen Kopf zu setzen von Gott und Schöpfer, dass ich das in der Bibel finde, dass ich das im Koran finde, dass ich mich mit Islam und das und alles beschäftigen soll. Irgendwann war ich auch auf diesem islamischen Weg, aber ich hatte halt Probleme damit gehabt, weil ich gewisse Dinge nicht akzeptieren konnte, so, keine Ahnung, was man mir dafür, Jizya und weiß ich nicht, was für Sachen man mir da alles auf den Kopf geworfen hat, und darauf habe ich auch keine vernünftigen Antworten bekommen, bis ich zu dem Schluss kam, dass ich sogar den Islam verteidigt habe, wo ich mit Menschen diskutiert habe und das als richtig angesehen habe. Und irgendwann saß ich hier und ich dachte mir, warum kannst du vom Islam nicht ablassen? Was das? Ich habe gemerkt, ich verliere eine Orientierung im Leben. Ich habe eine Orientierung, ich habe etwas, woran ich glaube, das besänftigt mir die Angst vor dem Tod, und ich bin auch, dieses Unwissenheit, was danach geschieht, ist auch irgendwie abgedeckt, man hat eine Vorstellung von etwas. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, was, wenn alles falsch ist? Was, wenn alles, was auf diesem Planeten dir in deinen Kopf reingesetzt wird, einfach nur ein Glaubensmuster ist, den du einfach auslebst? So. Und aber du persönlich als Mensch hast doch erkannt, dass es etwas geben muss, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass etwas sich bei diesem ganzen Phänomen hier, was sich hier abspielt, sich irgendwas dabei gedacht hat. Nur wenn ich anfange, diesem Phänomen einen Namen zu geben und zu sagen, guck mal, du musst den Weg gehen, dann habe ich eine Vorstellung von diesem Schöpfer.
Aber alle Religionen haben erkannt, dass es einen Schöpfer gibt. Und das ist der Schnittpunkt jeder Religion. Jede Religion schreibt eine höhere Macht etwas zu, aber die Gedanken darüber ändern sich eigentlich nur. Und wenn du alle Gedanken über diesen Schöpfer ablegst, bleibt nur noch, es gibt einen Schöpfer. Und ich weiß nicht, was er von mir möchte. Ich weiß nicht, was sein Wille ist. Er hat sich nie gezeigt. Er musste scheinbar immer Menschen nehmen, Propheten nehmen, vor allem Männer nehmen, die irgendwas machen oder schreiben oder irgendwas zeigen, damit man glaubt, es kommt von Gott. Und vor allem ist das auch irgendwie seltsam, weil immer und immer wieder neue Propheten gekommen sind. Es hat nicht ausgereicht. Also irgendwie scheitert Gott die ganze Zeit, seine Botschaft zu überbringen. Und ja, mein letzter Dings war halt, da bin ich stehen geblieben, dass es halt einen Schöpfer gibt. Und mehr kann ich auch nicht darüber sagen. Ich kann mit meinen Augen und meinen Ohren, wenn ich mir die Natur angucke und Sachen höre von der Natur, erkennen, hier ist etwas, hier spielt sich ein Phänomen ab. Jemand hat sich etwas dabei gedacht und mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Und damit spalte ich niemandem, ich verurteile niemandem, ich mache niemandem eine Angst, du wirst in die Hölle landen, du wirst ins Paradies kommen. Vielleicht ist alles falsch von dem, was wir uns vorstellen und es passiert vielleicht etwas ganz was anderes, etwas komplett anderes. Es wäre vergleichbar mit einem embryonalen Zustand, wo sich das Baby im Bauch der Mutter befindet und das ist ein ganz anderer Ort, ein ganz anderes Ereignis, ein ganz anderer Prozess als das, was du auf dieser Erde lebst. Und als Spermie bist du auch im Hoden und da ist auch ein ganz anderer Prozess, ein ganz anderer Ort. Und vielleicht ist dieser Stadium nach dem Tod, nach dem Ableben etwas ganz anderes, was wir überhaupt gar nicht erfassen können, weil du musst einfach in diesem Stadium sein. Guck mal, so sehe ich das. Ich verstehe deine Denkweise und ich sag mal so, solange du auch, sage ich mal, für dich, ich sag mal, moralische Maßstabe der Bergpredigt zum Beispiel hast, Feindesliebe, ne, etc., ist das ja alles cool und wir könnten wahrscheinlich philosophisch, theologisch könnten wir wahrscheinlich Tage und Nächte etc. Diskutieren darüber. Natürlich als Christ, ich habe da eine andere Meinung zu, ist klar. Ich habe da für mich halt einen anderen Weg gefunden. Wenn du auf deinem Weg glücklich wirst, am Ende des Todes werden wir eh, das ist unser Glaube, in die Wahrheit eingeführt werden. Und dann werden wir das eh sehen. So. Die Sache ist jetzt halt, ob ich wegen meiner Glaubensvorstellung, ob ich dann anderen Menschen beleidige, schade etc. oder ob ich sie aus meinem Glauben heraus, ne, ob ich ihnen was Gutes tue. Und das ist halt der große Unterschied, den wir da haben. Das wird aber so oder so passieren, weil sobald zwei verschiedene Meinungen herrschen, zwei verschiedene Ansichten herrschen von etwas, was als wahr abgestempelt wird, wird definitiv früher oder später ein Streit ausbrechen, egal in was für einer Thematik. Sei es nur, dass ihr euch darüber streitet, ob es die Zahl 6 oder die Zahl 9 ist. Es ist halt eine andere Perspektive und die guckt aber jeder warte, Jimmy, das von seiner hallo. Perspektive aus. Ja. Hallo, du kannst doch hier frei reden. Niemand hat was zu dir gesagt, weil du ja, bei Christen richtig, bist. Aber wenn jetzt so ein richtiger islamischer... siehst du, wir haben dich hier ausreden lassen, du hast deine Botschaft gehört, keiner hat dich unterbrochen, weil du bei Christen bist. Das ist der Riesenunterschied, welchen Geist du in dir hast. Guck mal als Beispiel, Urban Jimmy, zum Beispiel. Jimmy. Warte kurz. Jimmy. Dino, warte kurz, eine kurze Sache noch sofort, danach kannst du so lange reden, wie du willst. Urban ist zum Beispiel orthodox, ich bin katholisch. Wir haben gar kein Problem, wir können jetzt chillen. Wir könnten sogar theologisch vielleicht Jahrhunderte darüber diskutieren, wegen meiner, wenn wir so lange leben. So, aber, ne, wir sind normale Menschen und man kann mit Respekt und mit Anstand und so weiter reden. Wenn du natürlich irgendwelche Fundamentalisten, Fanatiker hast, die nur Dschihad und ich hau dir gleich den Schädel ein, den Kopf hast, ja natürlich, aber selbst du, guck mal, selbst du hast eine ganz andere religiöse Sichtweise, etc., theistische Sichtweise als ich und auch wir können hier ganz normal chillen, ich könnte dich auf einen Kaffee einladen, du kannst mein Nachbar sein, alles gut. Ja, woher kommt das? Warte mal, woher kommt das aber? Warum können wir miteinander normal reden? Mit Atheisten auch? Oder mit Andersgläubigen? Wieso ist das bei Christen immer möglich? Dino ist auch Atheist hier. Dino ist zum Beispiel auch Atheist. Nein, ich weiß, Bruder. Ich sage nur, wieso ist das Gespräch? Tomo, ich habe den armen Dino unterbrochen. Lass ihn mal bitte reden. Ich habe den unterbrochen. Nein, alles gut. Ja, also ich habe dieselbe Meinung wie Jimmy die ganze Zeit. Und jeder weiß das, ne? Aber ich komme hier gerne, weil keiner mich beleidigt. Keiner sagt mir, Jesus hat so gesagt und du bist falsch. Keiner sagt mir, aber geh mal in muslimische Live und sagst du, nee, ich glaube an Allah nicht, da wirst du vom
Die beleidigen deinen ganzen Stamm. Die beleidigen, die gehen persönlich, du bist besessen vom Djinn und du bist Murtad. Das ist übertrieben. Das ist wirklich übertrieben. Deswegen komme ich hier gerne, weil keiner zwingt mich hier so, ja, du musst ein Christentum nehmen, aber geh mal in muslimische Lives, ja. Die sehen mich als, weiß ich nicht, sogar wie ein Hund. Also Hund finde ich auch gut, ne? Weil wirklich, ich habe keine Probleme mit Hund, aber ein Erschöpfer begleicht sein Erschöpfer mit Hunde oder Esel oder Dreck. Für mich ist das kein Gott, ganz einfach. Also für mich ist das also kein Gott. Dino, glaubst du an einen Schöpfer? Ja, ne? Ja, ich bin Agnostiker, also kein Atheist, Agnostiker. Ich glaube an Erschöpfer, aber beweisen kann ich nicht. Also deswegen. Ich glaube, er hat sich nie gezeigt. Ja. Wenn er es zeigen würde, würde das ganz anders. Ja. Er braucht keine Menschen oder Bücher oder so. Also so sehe ich die Dinge nicht. Ich will niemanden angreifen. Das ist alles menschliche Werkzeuge, womit er sich. Jimmy, er braucht keine Menschen. Deshalb kam Jesus als menschgewordener Gott auf die Erde, weil er keine Menschen braucht. Und er hat in perfekter Form seine Religion für uns auf der Erde als Vorbild gelebt. Für uns war er da. Für die anderen war er nicht da. Ja, darüber lässt sich halt wieder so, ich will jetzt nicht diskutieren, so, ich habe da auch sehr viele Fragen im Kopf, weißt du, so, das ist halt, ja, würde ich auch hinterfragen, ist, so, warum er unbedingt als Mensch kommt und nicht als ein ganz anderes Wesen, warum überhaupt geboren werden musste und nicht einfach so erschienen ist. Weil er so vorher prophezeit war. Kann er nicht mit den Menschen anders interagieren oder muss er in dieser Dimension als Mensch erscheinen, geht das vielleicht gar nicht anders, so, das sind so halt Fragen, die man im Kopf dann hat, ne? Also kann er sich gar nicht jetzt in Form einer anderen am Himmel zeigen? Ist das vielleicht unmöglich? Muss er irgendwie, wenn er in diese Dimension reingeht, eine Gestalt annehmen, die auf diesem Planeten schon vertreten ist? Nein, da wird es keinen freien Willen mehr geben, wenn er das gemacht hätte. Das ist auch so ein Thema. Freier Wille gibt es ja nicht, sagt man. So, bei uns nee, freier Wille gibt es nicht. Lang gibt es nicht. Jimmy, warte kurz. Jimmy, könnte ich, wenn ich will, mir eine Waffe besorgen und wenn ich wüsste, wo du bist, zu dir hinfahren und wenn mir jetzt nicht ein Stein auf den Kopf fällt bis dahin, könnte ich versuchen, dir sonst sowas anzutun. Wenn ich will, ich könnte das. Ich könnte jetzt nach draußen gehen, könnte das Auto da versuchen, kaputt zu treten auf einer Straßenseite. Würde ich natürlich niemals machen. Aber ich kann's, ne? Aber das sind, guck mal, das sind so philosophisch-atheistische Fragen. Ich glaube, wenn wir die jetzt anschneiden und dann wirklich in die Tiefe gehen, ich glaube, dann können wir ganz, ganz, ganz lange darüber reden. Nee, ich habe ein paar Videos angeguckt und da haben die halt gesagt, es gibt keinen Willen, dann das doch, ich kann das jetzt nicht genau so wiedergeben, was ich da gesehen habe. Es hat schon Sinn gemacht, so was sie da jetzt, dass wir halt auch schon in diesem Willen auch schon wieder eingeschränkt sind, dass wir für gewisse Dinge eigentlich gar nichts können. Sei es zum Beispiel von mir aus, dass du Triebe hast, ist das dein Wille gerade, dass du kannst du diesen Trieb gar nicht abschalten, so wenn du jetzt etwas siehst zum Beispiel. Du hast einen Trieb, sei es eine Frau, du hast keinen Willen, dein Körper reagiert doch automatisch. Wir haben auch falsche Triebe. Man muss sich ja nicht von den Trieben lenken lassen, deswegen hast du ja ein Gehirn. Was heißt denn falsche Triebe? Manche Männer haben Triebe nach kleinen Kindern. Manche Männer haben Triebe nach kleinen Kindern. Ich sehe das eher als Ausleben. Ist das verurteilbar? Guck mal, da sehe ich eher so eine Schwäche des Menschen in der Form, dass er sich vielleicht nicht, dass er irgendwie eine Schwäche hat, erwachsene, ausgereifte Frauen irgendwie zu klären. Ich weiß nicht, ich sehe da eine Schwäche, eine Krankheit irgendwie so. Ja, da machst du einen Unterschied. Aber ein gesunder Mensch, der Selbstvertrauen hat, der auf Frauen zugehen kann, der wird doch nicht irgendein Kind nehmen, was irgendwie gar nicht nachdenken kann. Es gibt doch Familienväter, die haben 2, 3 Kinder und haben eine gesunde Familie und trotzdem haben sie diese Neigung. Gut, mit dem Thema kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Ja, also siehst du, da machst du einen Unterschied zwischen den Trieben. Das heißt, wir haben Triebe, aber wir haben auch ein Gewissen, wir haben auch ein Gehirn, der sagt, ob unsere Triebe gut oder schlecht sind. Aber dann sind wir ja wiederum die einzigen Wesen, die das auf diesem Planeten haben. Das Nein. sind wir nämlich. Also wir sind die einzigen, es gibt kein Tier, sag ich mal, was, also auf jeden Fall Stand unseres Wissens, was sich auch so mäßig reflektieren kann, etc. Ne? Das unterscheidet uns ja. Aber auch nicht einheitlich. Das ist wiederum auch so eine Sache.
dass bei Tieren immer der Gedanke oder dass wenn also seit der Geburt einheitliches Verhalten zu sehen ist, ist bei Menschen ja sehr viele verschiedene Glaubensmuster vorhanden. Extrem verschieden. Und dann werden wir uns ja auch zum Beispiel auch nicht einig und wir bekriegen uns auch, glaube ich, aufgrund unseren Glaubensmustern, sage ich mal. Und man kann sein Glaubensmuster auch ablegen. Du kannst dein Glaubensmuster auch hinterfragen und du kannst. Ich denke zum Beispiel, in den letzten 2 Jahren habe ich mich so stark verändert, das ist ein ganz anderer Mensch gewesen, der ich vor 3 Jahren gewesen bin. Was ich, wenn ich das mit heute vergleiche, das ist ein ganz anderer Mensch. Und ich hätte nicht vor 2, 3 Jahren gedacht, dass ich mal an diesem Punkt heute bin, wo ich bin. Mit diesem Mindset, was ich habe. Denkst du, ich? In Corona-Zeit war ich in Moschee jede Woche, jeder Freitag. Verstehst du? Genau, aber zu der Zeit war ja alles richtig gewesen, oder? Du hast dich auch richtig, du hast ja nichts gedacht, dass was du jetzt gerade machst, ist falsch so. Es war für dich alles ganz normal richtig, so wie es jetzt auch ist. Ja, genau. Aber und das ist ja die Gefahr vom Glauben, dass du an etwas glaubst und denkst. Ja, aber das irgendwann habe ich hinterfragt, dann gelesen und dann habe ich Kinder bekommen, ne? Zum Beispiel, ich habe Kinder bekommen, wenn man steht, ich muss meinen Kindern mit 7 Jahren anfangen zu schlagen, damit die beten und so weiter. Da kam nicht in meinen Kopf. Verstehst du? Und wenn ich in dieser Hadith nicht glaube, dann bin ich sowieso kein Muslim mehr. Und es gibt viele, dass man durch Hadithe, dass meine Mutter zum Beispiel, wenn sie ungläubig ist oder sonst was, ne, die kommt sie nicht in den Himmel und so weiter. Das kommt für mich, das ist kein. Also das ist keine Religion für mich. Nee, das ist auch schon sehr viel Quatsch. Ich glaube, wenn es, also das ist meine Meinung so, wenn ein Zustand passiert, dann wird das für alle gleich passieren. Ja. Ich glaube, da gibt es keine Separierung oder so. Also wenn nach dem Tod ein Zustand kommt, dann ist es für alle gleich. Da gibt es keinen, der irgendwas richtet. Und also so sehe ich das, weil von einer natürlichen Perspektive aus, wenn ich jetzt auf den Boden spucke, wird es nass, ist es ein Gesetz dann. Nach dem Tod gibt es ein Gesetz, was für alle gleich ist einfach. Jesus. Ich habe einen Imam gehört, ne, und er hat gefragt, wenn deine Mutter, weil es gibt einen Vers, wer einen Vers nicht glaubt oder einen Koran nicht glaubt, egal, der begleitet das wie ein Hund. Und hat er mir gefragt, wenn deine Mutter an dieser Koran nicht glaubt, ist sie ein Hund? Ich habe gesagt, niemals. Niemals. Da sagt er, willkommen, du bist aus dem Islam getreten. Ich habe gesagt, Dankeschön. Aber dass ich meine Mutter wie ein Hund begleiche, das ist meine Mutter. Das geht gar nicht. Das ist eine Frau, die dich erzogen hat, die immer für dich da war, die für dich gekocht hat. Siehst du? Die dich immer so akzeptieren wird, auch für deine Fehler, die du gemacht hast, was kein Mensch tun würde. So ist das. Und dann soll ich das soll ich dann für eine Figur, die es mal gegeben hat, die nicht in meiner Lebenszeit stattfindet, das ist auch mal so eine Sache. Ich muss die Glaubwürdigkeit geben und sagen, er war ein Prophet oder er war so, obwohl ich nicht gesehen habe, das ist auch so eine sehr starke Prüfung, was man einem Menschen zumutet, weil wir leben auch vor allem in einer Zeit, wo sehr viel Lügen verbreitet wird, wo Menschen hintergangen werden. Und dann werde ich mit einem Glauben geprüft, was vor 2000, 3000 Jahren oder vor 1500 Jahren geschehen ist und muss aufgrund dessen werde ich dann nochmal bestraft, wenn ich sterbe. Das ist auch mal so eine Sache. Ne? Wir leiden sowieso jeden Tag auf diesem Planeten, egal in was für einer Hinsicht. Das ist, und dann, das wenn ist ich tot bin, endlich mal meine Ruhe habe, dann werde ich wieder leiden. Was ist das für ein Schöpfer, denke ich mir? Er hat Bock die ganze Zeit, dass Menschen leiden so. Was macht keinen Sinn? Ja, ich stell dir vor, er fragt dich, wenn du im Paradies landest, wen willst du da so erst sehen? Ich sage, meine Mutter. Meine Mutter, ich will sie da sehen, wenn es Himmel gibt. Und will ich allererste Menschen, den ich sehen will, ist meine Mutter. Und nicht andere, nicht Frau, allererst meine Mutter. Weil meine Mutter ist meine Mutter. Richtig. Und wenn sie ein anderer Glaube haben und die sehe ich nicht, ich will dieser Paradies nicht. Ich will dieser Paradies wirklich nicht. Vor allem will ich nicht da mit irgendwelchen Leuten im Paradies zusammensitzen, die auf TikTok so komische Lehren verbreiten und gar nicht tolerant sind und Menschen verurteilen und keine Ahnung was. Da will ich ja sowieso nicht sitzen, dann bin ich dir ehrlich. Ja, ist auch so. Wenn solche Menschen so einen Ort verdient haben, dann gehöre ich nicht dazu. So fertig. Da gehe ich freiwillig, wo meine Mutter da ist. Wirklich, ich gehe freiwillig, aber ob die in der Hölle ist oder irgendwo anders ist, ne? Da gehe ich freiwillig dahin. Und das ist, was keinen Sinn gibt. Oder soll mein Prophet, den ich nie gesehen habe und nie erlebt habe, ich soll ihn mehr lieben als mein Geschwister, meine Mutter, mein Vater. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich.
Das ist unmöglich. Wir haben einen neuen Gast hier oben. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ihr habt ja darüber geredet, dass es nicht möglich ist, einen Gott, den Schöpfer aller Welten, mehr zu lieben als eure eigene Mutter, oder? Ja. Ich habe nein, einen Propheten, eine Figur, die es mal gegeben hat, die ich niemals in meinem Leben gesehen habe und nur von Büchern kenne, nur von Erzählungen kenne und ich nicht niemals bestätigen kann, ob das so gewesen ist, aber eine Person hier im Raum ist, mit mir zusammen aufgewachsen ist, in dessen Bauch ich 9 Monate gewesen bin, die mich ernährt hat, die auf mich aufgepasst hat, die morgens mein Butter geschmiert hat und mich zur Schule gebracht hat, die immer für mich da gewesen ist und in meinen schlechtesten Zeiten, wo ich im Krankenhaus lag, die mich besucht hat, die weiß ich, was alles schon für mich getan hat, dass ich diese Person weniger liebe als eine historische Figur, die es nicht mal mehr gibt und wofür es keine Bestätigung gibt, ob das wirklich ein Gesandter Gottes gewesen ist, sei es mal auch jetzt dahingestellt so, dass ich den dann mehr lieben soll als meine eigene Mutter, das wäre dann für mich schon eine Respektlosigkeit. Sehr undankbar. Ja, es gibt eine Erzählung, nicht, dass man damit das aufschreibt, eine Erzählung, wo steht, wo mein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die mit mir gelebt haben, sind meine Freunde und die an mich glauben, obwohl die mich noch nie gesehen haben, die sind meine Brüder. Warum kopiert er denn da 1:1 die Bibel? Wo steht das in der Bibel? Selig sind die sehen und glauben. Viel seliger sind noch die, die glauben und nicht gesehen haben. Kann ich dir gerne raussuchen. So eine Art. Ist genau das gleiche, was du gerade mir da beschreibst. Das kennen wir. Ja. Du weißt, dass dein Prophet Mohammed als Fatima geheiratet hat bei einem Christen, ne? Die haben christlich geheiratet. Weißt du das? Was? Khadija. 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 Khadija, ja. Hat christlich geheiratet. Ja. Wo hast du das gefunden? Aus deiner Biografie. Ich habe das Buch hier. Ich kann es dir zeigen. Ja, zeig. Das will ich jetzt sehen. Und was dann? Aber was ist, wenn du das siehst? Ja. Das stimmt nicht. Das ist Khadija und der Prophet haben geheiratet, aber definitiv nicht christlich. Aber Mohammed hatte dann noch keine Offenbarung, wo er Khadija geheiratet. Wie war denn die Hochzeit? Khadija war Christin. Schau mal, die Offenbarung ist schon seit dem ersten Menschen auf der Welt. Adam, a.s. ist er auch ein Muslim. Wann wurde Mohammed zum Propheten berufen? Entschuldigung. Kann ich kurz reden? Du laberst viel, aber da kommt nichts bei rum. Es tut mir leid. Wann wurde Mohammed zum Propheten berufen? Wann er zum Propheten berufen wurde? Ja. Mit wie vielen Jahren? Wenn ich nicht falsch liege, war es mit 40. Okay, wann hat er Khadija geheiratet? Unter 40. Okay, welche Religion hatte Khadija? Damals, welche Religion hatte Khadija? Er hat keine Ahnung, er labert einfach. Schau mal, er hat mich noch nicht mal aussehen lassen. Wie alt bist du? Nein, schau mal, ich muss doch den Kontext dahinter erzählen. Es macht doch gar keinen Sinn, wenn ich mir... Aber du kennst nicht mal seine Biografie, über was für einen Kontext du reden. Schau mal, bitte lass mich einfach kurz... Wer hat die Biografie von Mohammed geschrieben? Darf ich bitte einfach ganz kurz fertig erzählen und beantworte ich auf deine Fragen? Nein, ich möchte nicht, dass du hier predigst. Das ist 2 Minuten. Die Sachen, die den Imamer dir erzählt haben, dich angelogen haben, die wollen wir nicht hören. Ich habe seine Biografie gelesen aus 2 Büchern. Also wenn du mir jetzt nicht sagst, sogar wer seine Biografie geschrieben hat, dann hör auf, irgendwelche Geschichten zu erzählen, mit denen du angelogen wurdest, die wollen wir nicht hören. Wirklich nicht. Nimm mir das nicht übel, aber ich höre mir das am Tag 100 Mal an. Ich habe keine Lust mehr auf diese erfundenen Geschichten. Erfundenen Geschichten? Ja. Okay, und wieso weißt du, dass die Bibel korrekt ist, wenn es mehrere Widersprüche gibt? Danke, dass du da warst. Wirklich, danke. Ja.
Das ist so lustig, Junge, wie sie einfach immer auf die Bibel gehen müssen. Der widerlegt seinen Koran selber, ne? Im Koran steht nicht, dass er Widersprüche gibt in Injil, ne? Und er sagt, nein, es gibt wieder Widersprüche in Injil. Irgendwie tut mir das doch ein bisschen leid, so, ne? Wirklich. Mir tut mir leid, der Mensch ist verzweifelt, er sucht nach Antworten und nimmt einfach das, was schon da ist, oder was sein Umfeld ihm erzählt, gepredigt hat, und ich war selber in diesem Zustand. Ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwann mal wieder rauskomme, so. Vielleicht hörst du mir zu, durch deine Aussage, was du gerade als Solist gesagt hast, bist du kein Muslim mehr. Das war's. Du hast deinen Gott hier Aussage? Im Koran. Wirklich. Meinst du mit Mutter und so? Nein, das wird Injil verfälscht ist oder Widersprüche gibt. Dein ganzer Koran ist Widersprüche gibt. Dein ganzer Koran. So, es ist ja irgendwie lustig, dass wenn man sagt, ja, hier, das ist falsch und deswegen ist meins richtig. Hä? Ja. Was ist das für eine Lüge? Genau das gleiche auch bei Aisha und Rebecca auf einmal, dass sie dann direkt darauf springen. Anstatt zu sagen, weißt du, ja, ihr habt recht, das ist schon ein bisschen anzweifelbar, es ist schon skurril. Mit 6 und 9 Jahren, ist schon wirklich ein skurriles, sehr komischer Hadith, so, ich gebe es zu. Aber dann kommen die an diesen Punkt, die können das nicht zugeben und springen direkt auf Rebecca dann. Auch wenn Rebecca wirklich 3 ist, macht das trotzdem nicht besser, dass Aisha 6 Monate alt war. Auch wenn sie 6 Monate alt war. Wenn du vom Gericht stehst, dann kannst du nicht zum Richter sagen, der hat das auch gemacht. Das ist es ja. Er hat gesagt, nenn mir einen Widerspruch und ich konvertiere. Hol ihn mal hoch. Also den Widerspruch würde ich jetzt hören. Aber du, warte mal. Du stehst zu deinem Wort. Wenn wir dir jetzt einen Widerspruch nennen, konvertierst du. Ja. Okay. Ich bin ein Mann, ich halte mein Wort. Okay. Sehr gut. Ist es eine Abänderung der Schöpfung, wenn ich mir einen Finger abschneide oder wenn ich mir die Vorhaut abschneide oder wenn ich bei Frauen die Schamlippen abschneide, ist das eine Abänderung der Schöpfung? Ja. Ja. Ja, ist es? Okay, danke. Dann ist dein Gott Satan nach Koran. Soll ich dir die Sure nennen? Dann schlagst du es jetzt selber auf. Ja, gerne. Okay. Schlag auf Sure 4, Vers 119. Sure 4, Vers 108. 119. 19, okay. Gib mal einen Moment. Wenn ich mich nicht täusche, steht doch im Koran irgendwas von, dass der Mensch in bester Form, perfektester Form erschaffen wurde. Das ist Sure 95, ich habe die alle hier, ich kann das direkt bringen. Ich habe da sogar vorhin einen kleinen Vortrag, sag ich mal, kurzen Vortrag darüber gehalten. Deswegen habe ich mich auch immer gefragt, warum überhaupt Muslime für eine Beschneidung eingeführt haben, wenn der Mensch doch sowieso in seiner perfektesten Form erschaffen wurde. So ganz einfach, Mohammed hat einfach von den Juden kopiert und den spirituellen Sinn dahinter gar nicht geschnallt. Das ist die Kurzfassung, Langfassung können wir gerne ein anderes Mal aus. Warum gehe ich immer zum Friseur? Das ist Fitfra. Das ist wirklich. Das ist. Hast du aufgeschlagen? Willst du vorlesen? In Sura 4, Vers 119 steht. Und ich werde sie ganz gewiss in die Irre führen und ganz gewiss in ihnen Wünsche erwecken und ihnen ganz gewiss befehlen. Und da werden sie ganz gewiss die Ohren des Viehs abschneiden. Wahrlich, ich werde ihnen befehlen und da werden sie ganz gewiss Allahs Schöpfung ändern. Wer sich den Satan außer Allah zum Schutz hernimmt, der hat fürwahr einen offenkundigen Verlust erlitten. Okay, gut. Sehr gut. Das heißt, da spricht, und ich, der Satan, ne, spricht ja da, will dem Vieh die Ohren einschneiden und die Schöpfung Gottes ändern, hast du gerade vorgelesen. Ich glaube, du hast Bubenheim gesagt. Nein, komplett falsch. Wer sich den Satan außer Allah zum Schutz hernimmt. Das steht in dem Satz danach. Lies den Satz davor, den hast du gerade vorgelesen. In dem Satz danach, das ist das Letzte. Der hat fürwahr einen offenkundigen Verlust erlitten. Ja, er macht ihnen Versprechungen und erweckt in ihnen Wünschen, aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen in Trug. Das sind schon 2 Verse, die ich jetzt vorgelesen habe. Es ist 119 und 120.
Ja, gerne. Und es ist trotzdem, bleibt immer noch das Gleiche. Dort spricht der Satan und ich, der Satan, will sie irreführen und ihnen in ihnen Wünsche wecken. Und ich werde ihnen befehlen, den Vieh die Ohren abzuschneiden und die Schöpfung Gottes zu ändern. Ich habe dich vorhin gefragt, wenn ich mir die Schamlippen abschneide, wenn ich mir einen Finger abschneide, ist es eine Änderung der Schöpfung? Du hast gesagt, ja. So, der Satan will sie irreführen und will ihnen befehlen, dem Vieh die Ohren einzuschneiden und die Schöpfung Gottes zu verunstalten. Was macht ihr? Ihr macht Beschneidung. So. Wenn du nicht glaubst, dass in diesem Vers der Satan spricht, dann liest ein, zwei Verse vorher, ein, zwei Eier vorher, dann kannst du das selber dir zusammenreimen. Du hast gerade gesagt, ganz klar, wenn ich mir die Hand abschneide, wenn ich mir die Schamlippen abschneide, wenn ich mir die Vorhaut abschneide, ist es eine Änderung der Schöpfung. Und das befehligt euer Gott, ne, durch die Beschneidung. Und der spricht gleichzeitig im Koran und sagt, der Satan will sie irreführen und befehlen, die Schöpfung Gottes zu ändern. Das ist ein klarer Widerspruch, eindeutiger geht's nicht. Dann ist dein Gott ist nach dieser Sure, nach dieser Eier in der Sure An-Nisa ist es, glaube ich, Sure 4, ist er Satan. Also warte kurz, ich lese kurz die zwei Verse davor. Lies auch gerne laut vor, ich habe kein Problem, ich habe nichts zu verheimlichen. Also 116, ich lese von 116 bis 118 die drei Verse davor. Gerne. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigestellt. Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Wer Allah etwas beigestellt, der ist fürwahr weit abgeirrt. Das ist Schirk, das ist, wenn du einfach einen Gott neben Allah hast. Das ist was anderes. Sie rufen außer ihm nur weibliche Gottheiten an und sie rufen nur einen rebellischen Satan an. Allah verflucht ihn und er sagte, ich werde von deinen Dienern ganz gewiss einen festgesetzten Anteil nehmen. Und ich werde sie ganz gewiss in die Irre führen. Das ist alles passiert, nachdem der Satan, der sich nicht niedergeworfen hat, zu Adam, wie er ihn nennt, zu Adam, hat Allah ihn verflucht und hat ihm dann das Höllenfeuer zugeschrieben. Und er ist da ab dem Moment da gewesen. Ja, ich kenne, sorry Bro, ich will dich nicht unterbrechen, aber wir kennen die islamische Geschichte. Wir kennen auch die Geschichte des Satans im Islam. Wir kennen das so. In diesem Ayat, die du gerade vorgelesen hast, spricht er jetzt danach der Satan oder spricht der Allah mit dem, wer will sie irreführen? Ich werde von deinen Dienern und Dienerinnen ganz gewiss einen festgesetzt und ich werde sie ganz gewiss in die Irre führen. Ja, wer spricht da? Satan, richtig? Ja, richtig. So, und jetzt lies weiter, Vieh dem Ohren abschneiden und ich werde die Schöpfung Gottes ändern. Ich werde ihnen befehlen, die Schöpfung Gottes zu ändern. So, das sagt im Islam der Satan. Und gleichzeitig hast du mir vorhin zugestimmt, dass wenn ich mir einen Finger abschneide, wenn ich mir meine Schamlippen abschneide, und das ist ja Sunna, dann ist das eine Änderung der Schöpfung. Guck mal, mein Lieber, ich will gar nicht, dass du konvertierst oder sowas. Das würde ich mir natürlich wünschen, aber das ist deine Sache, was du machst. Aber ganz klar ist, in der Hadith-Literatur, es gibt Widersprüche. Selbst im Alter vom Aisha gibt es schon Widersprüche. Der eine Hadith sagt 7, der andere sagt 6. Es gibt x Widersprüche. So. Und einfach nur zu sagen, es gibt keine Widersprüche, das ist halt einfach unehrlich. Es ist so. Denk darüber Sure nach. 86 steht, dass Frauen Spermien haben, die Spermien zwischen Rücken und der Lende gebildet werden, was absolut eine wissenschaftliche Katastrophe ist und nicht belegbar. Sure auch 86, Abvers 6. Auch die Stadien der Embryologie, was wir gerne mal als Beweis nehmen, das können wir auch gerne durchkauen, habe ich kein Problem mit. Können wir uns gerne mal die wirklichen Stadien der Embryologie angucken und dann können wir mal gucken, was der Koran dazu sagt. Es ist eine Katastrophe. Einfach zu sagen, dass der Koran wissenschaftlich ist oder sowas, das ist kompletter Schwachsinn, es tut mir leid.
Mach mal die Augen auf. Selbst wenn diese ganzen wissenschaftlichen Dinge stimmen würden, was mir auch anfangs natürlich auch so ein Wunder gegeben hat, wo ich damals dann geglaubt habe, so. Aber selbst wenn es stimmen würde, was schließt denn daran aus, dass die Menschen damals so dumm gewesen sein müssen und gewisse Techniken oder Wissen verfügten, die einfach kopiert und übernommen wurden? Jimmy, weißt du, von wem die das übernommen haben? Galenus und Hippokrates haben das 1000 Jahre vor dem Koran in ihren Büchern geschrieben. Hippokrates war einer der, der es zum ersten Mal, und mit den Fehlern von Hippokrates hat es der Koran übernommen. Copy-Paste. Ja, ja. Sowas meine ich. Auch wenn es stimmen würde, schließt es halt wiederum nicht aus, dass die halt, dass wir die Menschen damals so vorstellen, dass sie mit Keulen rumgelaufen sind, richtig dumm gewesen sind, so mit Sabber aus dem Mund, so richtig dumm, so, weißt du? So stellen wir das uns mal vor, und dann sind wir verblüfft darüber, dass die irgendwas wussten, wo wir heute mit der heutigen Technik erst intensiv eine Bestätigung herbeiführen können. Vielleicht haben die ihre eigenen Methoden gehabt. Ich meine, wie die Pyramiden errichtet wurden, das können wir uns auch nicht erklären. Es gibt die wildesten Theorien darüber. Und vielleicht haben die eine Technik gehabt, wo guck mal, Jimmy, wenn eine Frau eine Fehlgeburt zu der Zeit hatte und so ein halbgebildeter Embryo rauskommt und die Leute sich das aufschreiben, wie das Embryo aussieht, dann ist das auch kein Wunder. Weil auch eine Fehlgeburt, das muss raus aus dem Körper, und das kommt auch natürlich raus bei einer Frau. Und so hätte man das auch aufschreiben können, wie so ein halb entwickelter Embryo aussieht. Weißt du, was ich meine? Durch Beobachtung einfach, verstehst du? Man beobachtet was? Ich meine, ja, eine Fehlgeburt wird ausgeleitet, natürlich aus dem Körper, und das landet auf dem Boden und irgendeiner schreibt es auf und die sagen, wir hätten das die Menschen damals wissen können. Das ist so ein Witz. Ja. So auch zum Beispiel, dass diese zwei Meere nicht ineinander fließen, das hätte man auch durch Beobachtung herauskriegen können. So, es gibt zwei Meere, die nicht ineinander reinfließen. Es gab auch Seefahrer zu der Zeit. Das meine ich ja. Leute, so. ich will, dass er mir einen Vers vorliest, bitte. Der Muslim, ich glaube, der ist, ich weiß nicht, bist du noch da? Kannst du mir Sura 23, Vers 14 vorlesen? Ja. 23, Vers 14. Lies mal vor, bitte. Wie viel Versen willst du Widersprüche hören von mir? Die gebe ich dir alle. Vers 14. Ja, Sura 23, Vers 14. Ja. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Hast du verstanden? Ja. Yeah. Das ist zweifacher Knockout. Der eine Knockout ist das Samen, das ist der erste komplette Katastrophe, und die zweite Schöpfer ist der beste der Schöpfer, Plural, ja. Mehrzahl. Ja. Wir haben mehrere Schöpfer. Baal im Koran, ja, dann nimm die andere Übersetzung, dann wirst du es genauso lesen. Du kannst auch gerne, guck mal, ich habe hier 5 Koranübersetzungen. Welche willst du? Bubenheim, DITIB, Ahmadiyya, was habe ich noch? Von wem ist die? Kann ich nachgucken. Ich habe ganz viele hier, also wir können uns gerne eine auch raussuchen. Wo habt ihr jetzt Plural gelesen? Was ist denn der letzte? Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Aller Schöpfer. Aber es gibt auch zum Beispiel Baal, der beste. Nein, das steht hier nicht. Da steht, Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Bruder, das steht auf Arabisch, Ahsan al-Khalaqin. Ich bin der beste Schöpfer. Ahsan al-Khalaqin. Haben wir andere Khalaq? Also, haben wir andere Schöpfer? Verstehst du? Mir geht's ja nicht darum, das ist egal. Nee, aber fängt ein Baby im Bauch mit Knochen und dann Haut und dann Fleisch. Knochen, ich bitte euch, Knochen. Und die Knochen fliegen da so umher, so locker. Ja. Entschuldigung. Und dann kommt das Fleisch und sammelt die Knochen wieder zusammen.
Ich hab mich verwechselt, dass mit dem Ball the best of the creators, Plural hier, creators, kannst du auch auf Arabisch lesen, habe ich auch mehrmals schon mal gecheckt. Do you call up on Ball and leave the best of the creators, ne, creators, Plural. Mein Englisch ist nicht das Beste, ich weiß. Das heißt, ja, Ahsan, ne, was heißt das Ahsan? Ich bin Bester. Ne, Al-Khalaqin heißt das Ashoffa. Verstehst du, was Ashoffa ist? Muss ja der Satz auch am Ende stehen? Gibt es andere Ashoffa? Aber im Englischen gibt es viel mehr, nicht Widersprüche, sondern. Das ist meine Frage. Gibt es andere? Das ist sowieso. Gibt es viele Pluralfehler? Und das hier mit. Das geht um Arabisch. Ich lese Koran auf Arabisch. Ich brauche keine Übersetzung. Nein, nein, warte. Ich brauche keinen auf Englisch oder auf Deutsch. Ich lese das auf Arabisch und das steht genauso, dass man. Also, wenn ich nicht im Koran lese oder ein anderer, das ist so genau wie BMW, Mercedes und Mercedes sagt, ich bin der Beste und BMW sagt, nein, ich bin der Beste. Verstehst du, was ich meine? Haben wir einen anderen Erschöpfer? Und dann gehst du zu Tafasir, nein, ja, das heißt mit Menschen, Menschen können die auch was erschöpfen. Nee, das heißt nicht erschöpfen. Ich kenne kein lebendig erschöpfen. Ich kenne nur machen. Das ist was anderes Bedeutung. Das heißt auf Arabisch Sana, oleysa Khalak. Ja, ich weiß nicht, wie du heißt, ihr Vereinigtes irgendwas. Kannst du nochmal den Vers auf Englisch zeigen? Willst du weitere Verse? Willst du mir vorlesen? Da steht Creators mit S am Ende. Ja, ist eine Plural. Hier kann, ich habe sie sogar gerade übersetzen lassen von ChatGPT, wenn du mir nicht glaubst. Da kannst du auch in jedem arabischen Wörterbuch kannst du es genauso nachschlagen, was das Wort bedeutet. Aber kannst du mal auf die Seite, wo du das gesehen hast? Oder ich habe einfach irgendeine Koranübersetzung angegeben. Kannst du jede deutsche auch nehmen? Welche deutsche willst du? Ich habe hier ganz viele Koran. Genau das. Kannst du das nochmal vorlesen? Warum ruft ihr Baal an und lässt dabei den Besten der Schöpfer aus? Der Beste vom Schöpfer. Warte, ja. Das ist... Wenn du es nicht übersetzt hättest. Da steht vom Schöpfer. Okay. Wir nehmen gerne andere Übersetzungen. Wenn du die nicht haben willst, können wir gerne alle nachgucken. Nein, guck mal, du musst das Wort vorher auch. Das ist ein Satz, das ist kein Nu-Khalaqin. Das ist beide Ahsan al-Khalaqin. Du musst die beiden nehmen, übersetzen. 23,14 ist das. Welche Übersetzung willst du haben? Bubenheim, okay. Hast du Pierre Vogel geguckt, ne? Spaß, der empfiehlt ja immer. Von Sheikh Bubenheim. Was war das nochmal? So, hier habe ich Bubenheim gerade als Buch da. 23,14. So. So, machen wir auf. So sei Allah gepriesen, der beste Schöpfer. Ja, der beste Schöpfer. Ja, wer schöpft denn noch? Ich dachte, es gibt nur einen. Das ist doch kein Plural, wenn dort steht, der beste Schöpfer. Oder ich habe dir gerade dieses Wort, habe ich dir sogar gefragt. Die Schöpfer, das ist Plural. Ist dieses Wort Plural, Dino? Ist das Mehrzahl oder ist das Singular? Das ist Mehrzahl, Bro. Nein, natürlich ist es Mehrzahl. Kannst du gerne auch in einem... Der beste Schöpfer. Oh, der beste Schöpfer.
Aber lass doch mal das mit dem Schöpfer. Warte mal, lass doch das mit dem Schöpfer. Es geht um den wissenschaftlichen Fehler. Ja, erst die Knochen, dann das Fleisch. Das ist eine Katastrophe, das ist falsch. Das meine ich. Guck mal, das lass doch mal, das mit dem Schöpfer interessiert niemanden. Ja, hier weiß dein Gott nicht, wie ein Embryo im Bauch entsteht. Und das wurde 1000 Jahre genauso falsch von Hippokrates geschrieben, von einem griechischen Philosophen, Arzt. Und der Koran hat das samt Fehler so kopiert. Guck mal, kannst du dir vorstellen, dass im Baby erst die Knochen gebildet werden, ohne Schutz, ohne irgendwas? Die würden zerdrückt werden, denn die Knochen würden die Frau pieksen. Die Knochen werden im Fleisch gebildet und ein Kind hat erst im 15. Lebensjahr ausgebildete Knochen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Willst du weiter? Das ist falsch. Was? Das steht hier so. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als einen Weib. Das ist auch falsch. Also kommen erst Knochen und dann Fleisch. Nein, Haut. Dann Fleisch. Am Ende Fleisch. Ja, natürlich. Das ist Katastrophe. Und das beste Schofa, ne, am Ende auf Arabisch. Das letzte Buchstabe, N, macht ihm zur Mehrheit. Ja, okay. Also geh und lese auf Arabisch. Hier. Das macht ihm zur Mehrheit auch. Aber mir geht's nicht um Aschoffa. Das sowieso hat sich als Beste ernannt, ne? Aber das ganze Vers. Willst du weiter? Soll ich dir weiter Widersprüche geben? Willst du weiter? Ja, komm, zeig. Was ist für dich Sterne? Was? Die Sterne im Himmel, was sind das? Wie, was sind das? Ja, frage ich dich. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein. Im Koran steht, da sind Lampen und Pfeile vor Satan. Okay, wo steht das? Im Koran. Ja, wo im Koran? Ja, Koran, soll ich dir das vorlesen? Weil ich kenne dir tausend diese. Oh, ja, was bringt mir das? Nein, was bringt mir das? Warte, was bringt mir das? Da steht einfach, schreib mal einfach, was sind die Sterne? Dann findest du, ich bring dir hier keine Religion nicht dabei, okay? Ich bin hier Ex-Muslim und kein hier. Du bist Ex-Muslim? Ich bin Ex-Muslim. Du bist Ex-Muslim, okay. Ich nehme mal an, die Shahada. Was sind für dich Bergen? Was ist das Bergen? Ja, ganz kurz. Die Shahada kannst du... Wie erstehen Bergen? Wie erstehen Bergen? Weiß ich nicht. Frag mal nach im Koran, wie die erstanden sind. Was ist für dich... Dann musst du einfach... Frag mal einfach. Frag einfach, dann geh mal in die Moschee und frag ihn, was sind die Sterne? Ja? Oder Bergen? Oder Erde? Ist sie flach oder rund? Sag mal das. Gibt es 14 Versen über Erde, dass sie flach ist. Okay, zeig mir einen. Oh Gott. Du, geh und frag deinen Imam. Guck mal, das beste Beweis. Ich muss dir gar nichts zeigen hier, okay? Weil ich mache das jeden Tag. Irgendwann habe ich keinen Bock. Geh mal zum Moschee, Freitag, und frag ihn, ist die Erde flach oder rund? Okay, aber... Ja, und dann die Sterne, warte, und dann die Sterne, und dann der Himmel. Was ist Himmel für euch? Das ist Decke. Für uns im Koran steht Decke und kein Himmel. Ist Decke, okay. So wie... Ja. Frag mal alles an. Zeig mir, welcher Vers. Ich schicke dir das privat. Folge mich, ich schicke dir das alles privat, okay? Alle Verse, glaub mir. Alle Verse. Alles ist gut. Okay? Nee, ich hab dir gefolgt. Okay. Ich folge dir auch. Was? Ich hab dir auch gefolgt. Ich schick dir das gleich privat, okay? Ja, ist gut. Alles gut. Ja, du musst doch die Anfrage annehmen. Egal.
Aber du kannst, wenn du Ex-Muslim bist, oder? Du bist ja Ex-Muslim, hast du gesagt. Ja. In dem Fall kannst du immer noch die Shahada. Guck mal, jedes Kind kann die Shahada. Ich bin nicht mal Muslim, ich kann die Shahada. Also bitte. Nein, ich will jetzt von dir noch hören. Stell mal schwierigere Fragen. Nein, ich will erstmal ganz einfach anfangen. Stell mal eine schwere Frage. Nein, ich will von dir noch einfach nur die Shahada hören. Das Problem ist, du kennst selber keine schwere Frage. Komm, nein, ich will nur die Shahada wissen. Mehr will ich gar nicht wissen. Ich kann jedes Kind aussprechen. Kein Problem. Ich zeuge sowieso, ich kann ja nicht bezeugen, was ich gar nicht gesehen habe, aber ich zeuge. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Bist du zufrieden jetzt? Ja. Okay. Aber du weißt, dass ich gelogen habe gerade, ne? Weil ich Allah und Propheten nicht gesehen habe. Ja, alles gut, aber okay. Wie viele Propheten sind im... Warte, Jimmy wollte, dass ich dir schwerere Fragen stelle. Nein, ich habe mit dir gesprochen. Rezitier mal die Sura Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim wa lad dhalim. Amen. Amin ist keine Pflicht, wenn man nicht im Gebet ist. Das sollst du. Doch, du musst Amin sagen. Nein, du musst Amin sagen. Nein, Amin ist keine Pflicht, wenn du nicht im Gebet bist. Sagst du nicht hinter deinem Imam, sagst du nicht Amin? Sagt dir nicht alle Amin? Ja, eben, wenn man im Gebet ist. Man muss das nicht sagen, wenn man nicht im Gebet ist. Das ist keine Pflicht. Das ist ja ein Gebet für mich. Gerade, weil du bist ja nicht allein. Ich habe eine Frage. Du hast doch gerade die Sura Al-Fatiha rezitiert. Ja. Und der Koran ist das direkte Wort von Allah. Richtig? Ja, der Koran ist das, was Allah dem Propheten gesagt hat. Genau, und er spricht doch Allah im Koran. Ja. Wer redet in der Sura Al-Fatiha? Wer redet da? Wer redet? Das ist einfach Wort Koran ist übersetzte Rezitation. Und das ist einfach das Wort Gottes. Alles im Koran ist Wort Gottes. Woher weißt du das? Leute, bitte nicht einmischen. In der Sura Al-Fatiha betet sich Allah selber an. Richtig? Wieso richtig? Wo bist du? Dass ich alleine? Zeig. Na, was steht in der Sura Al-Fatiha? Im Namen des Allerbarmens, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Ja. Wer spricht da? Das ist Wort Gottes. Überall ist redet Allah. Ja, und Allah sagt, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten? Das ist in der dritten Person. Ja, er redet ja. Er hat ja dem Propheten gesagt, dass er das aufschreiben soll. Ja, aber muss da nicht stehen, alles Lob gehört mir, dem Herrn der Welten? Spricht Allah in der dritten Person über sich selber. Nein, weil der... Nein? Hör mal zu, der Koran wurde nicht... Allah hat nicht direkt mit Muhammad s.a.w. geredet, sondern Gabriel hat ihm überliefert, was Allah gesagt hat. Und deswegen steht hier, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Also ist der Koran nicht das Wort Gottes, das direkte Wort Gottes? Weil es ist nicht das direkte, es ist das direkte Wort Gottes, einfach nur von Gabriel überliefert. Also Gabriel hat es... Allah betet sich in der Sura Al-Fatiha sich selber an. Wieso? Na, Gabriel hat das dem Propheten erzählt in der Höhle. Ich glaube, das weiß auch Dino. Aber warte, da steht, Ehdina Sirat al-Mustaqim, also gib uns das Recht der Leitung. Was? Allah sagt, ja. Da wollte ich noch hinkommen, Dino, jetzt hast du mir die Pointe. Warte. Ah? Was steht da?
Es steht, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Könntest du mir das übersetzen? Ich lese dir mal die ganze Übersetzung vor. Nein. Geh mal auf Vers 6. Leite uns den geraden Weg. Auf Arabisch, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und Allah selber sagt, leite uns recht. Allah selber wünscht sich die Rechtleitung. Er hat das ja abgesandt, damit seine Diener das lesen. Okay, nächste Frage. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Warte. Sowieso hast du keine Antwort dafür. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Du hast antworten. Du hast in mich reingeredet. Ja, gut. Okay. Leite uns den geraden Weg. Er hat das abgesandt, damit seine Diener das lesen. Er hat das nicht für sich selber gelesen. Er hat das, damit seine Diener einen klaren Beweis haben, damit seine Diener das lesen. Okay, nehme ich an. Sirat al-Ladina amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dhalin. Ne? Ja, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Warum will er in dieser Vers die nicht recht leiten? Wen nicht recht leiten? Den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Ist er noch da? Ja. Du verstehst nicht, was du liest, das ist das Problem. Wer sind die beiden? Ghayr al-Maghdubi alayhim wa al-Dhalim. Wer sind die beiden? Denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Der Irregehenden ist einfach Leute, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben. Okay, wer sind die beiden? Weißt du das? Welche beiden? Ja, die beiden. Ghayr al-Maghdubi alayhim wa al-Dhalim. Nicht derjenigen, also die den Zorn erregt haben und die nicht an ihn glauben. Ja, wer sind die? Das sind die zwei. Wer sind die? Du musst doch wissen. Du beleidigst sie jeden Tag. Du musst doch wissen, wer die sind. Warum beleidigen? Ich beleidige. Das ist Beleidigung. Glauben. Weil Allah dir nicht recht leitet. Das ist Beleidigung. Ich beleidige. Dein Allah beleidigt, nicht du. Die deinen Zorn. Wo siehst du es aber eine Beleidigung, wenn da steht, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Wo hast du deine Beleidigung mitbekommen? Ja, die Irren, ja, die beiden am Ende. Wer sind die? Also, die irre geleitet sind und die Dings. Wer sind die beiden? Ja, das sind Nichtgläubige, Nichtmuslime und die den Zorn erweckt haben. Das ist doch, das steht klipp und klar drinnen. Nicht. Ja, wer sind die? Ich frage dich doch, wer sind die? Wer sind die? Weißt du das nicht? Nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ja, und wer sind die? Wer sind die? Die gegen Allah sind. Ja, wer sind die? Ich glaube, du willst es nicht verstehen. Die gegen Allah sind. Nicht hast du Tafsir nicht gelesen? Hast du Tafsir davor nicht gelesen? Hast du Tafsir nicht gelesen? Alles gut bei dir? Ja, alles den gut. Den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben. Das steht hier doch klipp. Damit sind Damit sind Juden und Christen gemeint. Allah wünscht den Juden und Christen keine Rechtleitung. Du verstehst nur nicht, was du liest. Du musst halt lesen und es gibt einen Unterschied zwischen lesen und lesen. Man kann also das wirklich. Der Atheisten Rechtleitung. Nicht, aber dein Allah wünscht Ja oder nein. Ja, ich wünsche jedem Menschen die Rechtleitung. Ja, ich wünsche jedem Menschen die Rechtleitung. Also sind es mehr als zwei. Hast du, ich weiß, was ein Tafsir ist? Weißt du,
Weißt du, wer sind Al-Fasiqin? Weißt du, wer sind Al-Zalimin? Wer sind Al-Kafirin? Al-Kafirin, ja. Ja. Al-Fasiqin, weißt du nicht, wer die sind? Nein, weiß ich nicht. Oh Gott. Und diese drei Personen, Al-Kafirin, Al-Fasiqin, Al-Kafirin, Al-Fasiqin und Al-Zalimin. Okay, guck mal. Al-Fasiqin, das sind vier verschiedene Menschen. Ne? Unmorale, die unmorale sind. Und die Leute, die Worte verdrehen. Und die Lügner. Ne? Und die Heuchler. Das ist Al-Fasiqin. Al-Kafirin. Ne? Diejenige, der an den Versen und Koran nicht glaubt, egal wer, nicht glaubt, das sind Al-Kafirin. Ja, Ungläubige. Ja, und Al-Zalimin, die unterdrückt sind, die Unterdrucker zum Beispiel. Das sind Al-Zalimin. Ja. Und die alle, Allah leitet die nicht recht. Wem will Allah hier recht leiten? Allah leitet den Recht, den er Recht leiten will. Keiner. Keiner will, er will keiner Recht leiten. In dieser verschiedene will er die nicht Recht leiten. Wenn man nicht Recht geleitet werden will, wie erwartet man Rechtleitung? Ja, aber Allah sagt selber, Allah leitet Recht, wem er will. Ja. Allah und die will er nicht. Will er nicht Recht leiten. Wem will er recht leiten sonst? Nur Muslime, die sind doch recht geleitet. Nicht mal, wenn du in einer islamischen, muslimischen Familie geboren bist, bist du ein Muslim. Du bist nicht ein Muslim, weil dein Vater ein Muslim ist. Du bist ein Muslim, weil du die Religion selber gefunden hast. Woher weißt du das? Warte mal. Du hast gerade gesagt, du darfst kurz eine Frage beantworten, bevor du reinredest. Ich will kurz eine Frage beantworten. Okay. Ach, komm. Woher ich das weiß. Es gab einen Mann, das ist ein Hadith, eine Überlieferung. Es gab einen Mann, der gebetet hat, der Zakat gegeben hat, der gefasst hat, der alles gemacht hat, was man machen muss. Und er ist trotzdem ins Höllenfeuer gekommen. Warum? Er hat Zakat gegeben, er hat Geld gegeben, um damit die Leute ihn sehen. Er hat das alles für die Leute gemacht und nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Wo steht das? Ich nehme die Quelle. Und gib mir die Quelle. Ich hab den Hadith gerade nicht hier. Ja, dann laber kein Mist hier. Wo hast du das her? Okay, ich suche ihn raus. Ich kenne einen Hadith. Ja, okay, wo steht der? Ja, nee, keine Ahnung. Ich suche ihn raus. Ich schicke ihn dir privat. Ja, du hast ja gesagt, Ja, mach das. Ich schicke dir privat. Mach das. Das sind so Leute, die nicht glauben wollen. Was hast du davon? Bro, das hörst du in Moschee, das hörst du, diese Hadith hörst du in Moschee, ne? Ja. Damit du das machst, damit du die Zakat bezahlst. Die Zakat kann man überall bezahlen, die musst du nicht in der Moschee bezahlen. Ja, sag ich ja. Ja, ich habe auch ein Hadith gehört, ne, in Moschee, dass eine Frau Ungläubige, ne, Ungläubige, und sie war, und sie gestorben, dann ist sie ein Dings auf dem Weg zum Höhlefeuer, ne, dann nur mit rechter Seite wollte Gott sehen, dann ist sie wieder im Paradies gelandet, weil sie mit rechter Leiter geguckt hat. Glaubst du an diese Hadith? Das du bist Ex-Muslim? Kannst du das nochmal sagen? Du bist Ex-Muslim, Lino? Ja. Glaubst du an diese Hadith, dass eine Frau Ungläubiger ist, ne? Die hat nie an Allah geglaubt, nur weil sie auf dem Weg war zur Hölle vorher, hat sie auch mit rechter Seite, wollte sie Allah sehen, ist sie zum Paradies gelandet. Glaubst du an diese Hadith? Und das habe ich in Moschee gesagt. Weil sie was? Weil sie Allah, Gott sehen wollte. Weil sie Gott sehen wollte, ist sie im Paradies. Ja. Wo hast du das gelesen? Imam hat mir erzählt. Imam? Ja. Gehst du in eine Schia-Moschee? Nein, Sunnite. Ich war Sunnite. Ich weiß nicht, wer das erzählt hat, aber das hat dir bestimmt kein Imam erzählt. Doch, doch. Ehrlich, das ist mir gut. Ein Imam erzählt.
Hat mir ein Imam erzählt. Ich muss den Stream beenden. Aber ich hätte eine Frage an den Christen, die jetzt hier drin sind, okay? Ich muss den Stream beenden. Stell noch deine Frage. Ich nehme euch alle runter, ne? Danke, dass ihr erstmal da wart. Guck mal, und zwar meine Frage wäre, ihr seid ja Christen, richtig? Ihr glaubt am Alten Testament und am Neuen, richtig? Ja. Okay. Im Alten Testament wird erwähnt, dass man kein Schweinefleisch essen darf, oder? Ja, ja. Und im Neuen aber jedoch wird wieder zugestimmt, oder? Ja, ja, ja. Hast du ein Problem mit Schweinefleisch essen? Ja, na klar. Ja, weil deine Religion erlaubt, Muhtadin zu essen. Die Religion verlassen, dürfen aber warte mal. Wieso Leute, die Menschenfleisch essen dürfen, wieso kritisieren die mal das Schweinefleisch essen? Ich frag mich. Ja, weil das Schwein unrein ist. Aber der Mensch nicht? Warum sollte man einen Menschen essen? Weil deine Religion erlaubt, mal, das soll ich dir zeigen? Warte, ich zeig dir das. Guck mal, wir sind doch noch gerade bei der ersten Frage gewesen. Wir können gerne debattieren, okay? Aber bleiben wir doch bitte bei dem ersten Thema, oder? Nein, ich habe ein besseres Thema. Ich weiß nicht, warum man immer Schweinefleisch kritisiert und dann Menschenfleisch essen darf. Ich würde das nie verstehen. Wirklich nicht. Aber das war doch aber gerade meine Frage. Meine Frage war doch, im Alten Testament wird doch ein, Levitikus Kapitel 11, Vers 7 bis 8. Jesus hat das Alte Testament erfüllt und die Speisegebote aufgehoben und hat gesagt, wir dürfen alles essen. So. Das ist Al-Shirbini. Wo steht denn das? Guck mal, das ist Al-Shirbini. Das wird an der Al-Hazar-Universität. Warte mal, wir bleiben, Urban. Nein, lass mal. Warum ihr alle so viel Probleme mit dem Schweinefleisch habt? Warte mal, aber Urban, wir bleiben doch bitte bei der einen Sache. Warte, Urban, ich muss eh runter. Dann führe ich eine Debatte nicht. Wir springen und springen. Pass auf, lass mich das ganz kurz ihm erklären, dann bin ich so oder so unten. An denjenigen mit den drei Punkten, ich hoffe, dass du deinen nächsten liebst wie dich selber, dann hättest du schon einen riesen Fortschritt getan. Warum dürfen Christen Schweinefleisch essen? Ganz einfach, weil es macht dich nicht unrein, was du isst, sondern es macht dich das unrein, was in deinem Herzen ist. Es bringt nichts, wenn ich jeden Tag meinen Nachbar beleidige. Okay, aber wo steht denn das? Das hat Jesus gesagt, im Neuen Testament kannst du es selber nachschlagen. Ja, aber warte mal, dann... Google übersetzen, so. Dann du sagt Jesus hat es im Neuen Testament gesagt. Lass dich doch aufstehen, Junge, du willst doch eine Antwort haben, was ist mit dir? Was ist los mit dir? Ich will dir gerade antworten, ich muss los, also lass mich bitte ausreden, so. Okay, dann antworte. Dann sagt Jesus zum Beispiel, kein Strichlein vom Gesetz soll vergehen, alles muss sich erfüllen. Und ich bin nicht gekommen, um die Gesetze aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. Und am Kreuz sagt Jesus, es ist vollbracht, es ist erfüllt. Ende okay, hat Jesus Schweinefleisch gegessen? Boah, ich hab dir gerade gesagt, er hat das Gesetz erfüllt. Erfüllt, okay. Und im Alten Testament steht, dass man kein Schweinefleisch essen sollte, oder? Ja, er hat das Gesetz erfüllt. Das heißt, er hat kein Schweinefleisch gegessen, oder? Ja, weil er das Gesetz erfüllt hat. Genau, und warum isst die dann Schweinefleisch? Digga, hörst du mir eigentlich zu? Keine Ahnung, Mann. Ihr verfolgt doch seinen Gesetzen, die er erfüllt hat. Das hast du doch gerade gesagt. Nein, dann würden wir das mosaische Gesetz verfolgen. Er hat das mosaische Gesetz erfüllt. Wenn du nicht verstehst, was erfüllt hast, tut es mir leid. Ja, er hat es doch erfüllt. Du sagst es doch, er hat es doch erfüllt, oder? Ja, was ist denn, wenn ich einen Test erfülle? Dann ist er fertig, Ende, Chalas. Dann ist er fertig, genau. Aber du verfolgst doch die Gebote von Jesus, oder? Ja, die Gebote des neuen Bundes und damit erfüllst du auch das Alte. Okay, du sagst es. Also, warum isst du denn Schweinefleisch? Bro, hörst du mir eigentlich zu? Ich verstehe echt nicht, was mit dir los ist, ehrlich. Isst du Schweinefleisch? Ich esse kein Schweinefleisch, aber ich esse auch kein Koscher. Okay, dann ist es wieder was anderes. Hä? Ich muss aber Koscher essen nach Levitikus. Verstehst du das nicht? Kamelfleisch ist doch Sunna, du hältst dich selber nicht mal an die Koscher-Gebote und willst... Doch, ich esse sie, Kamelfleisch ist Sunna, normal esse ich Kamelfleisch. Ja, okay, aber das ist nicht Koscher, dann widersprichst du Levitikus, dankeschön. Ich bin gar kein Christ und da haut der Christ ab. Der haut nicht ab, du redest Dünnschiss, so. Nein. So. Wir gehen drauf ein, Urban, wir gehen wirklich drauf ein, okay? Ja, dann rede jetzt. Drauf ein, aber bitte beantworte mich, du bist Christ, oder? Rede jetzt. Redest du? Du bist Dings da, du bist Christ, oder? Redest du? Redest du oder nicht? Hallo.
Guck mal, das Ding ist, du musst immer verstehen, von wo, wo, was das für eine Quelle, die du da jetzt aufgeschlagen hast. Hallo, hörst du mich, Urban? Leute, ich beende den Stream, Gottes Segen zusammen. Ist verboten. Egal. Wollen wir immer weinen, yes, oder was? Warum stellst du mich dumm, du Heuchler? Ich hab dich gefragt, du Hund. Hast sogar blockiert, dass man dich nicht markieren kann, du Heuchler, weil du keine... Du weißt, dass das Christentum und deine Bibel falsch ist. Ich verstehe das nicht, ehrlich. Wenn der Bibel falsch ist, dein Buch ist auch falsch. Versteht einfach. Warte, ich such mal diese Frau, die mir geschrieben hat. Guck mal her. Guck mal, der Name, der mir schreibt. Daesh. Seht ihr das? Ja, ja. Daesh. Arabisch steht auch Daesh. Ja, ja, aber guck mal, was sie in Deutschland sich trauen. Sie nennen sich einfach Daesh. Das war bestimmt Hamdi oder Joker. Die haben aber richtig dich bedroht, hä? Ja, ja, von Daesh habe ich viel bekommen, von so Daesh-Typen. Ich will Erlaubnis, Oman, ich gehe runter jetzt, reicht. Ja, Gottes Segen. Schönen Abend. Gottes Segen, alle. Gut, wie bekomme ich 5? Kaufen. Kauf dir Follower, kostet nicht viel. Kennt ihr nur diesen Tauri, der bei mir im Live war, wegen Debatte? Der wollte doch so mit mir debattieren. Ich habe geschrieben, so war eine Debatte. Chill die Tage, haben so viele Debatten, angeblich. Habe ich gesehen, okay, ich schreibe dir Samstag nochmal. Dann habe ich ihn nochmal geschrieben. Der sagt, stell ab das Video, bla bla bla. So, dann habe ich Samstag ihn nochmal geschrieben. Guten Morgen, wollen wir Debatte machen? Guten Morgen, Oma, lass mir noch Zeit, hatte bla bla bla. Ja, sagt Termin. Also er will erstmal nicht auf dem neutralen Kanal debattieren. Dann haben wir uns entschieden, auf dem neutralen Kanal zu debattieren. Und er schreibt er mir, geht zu Hamdi hoch. Also doch nicht mehr mit Debatte. Alles leeres Gerede. Alles leeres Gerede, Mann. Guck mal her. Das ist Muslim des Jahrhunderts. Muslim des Jahrhunderts. Ey, ich hole dir ein paar Gott, mach dich mundtot. Er holt mir jemanden, der mich mundtot macht. Schaut mal, Leute. Man darf den Koran oft nicht eins, man muss halt Übersetzung, Vers, mehrere bedeuten. Denk mal darüber nach, guck mal. Und jetzt, ich sage, hol ihn bitte. Und wen schickt er mir? Liebe zum Hadith. Geh hoch und zeig Eier. Er will mir Liebe zum Hadith als Gegner schicken.
Ah ja, das ist der Typ. Guck mal. Warte. Guck mal hier, das ist der. Er schreibt, wieso schreibst du meine Muslim... Wieso schreibst du muslimische Frauen an? Und dann noch meine zukünftige. Geht's dir gut, noch gut? Sei ein Mann und komm gegen einen Mann. Aber seine Frau hat mich angeschrieben, ne? Ich muss bedauern, deine Einladung ablehnen, da ich nicht auf Männer stehe. Ich wünsche dir viel Glück bei der Suche nach einem geeigneten Partner. Ich gebe lieber mit der Dame einen Kaffee trinken. Guck mal, jetzt schreibt er, such keine Ausreden und komm mal an eine Debatte und du sollst einmal etwas über sie in deinem Mund verlieren, verspreche ich nichts mehr. Dann bedroht er mich gleich. Obwohl seine Frau mich mir Nachrichten geschrieben hat. Ja, ja, schaut mal hier. Guck mal. Ey, ich find's schade, dass die unwissende Menschen fragt, da einfach nur viel reden. Guck mal, sie hat hier. Ja, ich hab ganz oben. Ich hab nicht eine Nachricht geschrieben, ich kenne die nicht mal. Hier, schaut mal. Und dann stelle ich ja meine Frage. Und dann kommt, du kannst arabische Sprache und erst recht nicht den Koran, Standard, sondern klassisch Arabisch, nicht ins Deutsch übersetzen. Dann stelle ich meine Fragen und dann kann man das auf einmal nicht mehr übersetzen. Ach, guck mal, der Typ, der droht mir, ne? Schaut ihn mal an. Schaut ihn mal an. Der hat den Armumfang meine kleinen Finger. Und er macht so ein Video gegen mich, wie er mich zur Debatte herausfordert. Er droht mir, dass er für nichts mehr garantiert. Guck mal. Der hat noch nie in seinem Leben einen Eimer gehoben. Er hat noch nie in seinem Leben Schraubenzieher in der Hand gehabt. So, guck mal, so ein verweichlichter kleiner Junge, er droht mir. Mein kleiner Finger ist so dick hier, wie diese. Ich will Oberarme sagen, aber ich will wirklich nicht sagen. Der hat den Anschlag vom Sieg, ich weiß, der hat den Anschlag in seinem Live gut geredet. Ich weiß, ja. Das sind alles Daesh-Leute. Das sind alles versteckte Terroristen. Ja, Leute, das ist halt TikTok-Irrenhaus, ja. Was haben wir noch für lustige Nachrichten hier? Wer hat mir noch gedroht? Meistens lösche ich, aber... Hier wollte ich ein bisschen einen auf Dings machen. Einen auf Anas Islam. Die Gruppe, also unsere Telegram-Gruppe kostet jetzt 30 Euro im Monat. Du kannst per PayPal bezahlen. Der Junge war erschrocken. Ich wollte wie Anas Islam Geld nehmen. Natürlich habe ich das nicht gemacht. Also die 200 Leute knapp irgendwann in der Gruppe bereitet euch auf 2,50 Euro Heiratsvermittlung mit 14-Jährigen. Ja, die sind doch krank.
Es gibt doch noch diese Nachrichtenanfragen und es gibt... Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Warte ab, wenn Allah Schienbein auftaucht. Es gibt doch noch Nachrichtenanfragen-Seite, oder? Ja, das ist hier. Ah, das war hier Rekord hier. Leute, das war die Rekordanfrage. Eine Frage, du scheinst dich sehr gut mit dem Christentum auszukennen, lügst über Hadithe, da du keine Ahnung über Hadith-Wissenschaft, ihre Stellung der Ulema, Achida hast. Wenn Jesus will, dass der Baum Ritt ist und der Förster, der ist blau ist, welche Farbe wird der Baum haben? Leute, das ist hier eine versteckte Botschaft. Das ist hier ein Rätsel. Und wer das knackt hier, hat ein IQ von 600. Deine Mutter hat die Spengel nicht richtig erzogen. Wieso zeigst du dein Gesicht nicht? Das ist natürlich ein bisschen Liebe. Du hast kein Wissen, außer bla bla, mit Halbwissen kommt nichts von dir und das ist das Schlimmste, einer mit Halbwissen. Und dann schickt er mir so ein Video. Oh Gott. Leute, ich habe Angst. Dieser Mann hat gesagt, ich habe Halbwissen, ich habe Angst rauszugehen. Ich traue mich nie wieder vor die Haustür. Abu Locke. Hamdi nimmt dich gerade auseinander, du bist einfach peinlich, mehr nicht. Gehst du heute mit Hamdi debattieren? Ich habe keine Ahnung, wie der drauf kommt, mir das zu schreiben. Aber. Die Leute schreiben mir einfach Nachrichten. Free Eich. Was haben wir noch für lustige Nachrichten? Bruder, du bist so witzig, Mann. Bruder, du bist so witzig. Bruder, zeig nicht den Nachrichten, wo wir Albaner dich höflich darauf hinweisen, dass du Albaner bist. Nein, Bruder. Diese äußerst höflichen Nachrichten, wo... Was sind so typische albanische Namen, wo Granit und was sind so albanische Gangsternamen, Leute? Wo Artan, Granit und Beton mich auffordern zu behaupten, ich bin Albaner freundlich. Ja, Wallon klingt auch noch gefährlich. Wallon klingt auch gefährlich. Jeton. Ja.
Also dieser Mann hat mir Liebe zum Hadith geschickt. Er hat gesagt, ich schicke dir einen, der dich platt macht. Was macht er eigentlich, wenn er das Video von Liebe zum Hadith und mit mir sieht in der Debatte? Amen. Sagt er dann immer noch Amen? Oder sagt er, oh nein, man? Der macht Fliege wie Al-Burak, ja, interessant, ne? Und zum Liebe zum Hadith hatte ich sogar noch eine Begegnung. Also wir haben zwei Debatten gehabt auf TikTok. Die andere Debatte war über das Paradies des Islams und das Paradies des Christentums. Und als wir dann ihn beantwortet haben, die Fragen über das Paradies bei uns, wollten wir ihn die Fragen über das Paradies im Islam stellen. Warum wir da ein Palmen-PNS bekommen. Und zack, war der weg. Da ist er einfach rausgegangen. Ne? Der hat keine einzige Frage über den Islam beantwortet. Und der hat auch, ja, Playboy Mansion, Palmenwedel immer regiert und in Jenna, 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 in Jenna, 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 in Jenna können wir fliegen und mit Hurelen vergnügen. In Jenna, Jenna, Jenna. Ey, vor allem das Krasse ist, ne, man bekommt vom Islam zum Christentum. Leila erzählt ihre Story. Was soll ich gerade sagen? Sie bekommen im Paradies Kinder. Aber ist das nicht unfair? Welche Prüfungen haben denn die Kinder im Paradies? Welche Prüfungen haben die denn? Welche Prüfungen haben die Kinder im Paradies? Sie werden einfach im Paradies geboren. Das ist unfair. Nach der Logik muss ich doch hier keine Dings machen, keine Kinder mehr auf der Erde machen, sondern nur noch im Paradies. Gottes Segen, Urban. Gottes Segen. Ja, Bruder, du hast recht. Allgemein, Bruder, ein Märtyrer, der kriegt 72 Jungfrauen im Paradies, Bruder. Aber weißt du, du kennst ja diesen Vers, wo Jesus sagt, falsche Propheten verkünden nichts als menschliche Vorstellungen, Bruder. Und was macht der Koran? Der Koran sagt, als Märtyrer kriegst du 73, 72 Jungfrauen im Paradies. Menschliche Vorstellungen, Bruder. Ja, ist in Ordnung. Und die Schädelform hat was damit zu tun. Wissenschaftlich ist es ja die Schädelstruktur und so weiter. Aber es ist ja auch das Verhalten. Was ist das, Bruder? Was hast du da an? Ach. Ja, wenn man es noch besser. Ja, Leute, ich glaube, wir beenden den Live. Es ist 22.15 Uhr. Es traut sich eh keiner hoch. Die Kuffar. Bruder, weißt du, warum wir diese Lives machen? Wir sind wie Gangster, die an der Ecke stehen. Das ist nur so eine Vormachtstellung. Weißt du, wir zeigen einfach mit diesem Live so Präsenz und sagen, schaut mal, wir sind hier und sie sind nicht hier. Wir reden darüber, sie kommen nicht zum Verteidigen. Ja, Bruder. Weil es muss an jeder Ecke ein Prediger stehen auf TikTok. Ich mach so ein provokanteres Bild. Nein, weiß ich nicht. Jetzt wird's gefährlich. Nein, Bruder, ist ein Christ. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wie geht's deinen Nachbarn? Ich warte noch auf meinen Nachbarn. Sobald er sagt, er hat die Religion verlassen, ich esse ihn. Also sein Schienbein. Was? Was? Was, Bruder? Was, Bruder? Du willst sein Schienbein essen? Nein, habe ich nicht gesagt. Achso, so, okay, habe ich verhört. Ja. Bruder. Bruder, willst du die Religion wechseln? Ich? Ja. Bruder. Zum Islam? Bruder, irgendeine ist egal. Bruder, warum nicht? Weil ich habe Hunger, Bruder. Was noch? Weißt du das nicht? Im Islam, wenn du Murtad bist, die dürfen die sogar essen. Bruder, das habe ich nicht gehört. Leider nicht. Ja. Echt? Ja. Haut bitte. Boah, Jungs, was sagt ihr dazu? Eure Meinung? Ich habe Hunger und ich will einen Ex-Muslim, den ich essen darf. Ach so, deswegen. Das ist sportlich. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Nee, eigentlich nicht so. Vielleicht hat Musa Lust drauf. Jenna, Jenna, Jenna. Al-Sharbini, die dichte Lehrer von Imam Al-Shafi. In Jenna, Jenna, Jenna. In die Zelle zu killen, Apostate. And eat him, and eat him, and eat him. Kill the fighters, even if he is a young boy or woman, and eat them, because they are not infallible. Banana, banana, banana. Banana, banana, banana. Yum, 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 yum. MashaAllah. 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 Digga, was ist der Unterschied zwischen Islam und Satanismus? Satanismus. Bruder, das Name. Das ist von Stein niederknien, Bruder, wenn nicht. We are banana. We are banana. We are banana. We are banana. Das ist, denk nach, wie er eine Sure im Koran rezitiert und die ganze Zeit Banana sagt. Echt? Hä? Echt? Welches Sure? Gibt's gar nicht. Keine Ahnung. Der rezitiert Sura Banana. We are banana. Guck mal her. Ah, man hört's raus, jetzt hört's raus. So we are banana. Banana? Banana. Oh, vielleicht Banana, saß er gerade auf einer. Oh mein Gott. Auf ihn. Ich habe mit dem Debate, der ist so. Oh mein Gott, ich mach den. Es gibt keinen. Es gibt kein Argument dafür. Es gibt keinen. Habe ich auch lange als Thema gehabt, Matt. Nennen wir einen guten Grund für den Islam. Und selbst ein Imam konnte mir keinen guten Grund nennen. Er hat gesagt, der biblische Monotheismus. Ja, bla bla. Also da kann ich auch Jude werden. Ah, dieser biblische Monotheismus? Ist er auf TikTok? Nee, der ist richtig verloren. Der Typ ist ja völlig verloren. Ja, der Schweizer da. Ist der Schweizer? Ja, er kommt aus Montenegro, aber ist halt Schweizer. Der nervt so hart. Mit seinen Videos. Hey, Bruder Anonym 43, komm mal bitte hoch. Ich habe ein Video für dich. Ich habe ein Material für dich. Yo, Banana. Warum? Sag mir eine Gruppe. Okay, wenn du so nicht kannst, dann mach eine andere, die du kannst. Nein. Ja. Bleib entstumm. Du warst die ganze Zeit entstumm. Jetzt gehst du auf stumm, entstumm dich sofort. Er hätte voll. Wo ist eigentlich Bruder Harun hin, Digga? Wo stummst du dich? Bleib entstumm. Ich höre schon. Mann. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أن لن نجمع Bruder, jetzt kommen die ganzen Shayatin, Bruder, mach das besser aus. Ta'hudu billah. Guck mal hier, hör mal zu. بلا قادرين على أن نسوي بنانا. Ja, Banane. Niemals, Bruder. Oder? Hast du den Tafsir zu Sura Banana schon mal gelesen? Ja, Bruder, ich kenne nicht mal die Sura, Bruder.
Oh, ich kennt ihr nicht die Suche Banane? We are Banane. Es gibt einen Tafsir. Geh mal auf Al-Tafsir, geh mal auf Suche 5, Al-Banana und dann diesmal den Tafsir. Mhm. Also ich für dich auch machen. Ich mach für dich auch. Suche Banane. Aua. Tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas. Bei Epotent gibt es für die meisten Betroffenen Hilfe. Suche Banane. Rezitieren Sie die Sura auf dem Rücken eines Kamels mit einem Eimer Kamelurin auf dem Kopf und einem Bein 80 Mal ohne Stottern und Ihre Erektionsprobleme lösen sich auf. Boah, das kann doch nicht sein, das ist echt das Ding, ja? Doch, hier, Sura Banane. Bruder, niemals. Alter. Nee, Mann, so, das ist, ich glaube, das ist übertrieben, ich bin der ehrlich, Digga. Ja, Bruder, so, Bruder. Hier, Al-Tafsir, hier, Tafsir. Oder Sura Banane, na was rezitiert er dann? Oder jetzt ist Islam noch peinlicher geworden, oder? Sura Banane. Der hat schon ausprobiert, das stimmt. Er hat jetzt ein Palm-Dings, der 40 Jahre steht. Irgendwann kommt Sura Tomate, Sura Gurke, was kommt noch, Bruder? Keine Ahnung, auf was er sich noch draufsetzen möchte. Sura Banane. Sura Banane. Irgendwann Sura Kamel. Gibt es auch irgendwie so eine Art. Kennt ihr das? Den größten Helden in Europa? Abululu? Ah. Also Skanderbeg, das Serbe. Was für ein Mann. Der Serbe, Digga, so cool. Aber was? Ich bin Albaner, Leute. Ich bin Albaner. Bist Albaner? Ich bin Albaner. Oben. Boah. Warum geht es aber in der Sure von Sure Banane? Willst du sehen, Bruder, wie Albaner ich bin? Oh, ich muss mal anspannen hier. Nee, Bro, alles gut. Das sind die serbischen Wurzeln. Boah. Was ist ein Löwe? Das ist meine albanische Seite, Bruder. Der Rest ist Ex-Iraner. Albaner, diese. Ich war so ein Doppelkopf. Zeig mal, das war der linke Arm. Also ich hab, nur der eine Arm ist dick bei mir. Leute, ist nur der eine Arm dick. Das müssen wir ändern, Bruder. Ja, wäre, guck mal, das. Der schreibt einfach nochmal. Der kennt das. Kommt vom Baumaschine, Alten. Mach Adler mit Händen, sonst bist du kein Albaner. Was hat er mit diesem Nationalstolz? Ein bisschen, Digga, diese. Das ist nur vom Baumaschine. Wann endlich Bruder, mein Schienbein ist nicht trainiert, Rudik. Ich blamier mich, wenn ich mal. Ich habe nicht mal richtig Beinbehaarung. Urban, deine Meinung zu Serben? Ja, oder ich als Albaner habe natürlich eine kritische Meinung gegenüber Serben, ne? Nee, aber ich möchte mich jetzt nicht in politische Debatten einmischen, ja. Ehrenlos, Digga. Ich bin Serbe. Ja, Bruder, ich bin. Bruder, was habt ihr eigentlich für ein Problem, ihr Serben und Albaner? Ihr Serben und ihr Albaner? Bist du kein Albaner? Oh, exposed. Ach so, okay, ich bin Albaner. Scheiße, ich bin. Oder ich bin Iraner. Nee, hallo. Was? Du kleine Sau, Israel. Wegen meine lieben Brüder. Oh, Dauer, ich darf das, Dauer. Gott, das so, Leute, habt ihr noch eine Frage, sonst schnell muss ich runter, weil ich beende jetzt den Stream eh gleich. Okay. Nö. Ich habe eine Frage an dich, Bruder. Ja. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut, dankeschön. Alhamdulillah, Jesus. Alhamdulillah, Yasur. Bruder, ich bin kein Albaner, Leute, das war. Ich bin wirklich kein Albaner. Was bist du denn, Bruder? Ex-Iran, schalte ein. Nein, Bruder, du hast schon einen Akzent, Bruder, aber ich will wissen, was für ein Akzent das ist. Ach, Bruder, ist doch egal, wo ich herkomme. Also mein Bizeps ist Albaner, das ist 100%, weil nur Albaner haben stabile Körper. Was er sagt. Nur Albaner haben stabile Körper, deswegen mein Bizeps Albaner und der Rest, keine Ahnung, Bruder, alles.
Wenn du kein Albaner bist, du kannst Araber, Bruder, haben. Araber. Er ist 100% Araber, aber er will das nicht sagen, deswegen sagt Bruder, er. Der kommt auch aus Irak, ne? Also, ich bin kein, ich bin nix, also, ich komme aus dem Nahen Osten, aus dem Orient. Ich weiß, woher du kommst. Ah, okay, dann weiß ich, woher du kommst, Bruder. Ich habe das schon direkt an deinem Akzent erkannt. Woher, Bruder? Ich will es noch nicht verraten, wenn du nicht verraten willst. Nein, ich will das nicht verraten, Bruder. Er sagt doch, du darfst raten. Guck mal, der hat schon verraten. Hä? Er sagt doch. Irland. Oder ist egal, wo ich herkomme, ist doch völlig, juckt kein Menschen. Du bist 100% Syrer. Also Bruder, ich sag, du bist Aserbaidschaner, Bruder. Also. Das ist doch nicht im Nahen Osten, Bruder. Aber ich denke, Bruder, so vom Akzent, Bruder. Musa, du bist so ein Typ. Das ist doch nicht schwer. Musa, wir müssen es mal privat treffen. Wir müssen das regeln. Happy wegen dieser Aussage. Ich bin Islamhasser. Ich auch, Bruder. Ich hasse Islam. Ey, sportlich. Wir lieben jeden Menschen. Wir distanzieren uns vom Islam. Nationalität im Pass steht Islamhasser. Bruder, letztens einer hat gesagt, ich schwöre, ich habe mich so kaputt gelacht, Bruder. Einer hat gesagt, er wird extra nach Mekka gehen, er wird sich als Muslim ausgeben, er wird Schweinefleisch kochen und den Muslimen sagen, ja, das ist Rinderfleisch. Oh. Bruder, wir bringen den um, der kommt so ohne Kopf wieder. Bruder, da mal, Bruder, mach dein Live, beende dein Live, geh dich ausruhen. Ja. Ah, ihr könnt reden, wenn ihr jetzt ein interessantes Thema habt oder so, aber ist schon alles durchgekaut, weißt du, alle Themen sind schon durchgekaut. Weißt du, Bruder, ich hab mich gestern richtig kaputt gedacht, Bruder, noch nie so kaputt gedacht. Ja, gestern war so ein Muslim, der hat das Ganze geschrieben, ich mach euch fertig, ihr seid alle mundtot, wenn ich hochkomme. Wir nehmen den hoch, Bruder, ich frag ihn, kennst du Al-Masih Isa ibn al-Maryam? Er sagt, was ist Al-Messiah? Was ist das? Ist das Messi? Oh Gott. Oh Gott. Ist das Messi? Bruder, ich habe mal eine Frage. Elia, du kannst ja Arabisch. Sure 36 ist die Sure Yasin. Ja, Bindestrich Sin. Was bedeutet Sin? Yasin. Warte kurz. Sura? 36. Ja, Yasin ist der Name von Mohammed, der wurde Yasin. Das ist genau eine Sure, die nach ihm geschrieben worden ist. Er wurde auch Yasin genannt. Sehr gut. Bruder, weißt du, wer Sin ist? Ja. Sin war ein Mondgott aus Kanaan. Aha. Wieso wird eine Sure Yasin, der Sin, nach einem Mondgott aus Kanaan benannt? Und weißt du, was das Lustige ist? Da steht ja Yasin und Ja wird als Ausrufeform in Arabisch benutzt. Zum Beispiel, wenn ich sage Ja Musa oder Ja Urban, Ja Elia, was macht ihr? Ja, genau. Oder Anbetung, Ja Allah, Ja Ali und so. Und da steht ja Yasin. So, Yasin, das ist schon eine Anbetung, eine Anbetung zu diesem Mondgott. Und Mohammed, und diese Sura Yasin wird als Namen von Mohammed aufgezeichnet. Mohammed wurde früher Yasin genannt. Hier ist die Sura 36, Yasin. Ich kopiere das Wort und gehe ein und gucke, was das bedeutet, ne? Das Sin. Ist ja nicht schön, Tastatur, ey. Und was kommt da? Sin, Gott. In der mesopotamischen Mythologie, ich muss das so kurz halten wegen meinem Ladekabel. Weißt du, wo Mesopotamien ist ja Irak. Ist ja Irak. Deswegen ja, kann das 100% wahr sein. Sin bedeutet Gott. Sin, mesopotamische Mythologie, der Gott des Mondes. Mhm. Es kommt doch immer. Guck mal, was im Koran steht, in der Sura. Yasin.
bei dem weisen Koran, du bist wirklich, wahrlich einer der Gesandten. Er nennt, Allah nennt Mohammed Yasin, du bist wahrlich einer der Gesandten. Und dabei schwört Allah auf den Koran. Er sagt ja, bei dem weisen Koran. Und du, Bruder, Allah, er schwört auf alles, Bruder, auf Feige, Olive, Bär, Koran. Aber er schwört auf alles, außer bei sich selber. Natürlich, Mesopotamien ist ja Irak. Wie kommt dieser Sinn aus der mesopotamischen Mythologie? Weißt du, was die Aramäer zu Sinn sagen? Hm? Bei denen heißt Sinn das Böse. Ja. Ja. Aber da hat jetzt gerade einen geschrieben, Mesopotamien ist nicht Irak. Doch, Mesopotamien liegt in Irak. Und zwar kommt das aus dem alten Babylon. Guck mal, Bruder. Origins of Sin and Evil, the words. Das ist eine aramäische Seite. Sin and Evil in the Aramaic language and culture that the New Testament biblical Jesus taught in terms for sin and evil. Their archery terms. Bla, bla. Aber krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, der Islam wird siegen, ja. Allah hat 99 Namen. Was braucht ein Gott 99 Namen? Das ist ja auch das Ding. Allah, das sind keine Namen, das sind seine Titel. Er hat nie seinen richtigen Namen verraten. Er hat keinen Namen, Bruder. Der islamische Allah hat keinen Namen. Denn er hat eigene Eigenschaften. Ja, das sind seine Eigenschaften, aber teuflische Eigenschaften. Ja, richtig. Bruder, es gibt noch so eine Sure, ne, im Koran. Da steht irgendwie, ich suche Zuflucht bei dem Morgenmond. In Aramäisch bedeutet Sinn Sünde. Sinn kann man im Aramäisch noch als Sünde übersetzen. Ja. Und da die ursprüngliche Koran auf Aramäisch geschrieben worden ist, dann bedeutet das hier entweder ja Sünde oder ja Mondgott. Ja. Sin ist doch auf Englisch Sünde, aber ich glaube nicht, dass es hier Sünde bedeutet. Das ist ja, der Koran basiert auf dem Mondkult, den es früher gab, und somit ist ja Sin. Das muss mir erstmal ein Muslim beweisen. Das und außerdem, das Wort Sünde gab es im Arabischen nicht. Bruder, weißt du, dass es im ganzen Koran nicht das Wort Liebe gibt? Echt? Nein. Nein, gibt es nicht. Musa, es gibt es echt nicht. Wüten, Sinn und Jisin. Gibt es ehrlich nicht, ey. Krass. Guck mal, nach dem Asurischen Mythos verliebte sich Sin in die Kuh Gisin. Und er gab ihr Wasser, weidet sie auf grüne Aue. Heftig, ne? Gibt es nicht eine Sura im Koran, die Kuh heißt? Surat al-Baqar. Oder Banane hat schon alles auseinandergenommen, Bruder. Oder es gibt sehr viele. Es gibt zum Beispiel Surat al-Fil, die Elefanten. Surat al-Ankabut, die Spinne. Bruder, Elia, Bruder. Bruder, Surat al-Banane hat schon alles auseinandergenommen, Bruder. Hä? Surat al-Banane. Wallah, Bruder, die... Oh. Leute, ich werde den Stream beenden. Ja. Okay, ich wünsche euch Gottes Segen. Danke, dass ihr oben wart. Zuschauer, vielen, vielen Dank für die Likes. Ihr helft mir sehr. Vielen Dank, dass ihr da wart. Leider war keine Action da, aber ihr seht die Leute. Kommt alle gleich bei Musa live. Wir gehen jetzt alle live nach. Peace, ey. Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder.